Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Rheumatologie, es ist mal wieder der Tag vor dem ersten Advent und ich darf Sie ganz herzlich zum Adventssymposium begrüßen, zusammen mit Dr. Peter Korsten, Dr. Daniel Winschall und Dr. Ludwig Bause. Und Sie wissen, es hat Tradition, dass wir dieses Adventssymposium interdisziplinär machen. Und ich gehöre jetzt nicht mehr ganz dazu, muss man sagen, weil Sie wissen ja, dass ich ab 1.10. im Ruhestand bin. Wohlverdient will ich gar nicht sagen, aber Ruhestand auf jeden Fall oder wie man es so sagt. Und ich packe jeden Morgen noch die Tasche und will gehen, aber ich werde zurückgehalten zu Hause und dafür haben wir ja Peter Korsten jetzt. Und ich darf Ihnen nur sagen, wir haben ja auch im September gemeinsam zusammengearbeitet und es war vom ersten Augenblick an eine Art Symbiose. Also wir sind in vielen oder allen Sachen eigentlich immer so bei unseren Patienten der gleichen Meinung, diagnostisch, therapeutisch. Und ich freue mich sehr, dass Peter Korsten die Abteilung, die Klinik so übernimmt. Und es läuft sehr gut. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür. Und das ist auch ganz wichtig. Ich bin ja aber sehr dankbar, dass ich heute noch mal hier vorne stehen darf und noch mal begrüßen darf. Es ist ja immerhin das 28. Symposium. Und Sie sehen, das haben wir die 28 Jahre auch so gemacht, dass wir das interdisziplinär gemacht haben. Von daher freue ich mich auch, dass ich in Ihren Gast heute begrüßen darf. Wo ist Gerd? Ach, da vorne sitzt er. Hallo, morgen, Gerd, ich freue mich. Und wir haben auch hier oft zusammen gestanden. Also von daher reihe ich mich gleich in die Reihe ein, wo du jetzt schon sitzt, so etwas. Ne? Ja, ich möchte es kurz machen. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine, glaube ich, wieder sehr interessante Veranstaltung haben. Ich freue mich auch auf die Gespräche in der Pause oder hinterher mal einen kleinen Imbiss. Und in der Kürze liegt die Würze und deswegen darf ich jetzt an Peter Korsten übergeben. Lieber Michael, vielen Dank für die Begrüßung und die Einleitung. Ich freue mich auch, Sie hier alle begrüßen zu dürfen. Für mich das erste Symposium, für Sie vielleicht das 20., 28., 10., insgesamt das 28. Wer ist denn 28 Mal hier gewesen? Frau Suhmann, oh ja, hier gehen die Hände hoch, ja, einige nicht. Also für mich ist das erste Mal. Für wen noch? Ja, also ein paar schon, ja. Bin nicht alleine. Das freut mich. Darf Sie herzlich begrüßen. Darf vor allem darf ich einer Person danken, das ist Frau Nadine Gionka, die hier viel organisiert hat, ehemalige Chefsekretärin von Michael Hammer und jetzt meine Sekretärin, der ganzen Organisation hier vom Stift, der IT, der Hauswirtschaft hier für die Organisation, Bereitstellung dieser Veranstaltung und das Kümmern. Alles, was Sie hier drumherum finden, ist nicht mein oder unser Werk, sondern passiert alles durch die Organisation am St. Josef Stift. Wir danken der Akademie für medizinische Fortbildung für die Zusammenarbeit und für die Unterstützung. Und ich darf einmal daran erinnern, Sie haben Evaluationsbögen zu liegen oder kriegen Sie noch ausgehändigt für die Evaluation. Nur dann können wir am Ende besser werden. Wenn Sie sagen, es war langweilig, dann müssen wir was anderes machen. Wir haben so ein bisschen überlegt, was wir vielleicht im nächsten Jahr ändern können, aber das verrate ich noch nicht. Sie sollen ja auch wiederkommen. Wir danken den Sponsoren für die Unterstützung. Ohne sie wäre auch das nicht möglich. Ja, es sind zahlreiche Unterstützer aus der Industrie. Dafür ganz herzlichen Dank. Und an einige Personen hier noch. Sekretariat, Frau Gionka hatte ich schon genannt, Geschäftsführung unterstützt diese Veranstaltung auch immer, Herr Dr. Klemann, Frau Mechelk mit der Organisation, Frau Gottscholl macht fleißig Fotos und wird wahrscheinlich wieder Social Media Content liefern für die Instagram-Follower des St. Josef Stifts. Der IT und Technik hatte ich schon gedankt und wir haben auch wieder, wenn Sie neben sich schauen oder auf Ihren Sitzen, finden Sie die Abstimmgeräte, weil wir doch bei den Vorträgen traditionell TED-Fragen haben. Und da ist es so, dass wir es jetzt einmal ausprobieren. Nehmen Sie mal Ihr Gerät zur Hand und wir haben eine Testfrage für Sie. Die erste Frage ist, als Arzt bin ich Arzt, Ärztin, bin ich tätig als Internist, Hausarzt oder Internist-Rheumatologe, Pädiater, pädiatrischer Rheumatologe, Orthopäde, orthopädischer Rheumatologe oder mit einer anderen Facharztbezeichnung. Sie stimmen schon fleißig ab. Ich sehe die Zahlen hochschnellen und wir sehen gleich, wenn sich nichts mehr tut, sehen wir die Auswertung, damit wir sehen, dass Sie das alles technisch ohne Probleme bewältigen können.
Also die überwiegende Zahl, 44%, fast die Hälfte, sind internistische Rheumatologen. Andere immerhin ein Viertel. Müssen Sie jetzt sagen, was Sie sind, vielleicht in der Pause. Einige doch Orthopäden und auch einige Internisten, Hausärzte. Schön, ich darf Sie willkommen heißen und dann gehen wir gleich weiter. Dann nächste Testfrage, das wissenschaftliche Meeting des American College of Rheumatology fand 2023 in San Diego statt. In welchem US-Bundesstaat liegt San Diego? ACR Convergence, North Carolina, Virginia, Pennsylvania, Delaware, New Jersey oder Kalifornien? Ein kleiner Tipp, es befindet sich ziemlich weit westlich in den USA, ein relativ langer Flug, aber ich denke, das wissen Sie alle. Es werden sogar mehr Stimmen. Sehr gut. Also, das haben Sie fast alle richtig beantwortet. Sicher. Einige Ausreißer hat man ja immer dabei. Das ist die übliche Standardabweichung. Und dann gehen wir auch hier weiter. Darf Sie ganz kurz nochmal, Sie haben das Programm auch da liegen, aber ganz kurz nochmal, wir sind gerade im ersten Programmpunkt. Ich habe die Freude, Sie begrüßen zu dürfen mit Michael Hammer zusammen. Und dann haben wir aus der Universitätsklinik Münster Herrn Kriegel. Dann erzähle ich etwas zur Sarkoidose und versuche Sie davon zu überzeugen, dass das eine rheumatologische Erkrankung ist. Michael Hammer berichtet News vom ACR. Ansgar Platte berichtet uns aus der Rheuma-Orthopädie, aktuelle Aspekte der Schulterendoprothetik bei Rheumatikern. Daniel Winschall, Neues aus der Kinderrheumatologie. Anna Meyer referiert zur Osteoporose bei Männern. Und Herr Ostendorf aus dem Franziskus-Hospital in Münster wird uns labormedizinische Fragestellungen weiterbringen. Damit darf ich Sie jetzt schon zum 29. Sennenhorster Adventssymposium einladen. Es findet traditionsgemäß am Samstag vor dem ersten Advent statt, das wissen Sie alle. Und das ist nächstes Jahr, ist es Samstag, der 30.11.2024, an selben Ort und Stelle. Also in den Terminkalender schon eintragen, Einladungen werden rechtzeitig verschickt und damit wollen wir dann auch schon starten. Ich darf jetzt, lieber Martin Kriegel, dich ganz herzlich hier begrüßen. Ist ja auch noch nicht so lange in der Region, aber schon länger als ich. Ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der experimentellen Immunologie. Tolle Publikation und es beschäftigt uns ja immer und viele Patienten auch die Frage, ist meine Krankheit, meine Autoimmunerkrankung vielleicht durch Autoimmunität ausgelöst? Das ja, aber durch Ernährung ausgelöst. Welche Rolle spielt die Zusammensetzung des Mikrobioms im Körper? Gibt es vielleicht sogar therapeutische Ansätze? Kann ich durch die Ernährung was beeinflussen? Und da freuen wir uns ganz herzlich, dass du da bist und uns da Neuigkeiten zu präsentieren wirst. Herzlich willkommen und vielen Dank. Vielen Dank, lieber Peter, lieber Michael. Vielen Dank für die Einladung. Ist auch für mich das erste Mal bei dem schönen Adventssymposium. Und ich freue mich heute auch auf das ganze Programm. Gratulation zu diesem sehr diversen, breiten Programm. Ich freue mich als Erster heute reden zu dürfen, aber mein Thema ist doch sehr weit weg von der Klinik, trotzdem hoffe ich, den Link zur Klinik herzustellen, zumindest wo wir in den nächsten Jahren hingehen mit dem Feld des Mikrobioms, also all der Mikroben, die in uns leben. Und passend zum Adventssymposium, zum Adventwochenende habe ich meine Sternenkrawatte an von Van Gogh. Ich hoffe, sie lenkt nicht zu sehr ab, weil ich jetzt ein paar Slides Ihnen teilen will von der Rolle des Mikrobioms bei Rheuma. Ich bräuchte das erste Slide bitte. Oder das habe ich ja selber reingesetzt von Sennenhorst. Ja, das sind meine möglichen Interessenskonflikte. Und ich will anfangen mit dem Fakt praktisch, dass chronische Einflüsse unser Mikrobiom stark verändern, die wir in den modernen Gesellschaften in Europa und im Westen der USA seit vielen Jahrzehnten haben. Ganz besonders eine exzessive Verwendung von Antibiotika,
Wir haben eine ganz andere Ernährung als vor vielleicht 100 Jahren, wesentlich prozessiertere Ernährung. Da wissen wir sehr gut, diese zwei Faktoren beeinflussen stark all die Mikroben, die in uns leben, das sogenannte Darmmikrobiom, aber auch andere Mikroben, die auf unserer Haut oder in der Lunge sogar leben. Zudem gibt es andere Umweltfaktoren, wie dass wir nicht mehr so viel stillen, die Kinder. Und es ist ein sehr großes Thema, aber es ist tatsächlich so, dass es mehr und mehr Hinweise gibt, die belegen, dass die Veränderungen durch diese Einflussfaktoren auch auf chronische Erkrankungen wie Rheuma Einfluss nehmen. Und zwar vor allem, sie verändern die Darmwand. Unsere Darmwand ist eine einzelne Epithelschicht, die all unsere Mikroben von unserem Körper trennen. Und das meiste unseres Immunsystems sitzt im Darm. Und diese Veränderungen können dann das innate und adaptive Immunsystem aktivieren. Und Sie können sich vorstellen, damit auch Rheuma, entzündliches Rheuma, verändern. Da komme ich auch schon zu der ersten TED-Frage. Welche Erkrankungen zeichnen sich durch eine Darmbarrierestörung aus? Es ist der Morbus Crohn, Morbus Bechterew, die rheumatoide Arthritis, der systemische Lupus oder gar alle Erkrankungen. Stimmen Sie bitte ab. Und ich habe doch recht viele Slides für dieses große Thema, deswegen will ich gar nicht so viel Zeit auf diese TED-Fragen verwenden. Und ja, Dankeschön. Richtig, die meisten haben das richtig genannt. Es sind alle diese Erkrankungen. Ich werde Ihnen ein paar Daten dazu auch zeigen. Jetzt müsste ich nur weitergehen. Genau. Ja. Es ist so, dass wir mittlerweile Hinweise haben, dass bei vielen rheumatischen Erkrankungen die Darmbarriere durchlässig ist. Und damit meine ich jetzt nicht so wie bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, dass es offensichtliche Entzündungen gibt, aber dass sie durchlässig ist. Besonders deutlich ist das nicht überraschend bei den Spondyloarthropathien der Fall, die ja auch häufig assoziiert sind mit den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Aber auch bei der rheumatoiden Arthritis zeige ich Ihnen kurz ein paar Daten aus Erlangen und bei dem Lupus, an dem wir seit vielen Jahren forschen, gibt es Anzeichen dafür. Natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, das ist alles schon sehr subtil, aber wissenschaftlich belegt. Fangen wir kurz bei den Spondyloarthropathien an, die Sie ja alle sehr gut kennen und auch enorme Expertise hier in Sendenhorst vorliegt. Klinisch eine sehr interessante Erkrankung mit verschiedensten, nicht nur Gelenkmanifestationen, sondern auch Haut. Und natürlich sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen assoziiert mit diesem Formenkreis. Da gibt es ja schon allein klinisch einen Hinweis für die Darm-Gelenkachse, wie wir es nennen. Und man weiß ja, dass auch die entzündlichen T-Zellen, die heißen TH17-Zellen, die in die Enthesen wandern, auch im Darm gebildet werden. Also das ist schon mal sehr offensichtlich. Aber die große Frage bei uns im Mikrobiomfeld ist, welche Mikroben könnten da eine Rolle spielen und wie passiert das alles? Weil wir haben unzählige Mikroben im Dünn- und Dickdarm. Das sind unterschiedliche. Der Dünn- und der Dickdarm sieht auch ganz anders aus, was die Darmwand betrifft. Aber dass irgendwie Darmbakterien da eine Rolle spielen, das zeige ich Ihnen kurz an ein paar Studien, die ich rausgesucht habe bei AS. Dirk Elewoud in Gent hat schon vor fast 30 Jahren sehr schön in einer Studie gezeigt, dass es bei dieser Erkrankung tatsächlich subklinisch schon Darmentzündung gibt, in ungefähr 2/3 der Patientinnen und Patienten. Kürzlich hat dann auch eine Gruppe aus Italien hier histologisch gezeigt, dass man Gram-positive Bakterien im Darmbiopsien der AS-Patienten anfärben kann und die schon durchs Epithel praktisch durchgehen. Und auch Gram-negative Bakterien scheinen da das zu schaffen. Man sieht hier Lipopolysaccharid angefärbt. Man sieht, die Gram-negativen Bakterien kommen schon etwas weiter als am Darmlumen zu bleiben in den Körper. Und eine ganz aktuelle Studie von vor ein paar Jahren aus New York hat gezeigt, dass tatsächlich ein gramnegatives Bakterium Escherichia coli, das berühmte Coli-Bakterium, in Morbus Crohn assoziierter Spondyloarthritis eine Rolle zu spielen scheint. Und zwar nicht irgendein E. coli, es ist sehr kompliziert. Es ist ein bestimmtes E. coli, das von dem Immunsystem der Patienten erkannt wird und attackiert wird mit dem IgA-Molekül. Das sezernieren wir ja in den Darm. Und diese Gruppe hat sehr schön gezeigt, dass IgA-gebundene E. coli
sehr gut korrelieren mit dem BASTI-Score klinisch. Und ich zeige Ihnen nur hier diese interessante klinische Assoziation. Diese Studie hat sehr schön tierexperimentell gezeigt, dass diese Bakterien in vitro zumindest die Darmwand durchbrechen können und in vivo in Mausmodellen für rheumatoide Arthritis wirklich die Arthritis fördern. Nun kommen wir kurz zu Lupus, woran wir viele Jahre geforscht haben. Da ist es tatsächlich so, da kommen Bakterien durch die Wand durch im Tiermodell und bei Assoziation auch bei den Patienten. Wir konnten dann tatsächlich zeigen, ich zeige Ihnen nur hier den Cartoon, dass bei im Tiermodell für Lupus, dass bei dieser Erkrankung bestimmte Enterokokken, Enterococcus gallinarum, aber auch Lactobacillen, Lactobacillus reuteri, je nach Tiermodell, was ja die unterschiedlichen Subtypen von Lupus klinisch darstellen, dass sie durchbrechen. Wir nennen das Translokation. Und dass sie lebend zu finden sind in den Lymphknoten, Leber und Milz von Lupus prädisponierten Tieren. Da fragt man sich, wie kann das dann zu Lupus führen? Wir denken, dass, oder wir haben gezeigt, dass systemische Immunreaktionen dann viel leichter natürlich hier in den lymphoiden Organen als im Darmlumen ausgelöst werden können und dann zu Immunkomplexerkrankungen wie Glomerulonephritis bei Lupus führen. Und nicht nur im Tiermodell, wir haben tatsächlich in nur wenigen, aber in ein paar Biopsien von Patientinnen mit Lupus diese Bakterien gefunden, bei Menschen. Auch tierexperimentell konnten wir schön zeigen, dass es auch gute Bakterien natürlich gibt, die produzieren kurzkettige Fettsäuren, Short-Chain Fatty Acids, SCFA abgekürzt, und die werden durch faserreiche, gesunde Ernährung gefördert und werden eher inhibiert durch prozessierte Nahrung, was auch die Darmbarriere durchlässiger macht, da komme ich noch dazu. Nun, bei rheumatoider Arthritis hat sehr schön eine Gruppe aus Erlangen gezeigt, Mario Zeiss, dass bei Patienten sogar mit früher rheumatoider Arthritis ohne Therapieeinflüsse, die ja sehr komplex dann aufs Mikrobiom wirken, dass die Darmbarriere durchlässig ist. Die haben das an einem funktionellen Test Lactulose-Mannitol gezeigt, verglichen zu Kontrollen. Und auch bei etablierter rheumatoider Arthritis ist deutlich hier eine Darmdurchlässigkeit zu sehen. Komme ich jetzt zur nächsten Frage. Gibt es daher dann für die rheumatoide Arthritis eine Ernährung, die vielleicht sich günstig auf die Erkrankung auswirkt? Welche Art der Ernährung kann die Aktivität der rheumatoiden Arthritis vermindern? Ballaststoffarme Ernährung, zuckerhaltige Ernährung, pflanzenbasierte Ernährung, Ernährung reich an rotem Fleisch oder reich an gesättigtem Fett? Ups, jetzt müsste ich, das sind meine eigenen Slides, das IT-Team müsste jetzt die TED-Frage bitte einspielen, aber ich habe es schon verraten. Und wir wollen auch da nicht viel Zeit verwenden. Ich glaube, die TED-Fragen der klinischen Vorträge sind relevanter für Sie. Ja, sehr gut, Sie haben meinen kleinen Fehler gleich erkannt. Das ist die pflanzenbasierte Ernährung. Denn es gibt aktuell, ganz aktuell erst publiziert dieses Jahr, die Plants for Joint-Studie aus Amsterdam, wo 40 Patienten mit rheumatoider Arthritis ein pflanzenbasiertes Programm erhalten haben im Vergleich zu Kontrollen. Und wir untersuchen aktuell in Münster das Mikrobiom und die Darmwand dieser Kohorte. Und diese klinische Studie ist vor kurzem publiziert worden von Dirk-Jan van Schadenburg und seinem Team. Man sieht sehr schön, der DAS28-Score ist einen ganzen Punkt von 4 zu 3 ungefähr runtergegangen nach diesen 16 Wochen mit hochsignifikanten Ergebnis, das man schon vergleichen kann, wie mit einem Jackhammer, Baricitinib, 2 Milligramm zumindest. Wenn man da bei 16 Wochen in dem New England Journal publizierten wichtigen Paper zu rheumatoiden Arthritis vergleicht, ist der Benefit ähnlich. Aber viel, ja, ganz anders vom Ansatz und viel billiger in gewisser Weise. Aktuell untersuchen wir auch mit den Amsterdamern und den Erlangern, wie gesagt, die Darmbarriere und auch die Metaboliten, das sogenannte Metabolom, um herauszufinden, ob durch die Ernährung bestimmte Mikroben, bestimmte gute Metaboliten sezernieren, was dann ganz neue Ansätze zur Therapie eines Tages vielleicht bringen, jenseits der Immuntherapien, die wir haben. Ich habe Ihnen ja schon zum Mausmodell viel gezeigt, aber auch bei Patientinnen und Patienten mit Lupus haben wir hier
klare Anzeichen einer Darmbarriere-Durchlässigkeit. Das ist aktuell von unserer Kohorte in Münster mit knapp 200 Lupus-Patientinnen und Patienten. Sie sehen, Lipopolysaccharid finden wir im Blut. Zonulin, ein Marker für Darmdurchlässigkeit, ist beides hoch erhöht im Vergleich zu Kontrollen. Das haben wir schon ähnlich in der Kohorte in Yale in Amerika so publiziert. Also die Darmbarriere ist auch da durchlässig, auch wenn weniger als bei Spondyloarthropathien oder Rheumatoid Arthritis. Und bei Lupus haben wir tatsächlich schon bestimmte Targets, wie wir sagen, Pathobionten entdeckt, die eben den Darm verlassen und auch schon, wie erwähnt, die DNA davon in Organen wie der Leber bei Lupus gefunden. Da fragt man sich natürlich, wie kann man die vielleicht eines Tages entfernen? Und da liegt natürlich nahe eine Impfung, die ja auch so erfolgreich bei Corona oder bei Pneumokokken und anderen wichtigen Infektionserregern sind. Und tatsächlich haben wir im Tiermodell eine Impfung zeigen können, die effektiv ist, die Lupus im Tiermodell verhindern kann. Das ist die Sterblichkeitsrate eines schweren Lupusmodells, wo dieses Bakterium Enterococcus gallinarum die Erkrankung vorantreibt. Und wenn man gegen dieses Bakterium impft, ist es ähnlich, wie wenn man Antibiotika in diesem Tiermodell gibt, kann man Lupus verhindern. Im Vergleich zu einer guten Kontrolle, eine Impfung gegen ein anderes Enterokokkenbakterium E. fecalis. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber wir arbeiten mit Firmen weltweit zusammen, um das auch voranzutreiben, translational. Nun kommen wir zurück auf die Ernährung. Ich hatte Ihnen ja schon zu Rheumatoid Arthritis eine neue Studie gezeigt. Auch bei Lupus wollen wir in der Zukunft auch hier in Münster eine Ernährungsstudie einmal anfangen. Basierend auf diesen tierexperimentellen Daten, dass eine faserreiche Ernährung gute Bakterien anreichern sollte, die dann die schlechten hemmen und die Darmbarriere auch verbessert. Und das hatten wir in einem Tiermodell mit einer Ernährung, die sich resistente Stärke nennt, auch ausprobiert. Die heißt resistent, weil sie resistent zur Verdauung im Dünndarm ist und die Amylose dieser Stärke so aussieht und auch sterisch sehr resistent ist, um nicht attackiert zu werden von den Bakterien und den Enzymen. Im Gegensatz zu der normalen Stärke, wie im Weißbrot, die ja eher ungesund ist, wo man schnell einen Zuckerspike kriegt, weil sie schnell gecleaved hier wird und absorbiert wird. Aber die resistente Stärke, die jetzt nicht so in normaler Ernährung zu finden ist, wie grünen Bananen oder rohen Kartoffeln, darum wollen wir auch einen Snack mit einer Firma entwickeln, die dann leichter von Patienten gegessen werden kann. Aber im Tiermodell kann man das ganz exakt testen. Diese resistente Stärke wird nicht absorbiert im Dünndarm, kommt in den Dickdarm und da sind die guten Bakterien, die dann dazu führen, dass zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren sezerniert werden und die Darmbarriere sich stärkt. Und das hat tatsächlich gewirkt hier in einem sehr INAT-getriebenen, Typ 1 Interferon getriebenen Lupus-Modell, war hochsignifikant die Überlebensrate verbessert mit dieser resistenten stärkereichen Ernährung verglichen zu Kontrollen, die komplett die gleiche Ernährung haben, nur dieser Stärkeanteil wurde geändert. Und der Mechanismus war so, dass diese guten Bakterien, diese guten Metaboliten, die kurzkettigen Fettsäuren tatsächlich sezerniert haben und dieses in dem Fall schlechte Bakterium Lactobacillus reuteri, dass die Typ 1 Interferonantwort schon jenseits der genetischen Prädisposition erhöht, gehemmt hat. Und auch bei Patienten und Patientinnen mit Lupus sehen wir in Subgruppen deutlich Erhöhungen von Lactobacillen, die eigentlich im normalen humanen Mikrobiom nicht vorkommen sollten. Außer wenn Patienten natürlich Probiotika nehmen, die wir in der Studie ausgeschlossen haben. In den neuesten Studien hier in Münster konnten wir auch die Typ-1-Interferonsignatur assoziieren mit den Lactobacillensignalen im Stuhl. Und alles, was ich aktuell sagen kann, ist primum non nocere. Wir wollen ja hauptsächlich unseren Patienten nicht schaden. Die wollen natürlich alle schon alle möglichen Probiotika ausprobieren. Ich empfehle meinen Patienten mit Lupus gegen L. reuteri Probiotika, auch wenn ich jetzt, wir haben noch keine Studien, es gibt vielleicht auch gute Stämme, aber die besten Daten zu L. reuteri Probiotika sind meines Wissens bei Kindheitsdiarrhoe, wo die Meta-Analysen zeigen, es hilft, wahrscheinlich weil es antiviral über Typ 1 Interferon hilft. Und bei Lupus würde ich sagen, unsere Patientinnen sollten das erstmal vermeiden. Wir brauchen da noch Studien in der Zukunft, zu wissen, welche Probiotika gut oder schlecht sind. Komme ich zur letzten TED-Frage. Welche gegen das Darmmikrobiom gerichteten Therapieansätze sind für Autoimmunerkrankungen in der Entwicklung? Ich gehe vielleicht jetzt, können Sie es bitte einspielen, dass ich nicht wieder vorausgehe. Die Stuhltransplantation, sogar Bakteriophagentherapie vielleicht,
Live Biotherapeutics, sowas wie Probiotika, speziell für einzelne Erkrankungen entwickelt, oder bakterielle Moleküle oder gar alle oben genannten Ansätze. Bitte wählen Sie kurz, auch da wollen wir nicht zu viel Zeit aufbringen. Und die Lösung bitte. Genau, es sind tatsächlich alle, es sind natürlich in verschiedenen Stadien der Entwicklung. Zu Phagentherapien komme ich gleich. Aber das Naheliegendste ist natürlich Stuhltransplantation. Bin ich persönlich kein großer Fan davon, weil als Mikrobiomforscher ist es sehr komplex. Man gibt eine ganze Reihe an unzähligen guten, angeblich guten Bakterien in einen Patienten, dem man das eigene Mikrobiom entfernt. Aber es wird gemacht, es wird ja schon von Patienten über YouTube-Videos einzeln gemacht. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wirkt es in etwa einem Fünftel der Patienten. Also es ist nicht das Allheilmittel, man muss wissen, welche Subgruppen unserer Erkrankungen ansprechen können. Aber es wird gemacht. Für Psoriasis-Arthritis gab es eine negative Studie, aber da gibt es jetzt gute Daten, dass es auch da ein Subset wahrscheinlich ist, das anspricht. Ich will Ihnen kurz zu Lupus eine Studie aus China nahelegen. Aber was interessant ist, diese fäkale Mikrobiota-Transplantation, FMT, muss man gar nicht mehr über Endoskopie heutzutage machen. Man kann sehr schön lyophilisiert den Stuhl in Kapseln bringen. Der ganze Ekelfaktor ist weg. Es ist wie wenn man eine Pille nimmt. Und da gibt es jetzt eben eine Studie, gibt es viele, gibt es jetzt auch eine von Lupus, über 20 Patientinnen mit Lupus. Und das war keine placebo-kontrollierte Studie. Klinisch war das sehr beeindruckend, aber ich zeige Ihnen gar nicht jetzt die SLEDAI-Daten. Aber was interessant war, die hatten da auch Responder und Non-Responder. Und die hatten ganz klar gesehen, dass die Typ-1-Interferonsignatur mit den Respondern runterging. Und wir hypothesieren natürlich und wollen auch mal eine Ernährungsstudie machen, dass man einen bestimmten Ansatz findet, wo man die Typ-1-Interferonsignatur mit der Ernährung verbessern kann. Ja, und auch da haben Sie die kurzkettigen Fettsäuren assoziiert mit dieser Antwort, die ja von den Bakterien kommen. Ich muss Ihnen nicht sagen, die Typ-1-Interferonsignatur ist natürlich bei allen Kollagenosen ganz wichtig, nicht nur bei Lupus, vor allem auch bei Sklerodermie, Sjögren-Syndrom und Myositis. Und da gibt es zwar nur Assoziationsstudien, aber die Datenlage ist überwältigend. Bei Sklerodermie, jede Mikrobiomstudie, die ich gefunden habe, egal wo auf der Welt, hat Lactobacillenerhöhungen teils dramatisch gezeigt. Natürlich nicht nur, das ist komplex, diese Studien zu analysieren, aber allgemein kann man sagen, passend zu unserer Forschung bei Lupus, wahrscheinlich ist die Typ-1-Interferonsignatur bei Sklerodermie auch durch unser Mikrobiom mit ausgelöst. In den letzten Minuten will ich zum oralen Mikrobiom kommen, weil wir haben ja jetzt nur über das Darmmikrobiom geredet. Bei Hautlupus haben wir auch Hautmikrobiom-Trigger gefunden. Und bei Sjögren würden ja auch orale Mikrobiota Sinn machen. Und tatsächlich gibt es Studien, die auch orale Lactobacillen vermehrt bei Sjögren-Syndrom gefunden haben. Damit ende ich jetzt mit den Lactobacillen und komme abschließend zurück zur rheumatoiden Arthritis, aber bleibe beim oralen Mikrobiom. Da weiß man ja schon lange, die Mundhygiene ist ganz wichtig bei unseren Patientinnen und Patienten mit rheumatoider Arthritis. Da gibt es ja gute Daten, dass auch Periodontitis vermehrt mit schwererer rheumatoider Arthritis einhergeht. Und in der Tat hat eine Gruppe in Amerika einen oralen Bakteriumstamm, der heißt Aggregatobacter, in rheumatoider Arthritis gefunden. Und der ist sehr schwer auszusprechen, der ganze Stamm Aggregatobacter actinomycetum comitans. Ich weiß, Michael Hammer kann ihn sehr gut aussprechen. Ich selber habe mit dem Zungenbrecher meine Probleme. Wir nennen ihn einfach AA oder A-Actino. Es wurde sehr schön gezeigt in einer Studie von der Johns Hopkins University, dass dieses Bakterium ein Toxin sezerniert, das die Citrullinierung von Antigenen, Autoantigenen bei rheumatoider Arthritis fördert. Natürlich ist die Genetik wichtig im Zusammenhang einer genetischen Prädisposition des berühmten Shared Epitopes, also HLA-Moleküle, die dann auch die citrullinierten Antigene präsentieren. Aber das wurde schön mechanistisch gezeigt, kann dann zur T-Zell-abhängigen B-Zell-Produktion der berühmten anticitrullinierten Antikörper führen. Ich will abschließen mit einem interessanten Fallbericht eines Regensburger Patienten aus Deutschland, der von der Hopkins-Gruppe in Amerika dann tiefer untersucht wurde. Es ist ein 59-jähriger Patient mit refraktärer CCP-positiver RA. Auf Methotrexat, TNF-Hämmern, hat er unter dieser Therapie eine Endokarditis mit AA entwickelt. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass er den Mundkeim hatte und beim Zähneputzen oder so und dann immunsuppressiert tatsächlich eine Endokarditis entwickelt hat.
Und der hatte natürlich dann die richtige Antibiotikatherapie, die man sehr lange geben muss für Endokarditis, über 6 Wochen intravenös Ceftriaxon bekommen. Wie bei Endokarditis, nicht unerwartetes CRP ging natürlich schnell runter mit der Antibiotikatherapie. Aber um wirklich diesen Keim zu eradizieren, so, das wissen wir ja von den Infektiologen, braucht man eben 6 Wochen intravenös. Und verrückterweise ist tatsächlich die rheumatoide Arthritis in Remission gegangen. Ich zeige Ihnen nur die CCP-Antikörper, die sind dann, als der Keim ganz weg war, und man kann sich vorstellen, das adaptive Immunsystem hört dann auf, dagegen zu reagieren, ist dann der CCP-Antikörper komplett runter. Der Patient ist über ein Jahr in Remission, ohne Biologikatherapie. Kann man natürlich viel spekulieren, ist nur ein Fallbericht, aber ich will Ihnen nur zeigen, es könnte sehr viel Potenzial in diesen neuen Targets im Mikrobiom bei rheumatischen Erkrankungen liegen. Damit will ich abschließen, nur noch die Phagentherapie zu nennen, nicht bei rheumatischen Erkrankungen, aber bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, CED oder IBD, wie wir es im amerikanischen Sprachraum sagen. Da gibt es auch natürlich schon bestimmte Pathobionten, Klebsiellen, die identifiziert worden sind. Und ein enger Kooperationspartner von uns in Israel hat letztes Jahr sehr schön publiziert, dass man die Darmentzündung durch Phagen, das sind ja Viren, die Bakterien töten, therapieren kann. Und das war nicht nur im Tiermodell, auch in einer Studie mit gesunden Donoren wurde gezeigt, dass die Phagen sicher sind. Die nächste Stufe ist natürlich eine Interventionsstudie, das fehlt noch. Und bei Rheuma sowieso. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass diese Erkrankungen, anders als jetzt transiente Autoimmunerkrankungen wie Guillain-Barré-Syndrom, wo wir wissen, Campylobacter-Infektionen können kreuzreaktive Antikörper induzieren, aber wenn die Infektion vorbei ist, geht die Erkrankung weg. Dass bei Rheuma wir wahrscheinlich in vielen Fällen Mikrobiota haben, die diesen wechselnden Kurs von Schüben und Remissionen aufgrund dieses Auswachsen der Bakterien im Darm, je nach Umweltfaktoren, zu Chronizität führt. In Blau hier eben der Kurs der Bakterien, die wie sie auswachsen, dargestellt. In Rot die autoreaktiven T- und B-Zell-Antworten, aber auch Innate-Antworten habe ich heute hoffentlich Ihnen darstellen können, wie die Typ-1-Interferon-Signatur kann durchs Mikrobiom gefördert werden. Und ein Ansatz wäre eben Ernährung, wie im Fall von Lupus zum Beispiel, eine resistente Stärke, die über Metaboliten dann die Darmwand verbessert und die Lactobacillen in dem Fall hemmt. Ich habe Ihnen ein Beispiel gezeigt, dass Vakzinierung vielleicht eines Tages ein Ansatz wäre für ein Subset von Patienten, die kolonisiert sind mit den falschen Bakterien. Und wenn die Bakterien auch dann den Darm verlassen, könnte man sich gut vorstellen, wie bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, dass man mit Phagentherapien, die ja jetzt von Biotech-Firmen weltweit verfolgt werden, mal auch Rheuma behandelt. Ja, und wie gesagt, bei CED gibt es ja schon sehr gute Ergebnisse. Für unsere Patienten mit rheumatoider Arthritis, momentan kann man nur sagen, Rauchen natürlich aufhören, das fördert Citrullinierung, verändert auch das Mikrobiom, wie wir wissen. Ich habe Ihnen die Plans for Joint-Studie nahegelegt. Pflanzenbasierte Ernährung ist günstig für unsere Patienten mit RA und natürlich Zähne putzen, bevor man vielleicht eines Tages sowas wie dieses AA-Bakterium tagen kann. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, es war trotzdem interessant, auch wenn es recht weit weg noch von der Klinik ist. Vielen Dank. Martin, ganz herzlichen Dank. Es war sehr interessant und ich möchte es direkt noch eine kleine Stufe höher aufhängen. Wenn wir diese Welt retten wollen, müssen wir unsere Ernährung umstellen. Genau. Ich glaube, also, das ist wirklich so. Ja, man lacht so ein bisschen drüber. Ne? Wenn wir diese Welt retten wollen, das hört sich sehr pathetisch an. Aber alle Spezialisten sind sich einig. Wir müssen unsere Ernährung umstellen. Und bei Rheuma hast du uns wunderbar gezeigt. Das ist auch so. Genau, ich denke, bei Rheuma wird es Subgruppen sein, aber bei metabolischen Erkrankungen ist ja jetzt eine pflanzenbasiertere Ernährung schon sowieso zu empfehlen und was die Umwelt betrifft ja auch. Also es gibt viele Gründe dafür. Da haben Sie recht. Aber für die Klinik vielleicht müssen wir jetzt schon anfangen, doch viel, viel mehr Wert in unserer klinisch-therapeutischen Beratung auf Ernährung zu setzen. Weil wenn ich mal so meine klinische Situation ansehe oder vielleicht auch bei Ihnen, wie viel Zeit verwende ich im Kontakt mit meinem Patienten, ihn über gute Ernährung aufzuklären? Ja, ganz wenig. Und müssen wir das mehr machen? Müssen wir sagen, wir müssen jetzt ins Team auch eine gute Diätberatung hineinnehmen, die unsere Patienten wirklich toll aufklärt und dass sich da das Verhalten ändert? Ich denke schon, Sie haben ja auch eine tolle Ernährungsberatungsgruppe hier. Mhm.
man muss mehr Zeit als Arzt dafür aufwenden, aber wir brauchen auch noch mehr Forschung, weil es natürlich nicht ganz schwarz-weiß ist. Man muss gerade bei Rheuma schon die Subgruppen kennen, welche Ernährungsansätze am besten sind. Herr Menne, bitte. Mit Krawatte meinen Sie? Ja, sehr gute Frage. Also, wir konnten sie. Sie stellen eine ganz wichtige Frage. Im Tiermodell haben wir ganz klar zeigen können, und auch andere Gruppen in anderen Erkrankungen, dass die lebend dort ankommen. Also wir konnten die anzüchten. Und das ist sicher ein großer Unterschied zu vor 20 Jahren. Aber beim Patienten ist es schwierig. Erstmal biopsieren wir ja nicht Leber- oder Lymphknoten bei RA oder Lupus, nur wenn wirklich schwere Organmanifestationen vorliegen. Aber wir nehmen an, dass die Bakterien da sitzen, ohne dass die jetzt Hepatitis auslösen in allen Fällen, sondern das Immunsystem eben fehlleiten. Und im Tiermodell haben wir die angezüchtet und die leben im Körper. Aber im Menschen, das versuchen wir jetzt auch hier in Münster prospektiv, das ist nicht leicht technisch, auch zu zeigen. Und der andere große Unterschied zu vor 20, 30 Jahren, die Faszination für Mikrobiom besteht ja schon lange, ist, wir können sehr tief jetzt molekular das Mikrobiom charakterisieren. Es gibt viele neue Methoden, das zu untersuchen. Aber das Problem ist, das Mikrobiom ist extrem komplex. Das humane Genom wurde ja auch sequenziert. Da hat es 20 Jahre gedauert, wo wir jetzt die ersten kausalen Gene bei Brustkrebspatienten und so auch immer testen. Es ist halt sehr komplex und das ist das andere Problem. Aber um Ihre Frage direkt nochmal zu beantworten, die Bakterien leben schon und das untersuchen wir auch gerade intensiv weiter. Herr Gehlen, bitte. Ich wollte noch eine Anmerkung noch machen. Sehr effektiv ist Leerküche. Wir haben bei uns in der Reha haben die ein- oder zweimal kochen die zusammen und das ist zum Teil empfinden wir als effektiver als die reinen Vorträge, weil dann kriegen sie so beiläufig die Informationen, um diese Verhaltensänderungen durchzuführen. Ja, absolut, ja. Praktische Ernährungstherapie. Das. Weitere Fragen? Also Ernährung spielt eine große Rolle. In die Tiefe gehen wird man in den nächsten Jahren immer mehr mit gezielten Eingriffen vielleicht in die Ernährung. Ich bin dir sehr dankbar, ein sehr schöner Vortrag und wird uns alle inspirieren, dass wir auf diesem Gebiet auch mehr unseren Fokus drauflegen und mehr in die Therapie einfließen lassen. Macht den herzlichen Dank. Danke, Michael. Ja, mach mal. Ja, ich darf den nächsten Vortrag ankündigen, der geht über das Thema Sarkoidose und ich darf mich natürlich sehr freuen, dass ich Peter Korsten dazu auf die Bühne bitten darf. Er hat neben seinen Grundinteressen an der natürlichen Therapie Rheumatoide Arthritis, Psoriasis Arthritis, SPA, das ist ja unser Alltags auch Geschäft, aber daneben hat er drei, könnte fast sagen, wissenschaftliche Hobbys, wo er noch speziell versucht, sich auch wissenschaftlich weiter zu beschäftigen damit und auch publiziert. Und das ist einmal der Lupus, was heute jetzt schon zur Rede kam. Das sind einmal die Myositiden und das ist auch die Sarkoidose. Und ich glaube, du wirst uns jetzt sehr, sehr gut erklären, warum Sarkoidose wirklich in die Rheumatologie gehört und nicht in irgendwie ein anderes Fachgebiet wie Neurologie oder Dermatologie oder sowas, sondern es gehört wirklich in die Rheumatologie. Peter, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Herzlichen Dank und ja, ich kündigte das ja schon an. Ich versuche Sie jetzt davon zu überzeugen, warum Sarkoidose eigentlich eine rheumatische Erkrankung ist und nicht eine reine pneumologische oder anders geartete Erkrankung. Das sind meine potenziellen Interessenkonflikte. Ich möchte gleich anfangen mit dem, was ich eigentlich als Assistenzarzt im ersten Jahr gemacht habe in Göttingen. Das ist ein Patient, einer der ersten Patienten, die ich betreut habe auf der Station. Das war damals die Station 3024 der Uniklinik in Göttingen. Das war ein 42-jähriger Patient, der sich vorstellte mit einer axialen Spondylarthropathie und akutem Nierenversagen. Sie sehen ich zeige Ihnen das mal, bei Aufnahme sehen Sie das Kreatinin so bei knapp 3. Wir haben dann Cortison erstmal angefangen.
Unter Verdacht, dass es möglicherweise eine Rolle spielte hier, dass er Ibuprofen häufiger eingenommen hat. Und er hatte als einzige Therapie sonst seit 18 Monaten Adalimumab für die axiale Spondylarthropathie. Es wurde aber dann alles nicht so richtig besser. Die Proteinurie blieb eigentlich zwar vorwiegend eine tubuläre Proteinurie, das sehen Sie hier. Das Albumin war eigentlich hier nicht erhöht. Ja, das ist das Alpha-1-Mikroglobulin als tubulärer Marker. Das war hier, ist hier die gepunktete Linie. Die war eigentlich immer relativ auffällig, diese Alpha-1-Mikroglobulin-Ausscheidung im Urin, sodass wir dann 2 Monate nach der Erstaufnahme, Erstvorstellung ihn nierenbiopsiert haben. Und was wir dann gesehen haben, war Folgendes. Wer nicht so häufig Nierenbiopsien anschaut, das sind kleine, was hier markiert sind, Granulome, granulomatöse Infiltrate, der Randwall von lymphozytärem Infiltrat und Makrophagen. Das ist das, was wir in der Nierenbiopsie sehen konnten. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Ursachen gibt es denn für eine granulomatöse interstitielle Nephritis? Die Differentialdiagnose ist breit und ich durfte da auch in der Referenz Nephrologie, einem Lehrbuch, durfte ich da ein kurzes Kapitel zuschreiben. Und zwar können wir das einerseits als medikamentös induzierte granulomatöse interstitielle Nephritis finden, und da sind NSAR, Ibuprofen mit die häufigsten Auslöser, Sulfasalazin kann ein Auslöser sein, aber wir finden das eben auch bei Systemerkrankungen, und da gehört die Sarkoidose als klassischer Vertreter dazu, aber auch infektiöse Erkrankungen wie Mykobakterien oder auch eine sogenannte idiopathische Form. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich war auf ein paar Case Reports gestoßen und auf dieses Editorial vor allem. Das ist von Nadira Swiss links im Bild und Bob Boffman rechts im Bild. Die hatten praktisch ein Editorial geschrieben über TNF-Inhibition für refraktäre Sarkoidose, aber hatten eben auch dort in dem Editorial zusammengestellt, dass es einige Fälle von TNF-induzierter Sarkoidose gab. So, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe Nadira Swiss eine E-Mail geschrieben, weil ich das Paper nicht im Volltext lesen konnte, und habe kurz den Fall geschildert. Sie sagte, ja, das ist doch interessant, das musst du unbedingt zusammenschreiben und ich helfe dir gerne dabei. Und so kam er irgendwie in Kontakt. Und dann auch mit Bob Boffman, der über die Jahre etwas abgenommen hat im Vergleich zu vorher als Pneumologin. Nadira Swiss ist Rheumatologin, arbeitet an der University of Illinois in Chicago immer noch. Bob Boffman ist gerade dieses Jahr in Ruhestand gegangen. Und so, dass wir vermutet haben, dass hier doch, oder wir hatten den Hinweis, weil eben der Patient auch eine deutliche Lymphadenopathie in der Lunge hatte, dass hier eine TNF-induzierte interstitielle Nephritis vorliegt durch das Adalimumab als paradoxe immunologische Reaktion. Und so kam ich eigentlich zum Thema Sarkoidose, also praktisch durch einen der ersten Patienten, die ich überhaupt behandelt habe. Und nochmal kurz zur Pathophysiologie. Wir vermuten ja bei der Sarkoidose, dass wir auch da mögliche infektiöse Trigger haben. Wie das Mikrobiom da reinspielt, wäre vielleicht auch interessant. Aber es sind so richtig nur bestimmte bakterielle Peptide nachweisbar. Also eigentlich immer keine richtigen lebenden Bakterien. Vielleicht können wir das mit neuen Methoden jetzt auch mal, dass es in der Lunge oder in der Haut vielleicht gelingt, dort Mikrobiom-Nachweise zu bringen. Aber es sind immer Peptide eigentlich von zum Beispiel Mycobacterium tuberculosis oder auch Propionibacterium acnes. Das sind so 2 Erreger, die dort immer postuliert werden bei genetisch prädisponierten Patienten, möglicherweise auch anorganische Partikel, zum Beispiel Bergwerkarbeiter oder auch World Trade Center, Staubexposition, die Rescue, World Trade Center Rescue, Feuerwehrleute, die haben ja eine schwere Form der Sarkoidose, weil die extrem exponiert waren, allen möglichen anorganischen und organischen Partikeln. Und dann haben wir möglicherweise triggernde Faktoren. Und wir haben das hier mal gezeigt am Beispiel von Patienten, wie wir es uns vorstellen, die nach einer autologen oder allogenen Stammzelltransplantation, das ist sehr selten, aber auch da gibt es das, dass die eine Sarkoidose entwickeln. Da haben wir es mal gezeigt. Es gibt 2 Möglichkeiten, dass entweder eine Aktivierung dann von TH1-Zellen stattfinden kann oder von TH2-Zellen und entweder eine Resolution der Fibrose und der granulomatösen Entzündung oder eine persistierende Entzündung und eben keine Resolution. Das sind so einige der Paper, die ich in der Folge mit Nadira Swiss und Bob Boffman schreiben durfte zu verschiedenen Aspekten der Sarkoidose über die Jahre. Da kam dann einiges dazu und als allerletztes auch die ERS, also European Respiratory Clinical Practice Guidelines on Treatment of Sarcoidosis, was eine Leitlinie ist, die
dahingehend kompliziert war, dass wir natürlich wenig Evidenz haben. Das sind so ein paar Lehrbuchkapitel, die ich auch mit verfassen durfte. Und hier möchte ich den Punkt machen, dass die Sarkoidose eine Rolle spielt, auch immer in der Differentialdiagnose rheumatischer Erkrankungen. Sie sehen das, wenn wir das so mal zusammenstellen, welche Organe betroffen sein können. Bei der Sarkoidose ist natürlich prädominant die Lunge, steht im Fokus, aber eben Nieren, Speicheldrüse, Augen, Gelenke, Hautmanifestation. Die Differentialdiagnose zu anderen Vaskulitiden, IgG4, Sjögren-Syndrom ist breit. Auch die RA kann bei reiner Haut- und Augenbeteiligung manchmal ein Mimiker sein, sodass die Aufarbeitung einer Sarkoidose sehr aufwendig ist. Wir haben hier mal zusammengestellt, welche Untersuchungen vielleicht sinnvoll sind und auch zur Abgrenzung. Das ist eine ganz schöne Menge, was man da immer machen muss. Und das heißt auch immer, Sarkoidose ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose bei kompatiblem klinischen Bild. Und wir haben nicht so richtig Klassifikationskriterien dafür, wann wir von einer Sarkoidose sprechen oder nicht. Also es ist immer Nachweis von Granulom in der Histologie, passendes klinisches Bild, aber Sie haben keinen einzigen Labortest, der Ihnen eine Sarkoidose beweist. ACE und Interleukin-2-Rezeptor komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Aber Sie sehen, das ist sehr aufwendig. Dieses Slide verdanke ich Arthur Yee aus New York, Hospital of Special Surgery. Wir haben uns jetzt beim ACR in San Diego getroffen. Der hat das in seinem Talk mal ganz schön dargestellt, was so Ähnlichkeiten und Parallelen vielleicht der Sarkoidose zum klassischen Beispiel der rheumatoiden Arthritis ist. Alleine therapeutisch, wenn wir uns das anschauen, da hängt die Sarkoidose immer so etwa 5 bis 10 Jahre hinterher bei den Therapien, die dafür eingesetzt werden. Aber Sie sehen, es wird Prednisolon eingesetzt, früher Hydroxychloroquin oder Chloroquin, Methotrexat 72 bei der rheumatoiden Arthritis, 77 bei der Sarkoidose erstmalig beschrieben, Infliximab 94 bei rheumatoiden Arthritis, erste Anwendung 2001 bei der Sarkoidose, Tofacitinib zuletzt und seit 2018 auch bei der Sarkoidose eingesetzt. Weitere Argumente, die ich Ihnen liefern möchte, am Beispiel Sarkoidose und Lupus, was Gemeinsamkeiten sein können. Das sind beide Systemerkrankungen, wo klar belegt ist, dass wir eine immunologische Dysregulation haben. Wir haben zwar keine Autoantikörper typisch bei der Sarkoidose, aber wir haben klare immunologische Dysfunktion. Wir haben typische Laborbefunde bzw. pathologische Befunde. Das sind beides klinische Diagnosen mit zahlreichen Differentialdiagnosen. Sie haben sehr verschiedene Phänotypen und Sie haben einen sehr unterschiedlichen zeitlichen Verlauf. Die Lupus ist oftmals in Flares, die Sarkoidose manchmal mit Flares, manchmal auch eher mit chronischen Veränderungen. Unterschied ist eher, bei der Sarkoidose können Sie eine neue Organmanifestation haben, wobei Sie beim Lupus häufiger eher immer dieselben Manifestationen wie Arthritis oder Lupus nephritis Flair haben bei einem Wiederaufflammen. Bei der Sarkoidose kann das eine ganz neue Organmanifestation sein. Und Sie haben natürlich immunmodulatorische Therapieprinzipien, die Sie einsetzen. Von der Prävalenz dieser beiden Erkrankungen ist es so, dass die FDA-Definition in den USA in einer seltenen Erkrankung bei weniger als 60 zu 100.000 liegt. Und dann sind die Erkrankungen, die wir in unserem Alltag auch häufig behandeln, wie das Sjögren-Syndrom, die Sklerodermie, die liegen, was die Prävalenz angeht, deutlich unter der Sarkoidose. Lupus 20 bis 150 auf 100.000, da ist die Sarkoidose mit 19 zu 140 ähnlich häufig. Ja. Das ist ein Seminar, zu dem ich eingeladen wurde, das ist die sogenannte ERS Virtual School of Sarkoidosis. Das ist Marcel Feldkamp aus Utrecht hat das organisiert und ich durfte dort referieren zum Thema When to ask the rheumatologist. Für Pneumologen war das primär gedacht. Und es habe hier mal zusammengestellt, typische Fragestellungen, wie wir Sarkoidose-Patienten erleben oder wann wir gefragt werden, entweder als Konsilleistung bei refraktärer Lungenbeteiligung mit der Frage, ist eine Immunsuppression sinnvoll oder haben wir vielleicht eine erste Manifestation in einem Nicht-Lungenorgan. Wir evaluieren eine eventuelle Systembeteiligung und häufig natürlich Fatigue, muskuloskeletale Symptome in der Abgrenzung und Differenzierung zu anderen Erkrankungen und wo wir gefragt werden für die Beratung bei immunsuppressiven Therapien. Wir können hier unterscheiden an originär rheumatologischen Manifestationen, einerseits akute Sarkoidose, das kennen Sie alle, das Löfgren-Syndrom und das Herford-Syndrom, und andererseits chronische Sarkoidose-Veränderungen. Arthritis, Dactylitis, Sacroiliitis gibt es und die Knochensarkoidose. Ganz kurz zum Löfgren-Syndrom.
Sie wissen, in Ultraschalluntersuchungen, das ist eine Studie aus Regensburg, Wolfgang Hartung hat das gezeigt, dass es keine echte Sprunggelenksarthritis ist. Das ist sonografisch eher selten, sondern dass es eine Periarthritis ist und eine deutliche Entzündungsreaktion, vor allem des Weichgewebes, hier mit deutlicher Power-Doppler-Aktivität. Eine echte Arthritis sieht man in eher wenigen Fällen. Das so Beispiele, die Bilder verlange ich Nadira Swice aus Chicago, die ungefähr 1000 Sarkoidose-Patienten pro Jahr in ihrer Klinik betreut. Das sind immer unglaubliche Zahlen, die amerikanischen Kollegen haben. Aber da sehen Sie eben mal eine solche Daktylitis mit deutlicher Schwellung hier am rechten Mittelfinger und hier deutlich am linken Ringfinger zu sehen. Eine typische Arthritis mit granulomatösen Läsionen, das ist auffällig, dass hier sogar eine Akroosteolyse aufgetreten ist durch die granulomatöse Reaktion. Und hier ist es klassisch eigentlich die Röntgenbilder mit granulomatösen Erosionen in einem sogenannten Lacey-Pattern bei Sarkoidose, einer Knochenmanifestation. Knochensarkoidose kann sich eben auch in großen Knochen zeigen, wie dem Beckenknochen. Und das war ein Patient, den ich betreut habe, junger Mann, ärztlicher Kollege auch, der eine seltene Manifestation hatte mit einer Augenbeteiligung und einer Beteiligung der Hoden, testikuläre Sarkoidose. Und er hatte in der Bildgebung eben diese Veränderung. Und da fragt man sich ja immer, sind das vielleicht auch Metastasen von irgendwoher? In PET-Untersuchungen können Sie es nicht unterscheiden. Typisch ist die Knochensarkoidose dann, wenn Sie eine vermehrte Systembeteiligung haben, also singuläre Knochensarkoidosebefunde sind eher selten. Und in der Regel müssen Sie aber zur Klärung wirklich eine Knochenbiopsie durchführen, um genau das differenzieren zu können. Sie können sich nicht darauf verlassen, wie das PET-CT aussieht, wie das MRT aussieht, wie das konventionelle Röntgen oder CT aussieht. In der Regel brauchen Sie eine Knochenbiopsie dafür. Therapievorschläge haben wir hier einmal zusammengestellt. Bei der akuten Sarkoidose im Löfgren-Syndrom wird immer propagiert, NSAR alleine sind ausreichend. Die wenigsten Patienten mit Löfgren-Syndrom, die ich gesehen habe, kommen mit NSAR alleine in eine Remission. Aber super schnell mit wenig Cortison, 10 bis 20 Milligramm. Es gibt Daten, die zeigen, dass so 2/3 aller Patienten auch eine Steroidtherapie braucht. In meiner Erfahrung tatsächlich fast alle Patienten, die eine kurzzeitige Steroidtherapie brauchen. Die erleben ja eine dauerhafte Remission. Rezidive eines Löfgren-Syndroms sind eher selten. Herford-Syndrom geht auch üblicherweise in eine Remission mit 20 Milligramm Cortison. Also wir sind von den hohen Dosen, 40 Milligramm und drüber, weit weg, auch bei der Sarkoidose. Der allgemeine Trend zur Steroidreduktion setzt sich auch dort fort. Das zeigt sich auch bei den eher chronischen Veränderungen, die wir unterscheiden zwischen lokalisierten Erkrankungen, wo wir auch einzelnen intraartikulär behandeln können, wenn wir eine echte Arthritis haben, oder dann eben eher bei den Sacroilitiden oder Knochensarkoidose oder anderen Organmanifestationen, systemische Steroidtherapie, aber 10 bis 20 Milligramm initial und dann eher kombinieren mit Zweitlinientherapeutika oder Drittlinientherapeutika. Es gibt de facto nach Datenlage keine einheitlich bevorzugte Zweitlinientherapie. Die meisten Sarkoidose-Expertinnen und Experten fangen mit eher niedrigeren Dosen Methotrexat an, 10 Milligramm im Vergleich zur Rheumatoidearthritis, wo wir oft ja 15 Milligramm als Initialdosis propagieren oder einsetzen. 10 Milligramm Methotrexat ist oftmals die Startdosis, die für viele ausreichend ist. Azathioprin wird eingesetzt, Leflunomid und Hydroxychloroquin. Letzteres eher bei Hautsarkoidose als einziger Manifestation mit aber auch sehr schlechter Datenlage. Bei den Drittlinientherapien wird aufgrund der besseren Studienlage eher Infliximab als Adalimumab oder andere Therapien bevorzugt. Zum Interleukin und zum ACE. Hier ist mal eine Studie, die sich angeschaut hat, die ist noch gar nicht so alt, 2019 publiziert in PLOS ONE. Die haben sich angeschaut, die Sensitivität und Spezifität und bestimmte Cut-Off-Werte, das sehen Sie rechts, diese Receiver Operating Characteristics Curves, die Cut-Off-Werte bestimmt haben, die Area Under the Curve für ACE und SEL2-Rezeptor. Und da sehen Sie, dass der SEL2-Rezeptor insgesamt spezifischer ist, aber es auch von dem festgelegten Cut-Off-Wert
abhängt. Der sogenannte Jowden-Index, den Sie da sehen, das ist der optimale Cut-Off-Wert, den man in diesen statistischen Berechnungen erhebt. Je näher an 1, desto besser. Und Sie sehen, das ist relativ hoch. SEL2-Rezeptor 3550 als Cut-Off mit einer Sensitivität und Spezifität von nahezu 90%, 88% und 85% sind schon recht hohe Werte, die nur spezifisch sind für eine Sarkoidose. Alles andere, ACE, SEL2-Rezeptor alleine oder niedrigere Werte sind nicht spezifisch für eine Sarkoidose. Auch das eine Studie, die schon jetzt über 10 Jahre alt ist, die PET-Untersuchungen gemacht haben und da die inflammatorischen Marker korreliert hat, ACE, SEL2 und Neopterin, die gezeigt hat, dass auch das PET-positive Patienten im Wesentlichen mit dem SEL2-Rezeptor korrelieren. 68% der PET-positiven Patienten waren SEL2-Rezeptor-positiv. Alle PET-negativen Patienten waren auch SEL2-Rezeptor-negativ. Ja, in den Kurven sehen Sie das, dass hier die SEL2-Rezeptor-Sensitivität und Spezifität etwas besser ist noch als Neopterin. Auch die Kombination dieser Marker hat man sich angeschaut, da erreicht man dann tatsächlich 80% richtig positive Patienten damit. Aber in der Praxis, wir haben hier, bestimmen hier in der Regel kein Neopterin. Löslicher Interleukin-2-Rezeptor hat hier die beste Area Under the Curve mit 0,93. Eine Fallpräsentation einer meiner Patientinnen aus Göttinger Zeit noch, 59 Jahre alt, die sich seit Mai 2018 in meiner Betreuung befand, die eine Hautsarkoidose am oberen Rücken hatte und keine klinischen Symptome weiter. Kleine Hautläsion, bioptisch gesichert, granulomatöse Veränderungen, aber keine weitere Manifestation. Das war die Lungenfunktion. Sie sehen die forcierte Vitalkapazität mit 84% vom Soll und die Diffusionskapazität mit 71% vom Soll. Hatte keine pulmonalen Symptome, aber dieses CT mit Veränderung. Jetzt die erste Frage, die Patientin ist asymptomatisch. Die erste Frage ist, würden Sie diese Patientin für die Hautsarkoidose behandeln? 1 für ja, 2 für nein. Tut sich noch ein bisschen was, aber jetzt, okay, für die Hautsarkoidose, da sind Sie sich sehr einig, das ist doch schön, da können wir fleißig diskutieren am Ende. Die Hautsarkoidose, ich bin der Meinung, nein, die Hautsarkoidose macht ihr keine Probleme, ist am oberen Rücken, beeinträchtigt sie nicht kosmetisch, aber da gehen die Meinungen auseinander. Das können wir, haben sehr viel Diskussionsmaterial, sehr schön. So, wie ging es dann weiter mit dieser Patientin? Verlaufskontrolle, FVC 81%, DLCO 73%, das war so ein halbes Jahr später ungefähr. Das ist das Folge-CT. Patientin hat weiter weder Husten noch Belastungsluftnot noch andere pulmonale Symptome. Würden Sie diese Patientin, zweite Frage, für die Lungensarkoidose behandeln? Ja oder nein? Überwältigende Mehrheit sagt ja, ich bin der Meinung nein, stehe damit ziemlich alleine da, aber ich versuche Ihnen gute Argumente zu liefern. Es gibt keinerlei Daten, die zeigen, dass eine asymptomatische Lungensarkoidose von einer Cortisontherapie profitiert oder von einer immunsuppressiven Therapie profitiert. Es gibt keine Daten, die zeigen, dass die Progression zu einer Fibrose verhindert wird. Die gibt es nicht, diese Daten. Und es sollen nur symptomatische Lungensarkoidose-Patienten behandelt werden. Jetzt ist es so, die Patientin entwickelt ein halbes Jahr später einen steigenden Interleukin-Rezeptor und dann auf einmal neu eine posteriore Uveitis als Zufallsbefund. Die ist bei einem augenärztlichen Kollegen mit in Behandlung gewesen wegen einer epiretinalen Gliose, also praktisch ein Zufallsbefund einer posterioren Uveitis. Jetzt die Frage, wie würden Sie behandeln? Weil dass Sie aufgrund einer posteriören Uveitis behandelt werden muss, da
sind wir uns, glaube ich, alle einig darüber, weil die posteriore Uveitis erstens oft asymptomatisch verläuft und zweitens ein hohes Risiko auch für permanente Sehschädigung und Erblindung mit sich bringt. Deswegen ist das aus augenärztlicher Sicht immer eine Behandlungsindikation. So halten wir es bei der Sarkoidose auch. Jetzt die Frage aber, welche Therapie, Glukokortikoide alleine, mit Methotrexat oder mit Adalimumab? Okay, wir zeigen das Ergebnis. Auch da sehen wir, wie viel Konsens herrscht. Ne? Aber das ist ja schön. Bei der Sarkoidose ist es auch so. So entstehen auch die Leitlinien nämlich. Ne? Wenn man wenig Evidenz hat, ist viel Erfahrung und Eminenz. Aber in der Tat habe ich die Patientin kombiniert mit Glukokortikoiden, Methotrexat behandelt, ist dauerhaft in Remission gekommen, Interleukin-2-Rezeptor fiel ab, Uveitis ist ausgeheilt. Also es war ausreichend, über etwa ein Jahr habe ich sie behandelt. Nun, gegen Ende, was tut sich in der Therapie? Ich hatte es gesagt, Tofacitinib wird eingesetzt. Die Daten, auf denen das basiert, sind primär Hautdaten. Das ist Dembski aus Yale. Der hat das publiziert im New England Journal vor einigen Jahren, 5 Milligramm Tofacitinib zweimal täglich. Rationale dafür war ein Nachweis phosphorylierter STAT1 und STAT3 bei Sarkoidose im Vergleich zu normaler Haut und anders betroffener Haut. Und es gab ja jetzt im vergangenen Jahr noch einmal eine sehr aufwendige Arbeit in Nature Communications, die gezeigt hat, dass Tofacitinib mit Methotrexat kombiniert und auch alleine und auch in höherer Dosis doch zu einer deutlichen Remission auch PET-positiver Sarkoidose-Manifestationen führen kann. Es wurde experimentell sehr gut aufgearbeitet, welche Signalkaskaden da involviert sind. Und um jetzt Ihnen nicht ganz die Hoffnung zu nehmen, dass sich bei der Sarkoidose gar nichts tut, jetzt wird es nämlich wieder rheumatologisch der Bogen, gibt es eine neue Substanz, die derzeit untersucht wird, gerade für die Lungensarkoidose, und die nennt sich Efzofitimod. Das muss man erstmal üben. Efzofitimod ist ein neuer antiinflammatorisch wirkende Substanz und die ist so aufgebaut. Das ist eine 59 Kilodalton schweres Protein. Es hat eine ziemlich kurze Halbwertszeit, deswegen ist das an humanes IgG 1 rangebaut worden. Und dieser Rest, diese aktive Domäne, die entspricht exakt der N-terminalen Domäne der Histidyl-tRNA-Synthetase. Und diese tRNA-Synthetasen sind uns in der Rheumatologie ja nun bestens bekannt von dem sogenannten Antisynthetase-Syndrom, Anti-Jo-1-Syndrom, das wäre auch die Antihistidyl-tRNase, die dort betroffen ist. Und diese N-terminale Domäne ist exakt von diesem Efzofitimod die sogenannte immunmodulatorische Domäne und ist eben an den FC-Rezeptor gekoppelt worden, Halbwertszeit ungefähr 10 Tage. Ganz interessantes Wirkprinzip. Was macht dieses Efzofitimod? Diese Efzofitimod, nochmal einen Schritt zurück, Sie haben die bekannten Wirkungen der tRNA-Synthetasen intrazellulär, Proteinsynthese, Überschreibung des genetischen Codes, mRNA in tRNA und dann Translation zu Proteinen. Das ist das, was intrazellulär passiert. Extrazellulär scheinen aber eben auch diese Fragment- und Splice-Varianten eine Rolle zu spielen und auch diverse immunologische Pathways zu aktivieren. Das ist zum Teil in Mausmodellen und zum Teil in präklinischen Daten gezeigt worden, gerade für die Lunge. Man kam darauf, weil ja Antisynthetase-Patienten häufig eine interstitielle Lungenerkrankung haben und da konnte man tatsächlich Splice-Varianten bestimmter Art nachweisen von dieser tRNA-Synthetase in der Lunge und hat dann eben in einer großen Untersuchung in einem Gen-Array nachgewiesen, dass es genau einen einzigen Bindungspartner gibt für Efzofitimod und das ist Neuropilin 2. Ja, alle anderen nicht. Es gibt Neuropilin 1, aber Neuropilin 1 bindet nicht an Efzofitimod, sondern nur Neuropilin 2. Und das ist ein Oberflächenrezeptor, der auf vielen Immunzellen exprimiert wird und die Expression kann man tierexperimentell und in Zellkulturmodellen zeigen, nach einem inflammatorischen Stimulus werden Immunzellen aktiviert. Man kann das auch in Granulomzellen nachweisen mit In-situ-Hybridisierung und hier Neuropilin 2 in Granulomen zusammen mit CD68-positiven Makrophagen
kann man tatsächlich hochreguliert bei Sarkoidose-Patienten nachweisen. Das war die Rationale dafür, zu zeigen, auch hier nochmal im Vergleich zu gesunden, Neuropilin 2 in Monozyten waren das hier in diesem Fall, Monozyten von Sarkoidose-Patienten, ist statistisch signifikant erhöht. Und das ist, wie man sich das vorstellt, was das Efzofetimod macht. Es verhindert einerseits die Antigenpräsentation, T-Zellaktivierung und aber auch reguliert bestimmte Zytokine und verhindert offensichtlich auch hier das Fibroblasten-Recruitment, was ja bei der Lungensarkoidose mortalitätsentscheidend ist, dass die Patienten eben nicht zu einer Fibrose fortschreiten, sondern zu einer Auflösung der Granulomformation und zu einer Remission der Erkrankung führen. Also das als neues Therapieprinzip, das ist in der Phase 2-Studie mit Dosiseskalation untersucht worden. Das waren wenige Patienten, 8 Patienten, 5, 6 und 9 Patienten im Placeboarm haben die Studie abgeschlossen. Es wurden 1, 3 und 5 Milligramm pro Kilogramm untersucht. Das sieht immer ein bisschen kompliziert aus bei Sarkoidose-Studien. Das sind die FVC-Werte nach 24 Wochen. Und da sah man im Prinzip keinen statistisch signifikanten Unterschied, aber einen Trend in den höheren Dosierungen zu einer Verbesserung, wobei die wenigsten Studien bei Sarkoidose wirklich eine FVC-Verbesserung zeigen. Das ist so ein klassischer, wahrscheinlich auch behördlich geforderter Endpunkt, aber wahrscheinlich nicht mal der beste für die Sarkoidose. Die Infliximab-Studie, die gezeigt hat, dass es einen Effekt hat, die hatte zum Beispiel eine FVC-Verbesserung von 2,5%, was statistisch signifikant war, weil es über 100 Patienten waren, aber klinisch relevant, würde man ja sagen, eher nicht. Aber wir wissen, Infliximab wirkt. Bei Kardiosarkoidose, bei Neurosarkoidose, bei vielen Manifestationen, bei schwerer Hautsarkoidose, also FVC nicht immer der beste Endpunkt, aber was gezeigt werden konnte, dass gerade die höheren Dosen doch zu einer deutlichen Cortisonreduktion geführt haben. Die Patienten hatten relativ hohe Dosen, die sie brauchten, 11 bis 14 Milligramm täglich, die doch zu einer Hälfte oder zwei Drittel Reduktion geführt haben. Und auch hier konnte ein Drittel dieser, also drei dieser neun Patienten, konnten die Cortisondosis vollständig tapern. Nebenwirkungen, ich kann hier kein richtiges Muster erkennen. Es gab einzelne Patienten, die Husten oder Fatigue hier entwickelt haben oder auch mal Luftnot, etwas Schwindel, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, aber so richtig dosisabhängige Nebenwirkungen kann man hier eigentlich nicht sagen. Es waren wenige Patienten, aber ich denke, es macht doch insgesamt trotz der Tatsache, dass vieles unklar bleibt, bei wenig Evidenz für die Sarkoidose, bleibt die Hoffnung, denn neue Therapieprinzipien wie das Efzofetimod oder auch traditionell rheumatologische immunsuppressiv wirksame Behandlungen werden untersucht und sind im Einsatz zum Teil off-label im Moment noch, aber Studienbestrebungen gehen ja dahin, auch diese Therapien zur Zulassung möglicherweise zu bringen. Und ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, dass die Sarkoidose in die Hände des Rheumatologen gehört, da sie eine streng immunologisch vermittelte Erkrankung ist, wo wir aber keine Autoantikörper messen können. Hier noch ein paar Eindrücke von Sarkoidose-Interessierten beim ACR in San Diego. Sonne hat noch geschienen, Sonne scheint auch heute, nur ein paar Grad kälter. Damit vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank für die sehr interessante Darstellung dieser interessanten Krankheit. Vielleicht als erste Frage, wo wir diskutieren ja zurzeit das Kontinuum zwischen Autoinflammationserkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Wo würdest du das einordnen, die Sarkoidose? Ja, das klingt gar nicht leicht, ne? Weil so die Autoimmunerkrankungen sind in der Regel ja charakterisiert durch das Vorhandensein von Autoantikörpern, autoinflammatorische Erkrankungen, in der Regel durch Hochregulation bestimmter proinflammatorischer Zytokine. Also es geht irgendwo dazwischen, ja, aber es gibt einzelne Patienten, die auch CCP-Antikörper haben bei einer RA. Es gibt auch gegen mutiertes, citruliniertes Vimentin eine Studie, die das gezeigt hat, aber alles nicht sehr überzeugend, dass es einen spezifischen Antikörper gibt bei Sarkoidose. Also das ist, glaube ich, eine etwas unabhängige Entität und lässt sich eigentlich weder Autoinflammation klassisch noch Autoimmunität richtig zuordnen. Wisst ihr denn, wie die S100 bei den Patienten aussehen oder die Interferonsignaturen, hat man das schon mal
untersucht, um das vielleicht ein bisschen besser zu differenzieren? Ja, man hat das sogar mal vermutet, dass die Interferonsignatur, die scheint erhöht zu sein auch. Es gibt auch Sarkoidosen, die ausgelöst werden durch zum Beispiel Hepatitis C-Therapien, Interferontherapien, die man früher eingesetzt hat, eher bei einer Hepatitis C. Und da hat man eher eine Dysbalance zwischen Interferon Alpha und Beta. Das hat man schon gesehen. Ja, also Interferon scheint eine Rolle zu spielen, aber für die Granulom- und Fibrosebildung eher scheinen wieder TNF und TGF-Beta und so weiter eine Rolle zu spielen. Ja, gibt es weitere Fragen? Ich bringe Ihnen mal das Mikro. Ja, Herr Kosten, ich habe tatsächlich zwei Fragen. Die erste ist zu diesem F-Zofitimod. Antigenpräsentation wird verhindert. Gibt es nach Ihrer Erkenntnis, ich meine, die Sarkoidose ist ja der Prototyp der granulomatösen Entzündung. Wir haben ja aber granulomatöse Entzündungsform halt auch bei der Polyangiitis, beim Hyper- oder beim IgG4-RD. Ist ja spannend, der Therapieansatz. Antigenpräsentation wird unterdrückt. Das ist ja jetzt das Hauptgrund bei der granulomatösen Entzündung, dass wir ja davon ausgehen, dass ein nicht eliminiertes Antigen sozusagen ummauert wird. Mhm. Gibt es Daten auch bei Crohn, ich sag mal Arteritis temporalis? Wir haben ja viele Erkrankungen, wo das Granulom eine Rolle spielt. Und die zweite Frage nur am Rande. Ich habe eine Patientin mit einer Knochensarkoidose, die im Röntgen und auch im CT klassisch die Sklerose zeigt, aber im MRT eher Hypodens. Haben Sie dafür eine Erklärung? Also die Radiologen können sich jetzt nicht gut erklären. Hm. Ist sie biopsiert, tatsächlich aus einer dieser Knochen? Ja, Herr Gehl, ich glaube, du hast sie biopsiert oder die ist sogar zweimal biopsiert, aber leider kein Granulom gefunden. Mhm. Es ist also eher klinisch am wahrscheinlichsten die Sarkoidose. Histologisch ist es tatsächlich nicht bewiesen. Mhm. Das, glaube ich, sollte man in dem Fall anstreben. Es gibt ja viele Differentialdiagnosen, gerade wenn die, also ich sagte ja, Bildgebung ist keineswegs typisch. Die können auch tatsächlich unterschiedlich aussehen, hyperintens, hypointens im Knochen. Also es gibt keinen spezifischen Befund für eine Knochensarkoidose. Zur ersten Frage. Es ist nicht alleine die Antigenpräsentation, die das F-Zofitimod zu beeinflussen scheint, sondern eben auch die intrazellulären Signalkaskaden. Aber es stimmt, diese ganze Firma, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die forscht nur daran, an praktisch extrazellulären Funktionen dieser tRNA-Synthetasen-Splice-Varianten. Und das scheint bei ganz vielen verschiedenen Erkrankungen, möglicherweise auch bei Vaskulitiden, eine Rolle zu spielen. Ist vorstellbar, finde ich auch, wie Sie sagen, dass Granulome, dass bestimmte Antigene zur Granulombildung führen, sodass es Sinn macht, auch bei diesen Erkrankungen das nachzugucken. Man hat jetzt diesen Ansatz gewählt bei der Lunge, weil man das bei den Alveolarmakrophagen, habe ich jetzt nicht gezeigt, Alveolarmakrophagen bei der Sarkoidose besonders hohe Neuropilin-2-Expressionen gefunden hat. Deswegen hat man das als erste Krankheit gefunden. Der Ansatz kommt ja vom Antisynthetasyndrom und diesen extrazellulären tRNA-Synthetasen. Aber es macht sicherlich bei einer Vielzahl Erkrankungen künftig Sinn, nachzugucken, ob das wirkt. Da gibt es weitere Fragen. Ja, Katharina. Ich habe eine Frage, und zwar bezieht sich das auf die Altersverteilung. Weil wenn das genauso häufig ist wie der Lupus, dann würde ich, bin ja Kinderrheumatologin, dann würde man ja sagen, in einer Kinderrheumatologie, einen Lupus sehen wir häufiger, eine Sarkoidose diagnostizieren wir ja seltenst, ja. Und deswegen wollte ich fragen, wie ist das? Ja, es gibt da klassischerweise zwei Altersgipfel, einmal so 30 bis 40. Lebensjahr und dann 60 bis 70. Lebensjahr. Da ist die Geschlechterverteilung nicht wie bei klassischen Autoimmunerkrankungen zu Ungunsten von Frauen, da ist es ein bisschen fast 1:1, Männer zu Frauen, aber Zweigipfigkeit. Bei den Kindern wären es ja eher Blau-Syndrom oder NOD2-Mutationen und so weiter, genetischer Hintergrund dieser angeborenen Sarkoidosen. Bei Erwachsenen gibt es zwei Altersgipfel. Wobei ich auch eine habe, die das noch im Kopf habe, die man das mal nach TNF-Alpha entwickelt. Die kindliche Sarkoidose, das Blau-Syndrom, ist ja eine wirklich monogenetische, autoinflammatorische Erkrankung. Das muss man eigentlich Der Name ist eigentlich ein bisschen verkehrt, muss man wirklich sagen, weil das
so ein bisschen suggeriert, dass das die kindliche Sarkoidose ist. Das ist die Genetik bekannt und die Pathophysiologie genau. Ne? Sonst gibt es nur Assoziationen zu bestimmten, ANCA 11 und so weiter, Butyrophilin 2. Das sind so Assoziationen, die man genetisch bei der Erwachsenen-Sarkoidose hat, aber eben nicht so einen kausalen Beweis, wie es bei der NOD2 mutierten Blausyndrom-Variante ist. Seht ihr die denn auch im Erwachsenenalter, die juvenilen Sarkoidosen oder Blausyndrome? Habe ich noch keinen einzigen Patienten gesehen. Wir haben von euch aus der Kinderrheumatologie ein Mädchen und der Vater, der hat auch eine Sarkoidose. Aber ob der Vater genetisch jetzt geklärt ist, weiß ich, ist er nicht. Aber das Mädchen ist bestätigt. Ja, sollte man klären. Eigentlich wäre das schon interessant und spannend. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja. Eine kurze Frage noch. Was mir aufgefallen ist, dass Sie ja ACE und Interleukin-2-Rezeptor angesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, in der Altersgruppe eben über 60 dürfte das ACE alleine durch den ACE-Hämmer nicht mehr verlässlich bestimmbar sein. Also von daher würde ich sagen, diese Studien sind eher bei Jüngeren gemacht, oder? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist immer in diesen Studien, dass es ohne ACE-Hämmertherapie durchgeführt wurde bei den Studienteilnehmern. Aber man muss sagen, es gibt jetzt neben der ACE-Hämmertherapie gibt es so viele Insertions- und Depletionspolymorphismen im ACE-Gen, dass allein das schon erklärt, warum manche Sarkoidose-Patienten gar keine ACE-Erhöhung haben. Ich bestimme das genau einmal bei Sarkoidose, nämlich am Anfang. Man kann es offensichtlich ganz gut verwenden, wenn es initial erhöht ist, als Monitoring. Wenn es nie erhöht ist, muss man es auch gar nie wieder messen. Ja, dann ist es entweder nicht erhöht oder eben solche Insertions-Deletions-Polymorphismen, das sich nicht lohnt in dem Monitoring. Ich finde als Monitoring SEL2-Rezeptor ganz gut. Bei welcher Studie? Ja, wird wahrscheinlich auch da untersucht. Ja, das Efzofitimod, meinen Sie? Ja, wird auch da wahrscheinlich untersucht werden, weil bei Covid-19 ja auch Alveolarmakrophagen deutlich exprimiert sind und wahrscheinlich auch da Neuropilin 2 hochreguliert wurde. Kenne ich aber keine Studie dazu, muss man sagen. Ne? Es sind nur hypothetisierte Ansätze und mögliche Erkrankungen, die diesem Wirkprinzip zugänglich wären. Ja, Peter, ich glaube, du stehst auch für weitere Fragen in der Pause zur Verfügung. Herzlichen Dank. Ich glaube, du hast uns überzeugt, dass die Sarkoidose in die Rheumatologie und vielleicht auch hier nach Sendenhorst gehört, in deine Hände. Und herzlichen Dank für deinen Vortrag. Danke. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, es gibt Neues vom ACR und dieses Jahr fand der wieder in San Diego statt und dieses Bild, was ich hier habe, ist sogar von 2017. Ich habe da nur 23 jetzt drüber kopiert, weil das Bild zeigt San Diego von seiner besten Seite, Abenddämmerung, es war sehr schön, aber es gab auch vieles zu wieder entdecken und zu hören und der Präsident des ACR hat in einem riesengroßen Saal wieder viele tausend Leute begrüßt, aber wir haben uns auch begrüßt, wir haben uns nämlich auch gesehen und Convergence, haben wir gesagt, ist dann nicht nur ACR-Convergence, sondern wir machen da eine St. Joseph Stift Convergence draus, haben uns da prächtig eigentlich verstanden und auch viele unterschiedliche Meetings und Sessions angehört und darüber werden wir später auch noch berichten. Aber eine der spannenden, jedes Jahr wieder spannenden Formate ist das Year in Review. Und hier wird einer der Key Speaker des ACR immer gebeten, die für ihn interessantesten Publikationen dieses Jahres 23 einmal dem Publikum vorzustellen. Und dieses Jahr hat das Philip Seo gemacht, der kommt aus dem Johns Hopkins Hospital in Baltimore und hat das sehr amüsant, sehr humorvoll, aber auch sehr präzise gemacht. Und angefangen hat er eigentlich mit etwas Positivem. Er hat gesagt, ich möchte euch auch was Positives mal mitteilen. Es gibt so viel Schlechtes in der Welt, aber was Positives ist, dass ihr braucht auch um euren Job überhaupt keine Sorgen machen. Eure Arbeit wird die nächsten Jahre immer gefragt sein. Und er hat das belegt mit einer neuen Studie aus dem Lancet 2023, nämlich dass die Arthrosen
auch in den letzten 30 Jahren immens zugenommen haben und dass die Arthrosen auch in den nächsten 30 Jahren zunehmen werden. Immerhin bei 75%, also auch liebe orthopädische Kollegen, aber wir Rheumatologen beschäftigen uns ja auch damit, wenn dem zum Beispiel eine Chondrokalzinose zugrunde liegt. Also das wird auch in den nächsten Jahren erheblich ansteigen. Job Security. Und auch die anderen muskuloskeletalen Erkrankungen, auch die sind in den letzten 30 Jahren angestiegen. Vielleicht ja auch durch die verbesserte Diagnostik, verbesserten Zugang zu rheumatologischem Know-how. Aber auch bis 2015 sagt er, anwachsen um über 50%. Also wir brauchen uns um unsere Jobs keine Sorgen machen. Wir machen uns eher Sorgen, wie der Nachwuchs so nachwächst. Das wissen Sie alle. Kann man denn was gegen tun, gegen diese Arthrosen? Gibt es da was Neues? Na, es gibt interessante Daten aus den Studien zur koronaren Herzerkrankung. Und da gibt es zwei weltweit große Studien, mit denen man versucht hat, bei koronarer Herzerkrankung eine Entzündungsreaktion, die da auch für die Koronararterien verantwortlich ist, dass sie sich mehr verschließen können. Da hat man gesagt, wir müssen Interleukin 1 müssen wir hemmen, Interleukin 1 beta. Das hat man in der Kanter-Studie, was Sie unten sehen, mit dem Canakinumab gemacht. Das ist ein sehr, also Ilaris, ein sehr potenter Interleukin-1-Blocker. Aber die Frage war, können wir das auch mit Colchicin machen, unserem lieben, guten Colchicin? Und da hat man 5000 Patienten immerhin randomisiert, entweder 0,5 Milligramm täglich oder Placebo. Und auch hier konnte man sehen, einen Nebeneffekt, dass neben einer gewissen Hemmung der koronaren Herzerkrankung auch die Arthrosen geringer wurden, nämlich 1% immerhin weniger Hüft- und Knieoperationen und TEP-Implantationen. Also eine gewisse Hemmung der Entzündung durch Interleukin-1-Hemmung scheint auch bei Arthrosen ein Weg zu sein, wie man vielleicht bei bestimmten Subformen die Arthrose beeinflussen kann. Noch ist es nicht so weit, dass das in die Leitlinienempfehlungen zur Therapie eingeht, aber immerhin, Colchicin kennen wir 4000 Jahre lang. 4000 Jahre Erfahrung mit Colchicin kann ja kein ganz schlechtes Medikament sein. Er hat aber auch über neue Therapien bei der rheumatoiden Arthritis und bei der Psoriasis-Arthritis berichtet. Und eine Substanz ist Peresolimab. Peresolimab, ein New England Journal, jetzt publiziert dieses Jahr. Das stimuliert PD-1. Und PD-1 ist eigentlich das Molekül, was den programmierten Zelltod vermittelt. Und er konnte zeigen hier in dieser Studie, dass das 28 und immerhin das ACR20 als Disease Activity Marker, dass die deutlich besser waren, wenn PD-1 stimuliert wird. Aber er hat in seinen Studien immer dann groß geschrieben, but wait, aber warte mal ab, ist das denn so eine gute Idee, dieses PD-1 zu stimulieren? Weil man weiß aus den onkologischen Bereichen, dass PD-1-Stimulierung damit einhergeht, dass man eigentlich weniger zytotoxischen T-Zell-Effekt hat. Und wir machen doch bei Melanom und bei anderen Studien genau das Gegenteil. Die Checkpoint-Inhibitor-Therapie wird auch eingesetzt, um PD-1 zu blockieren. Und damit haben wir dann auf einmal ein Immunsystem, was über die T-Zellen, die zytotoxischen T-Zellen viel aktiver ist und die Tumorzellen attackieren kann. Das ist im Prinzip, warum Melanome heute fast geheilt werden können. Ist das eine gute Idee, wenn man sagt, wir stimulieren dieses PD-1 und kriegen wir dann nicht sehr viel mehr Tumorpatienten? Nun sagt er, erstmal ist es ja Proof of Concept, das funktioniert. Und zweitens, wenn wir mal 25 Jahre zurück überlegen, das können wir ja fast alle jetzt schon, als die TNF-Block auf den Markt kam, haben auch viele gesagt, ah, da werden wir im Laufe der Jahre viele, viele Tumorerkrankungen sehen. Und was ist passiert? Gar nichts. Bis auf eine kleine Subgruppe vielleicht in der Kinderrheumatologie, was ja, glaube ich, ein Signal für Leukämien gibt, aber ist sehr winzig, hat sie überhaupt nicht gezeigt, dass die Blockade von TNF-Blockern irgendwie unsere Tumorhäufigkeit bei Rheumapatienten erhöhen. Also mal abwarten, aber interessantes Konzept. Ein zweites Konzept ist, dass man versucht, mit einem Medikament verschiedene Ziele zu erreichen. Und das ist hier das ABBV 3373 der Firma AbbVie. Und die haben Folgendes gemacht. In einer Gruppe bekamen die Patienten nur den TNF-Blocker Adalimumab, der ja nun sehr gut wirkt. Und in der anderen Gruppe wurde dieses Adalimumab im Medikament kombiniert mit einem Glukokortikoid-Rezeptormodulator. Und da erhofft man sich eine cortisonähnliche Wirkung, aber mit deutlich weniger Nebenwirkungen. Die Studie ist auch von Frank Butgereit an der Berliner Charité mit konzipiert worden und sie funktioniert. Die Patienten, auch wenn sie Methotrexat nicht gut geantwortet hatten als Therapie, haben einen deutlich besseren DAS28-CRP gehabt, auch ACR2070 als Disease Activity Scores waren besser.
Und auch das Interessante, 71% derjenigen, die auf diese kombinierte Therapie angesprochen haben, blieben in Remission, selbst wenn dann der Glukokortikoid-Modulator wegfiel, also man dann geswitcht hat auf nur Adalimumab. Also ein wahrscheinlich doch erfolgversprechendes Therapieprinzip, das wird in Phase 3 sicherlich weiterentwickelt. Genauso hat man bei der Psoriasis-Arthritis seit einiger Zeit ein Präparat schon auf dem Markt, Bimekizumab. Die Publikationen sind aber auch im Lancet dieses Jahr erschienen über Patienten bei Psoriasis-Arthritis, die sowohl noch nicht mit TNF-Blockern behandelt waren, aber auch vorbehandelte Patienten. Und man konnte sehen, wenn man nicht nur Interleukin-17a hemmt, wie wir das bei anderen Medikamenten in der Psoriasis schon haben. Sie kennen alle das Secukinumab, was ja sehr gut hilft, oder Ixekizumab. Aber hier bei der doppelten Blockade, auch Interleukin-17f, die Domäne, wurde auch durch diesen Antikörper mit adressiert und blockiert, hat man doch eine auch sehr, sehr gute Wirkung. Ob die wirklich besser ist, wenn man zwei Moleküle blockiert als nur Interleukin-17a, mir sind bisher noch keine Head-to-Head, also vergleichende Studien bekannt, aber dieses Medikament Bimzelx ist deutlich gut wirksam und die Publikationen waren schon sehr überzeugend nach Ausdruck von Philipp Siu. Und ein weiteres Präparat hat er vorgestellt, das Brepocitinib. Das ist so ähnlich wie Deucravacitinib. Sie merken, die Namen werden nicht immer besser. Also ein TYK2-Inhibitor. Und Sie kennen in der Reihe der JAK-Inhibitoren, JAK1, JAK2, JAK3-Inhibitoren. Und TYK2 ist der vierte JAK-Inhibitor, den wir kennen. Und er ist dafür verantwortlich, dass wir weniger IL-12 und IL-13 haben und auch Typ-1-Interferon beeinflusst wird. Und dieses Medikament konnte auch bei der Psoriasis-Arthritis sowohl die Haut als auch dem PASI 7590, also Haut und auch die Gelenke, ACR 5070, gut verbessern. Und auch das wird ein Präparat sein, was wahrscheinlich weiterentwickelt wird. Das Vergleichspräparat Deucravacitinib ist in Amerika schon auf dem Markt. Das heißt da Sotyktu, glaube ich, ist also auch schon in der Werbung auf allen Straßen zu sehen. Wenn du Psoriasis hast, sprich deinen Doktor darauf an, ob Deucravacitinib für dich ein Medikament sein könnte. Ich fand es beeindruckend. Riesenwerbung in Amerika dafür. Also auch hier tut sich einiges bei beiden Erkrankungen, auch mit neuen Substanzen. Und dann musste Philipp Siu natürlich auch auf die CD19-CAR-T-Zell-Therapie eingehen. Sie haben über das Therapieprinzip vielleicht schon des Öfteren gehört. In den letzten 2 Jahren, die Arbeitsgruppe um Georg Schett in Erlangen hat dazu mittlerweile, glaube ich, 10 oder 11, vielleicht Peter weiß genau, wie viele Lupus-Patienten, die eigentlich therapierefraktär eingeschätzt worden sind, behandelt. Und es kommt ja durch diese CD19-CAR-T-Zell-Therapie zu einem ganz tiefen Verlust der B-Zellen, die Memory-B-Zellen sind, die eigentlich das pathologische Gedächtnis für die Lupuserkrankung haben. Und das Fantastische ist ja wirklich, dass die bisher behandelten Patienten, die sonst Anführungsstriche unten austherapiert waren, Anführungsstriche unten, dass die medikamentenfrei in Remission blieben. Das ist ein Modell, wie man Rheuma heilen kann. Dass ich das noch erlebe, dass man wirklich ein medikamentöses Therapieprinzip bekommt, womit man Subgruppen von rheumatischen Erkrankungen heilen kann. Also ich finde, das ist ein Wahnsinnsfortschritt. Mal gucken, ob es so bleibt. Das sind 10 Patienten vielleicht. Ne? Man hat aber auch schon angefangen, andere autoimmunologische Erkrankungen damit zu behandeln und zu sehen, ob man auch bei diesen Erkrankungen das pathologische Memory-Immunsystem auf Null stellen kann. Und das hat nicht ganz funktioniert. Und die Zahlen hat er hier mal vorgestellt. Und die Fälle, 41-jähriger Mann mit dem Antisynthetase-Syndrom, hat gesagt, dass der Mann wurde mit vielem behandelt. Sie sehen das, also, was er bekommen hat. Und er hat auch nach der CAR-T-Zell-Therapie, CD19, eine deutliche Verbesserung gezeigt in der Muskelkraft und auch pulmonal, aber nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und dann wurde der Patient sofort wieder schlechter. Also da hat dieses fantastische Therapieprinzip nicht gut geholfen. Er hat gesagt, wir müssen dann nicht nur auf die B-Zellen gucken, sondern auf die T-Zellen. Und das haben sie gemacht dann bei diesem Patienten, indem sie MMF gegeben haben. Und darunter wurde dieser Patient besser. Und ein anderes Beispiel, wo es auch nicht so gut geklappt hat, mit der CD19-CAR-T-Zell-Therapie war ein Patient mit schwerer Sklerodermie, auch Anti-RNA-Polymerase, also SL70-Antikörper positiv, ausgeprägter Befall. Und bei diesem Patienten kam es zu einer gewissen Verbesserung der Gelenke, der Haut, Renos wurde besser, aber die pulmonale
Fibrose nicht und auch die linksventrikuläre Funktion nicht. Vielleicht kommt es aber hier drauf an, meinte er auch, wann man so ein Therapieprinzip einsetzt. Vielleicht muss man es sehr, sehr früh in der Erkrankung einsetzen, bevor diese Organschäden zu ausgeprägt sind. Trotzdem, ich denke, wir müssen dieses Therapieprinzip, diese Strategie sehr, sehr engmaschig verfolgen. Ich glaube, es könnte auch einen Durchbruch bei Autoimmunerkrankungen geben. Mal schauen, wie sich die Entwicklung in den nächsten Jahren so gibt. Aber was liegt viel näher? Wir haben schon viel gehört heute über Ernährung und ein Wort fehlte in diesem Überblick, lieber Martin, das war das Wort Pizza. Und es gibt eine sehr schöne Arbeit in Nutrients, dieses Jahr erschienen, und Mailänder Patienten mit Rheumatoide Arthritis, einer pro Jahr, also 365 Patienten, die jede Woche mehr als eine halbe Pizza gegessen haben. Die haben auch gut mit ihrer Entzündungsaktivität angesprochen. Immerhin, ESSDAI Reduction minus 3,6, das ist schon in pharmakologischer Höhe eigentlich. Ja. ESSDAI ist auch ein Aktivitätsparameter für die chronische Polyarthritis. Aber es dürfte dann keine beliebige Pizza sein, was man so in Amerika als Pizza bestellen kann. Das gleicht ja mehr einer Fleischkasserolle als das, was wir so als Pizza kennen. Nein, es muss schon Milanese oder Margherita, sagen wir. Mozzarella muss drauf sein, Olivenöl muss drauf sein, vielleicht noch ein paar Oliven, und dann muss es damit gut gehen. Also das sind schon die Items, wo wir sagen, auch in mediterraner Kost, was wir ja empfehlen, eigentlich ist das drin. Und wenn Sie heute Abend noch nichts zu tun haben und das Knie tut Ihnen gleich weh, wenn Sie aufstehen, dann müssen Sie heute Abend zum Italiener und eine schöne Margherita zu sich nehmen. Letztes Format, was ich kurz berichten möchte, weil es da auch eben was Neues gibt, das ist die große Debatte. Und das ist immer eigentlich ein Highlight auf dem amerikanischen Kongress, weil die Jungs, die beiden Kontrahenten, bekriegen sich da wirklich sehr, sehr eminent, weil sie sagen, sonst macht die große Debatte keinen Spaß, wenn man sich da nicht bis auf Blut bekämpft. Und der eine Protagonist, das war Robert Spiera, und der hat gesagt, nein, bei der Riesenzellarthritis und der Polymyalgia Rheumatica, und darum ging es, brauchen wir nicht am Anfang schon fortgeschrittene Therapien wie im Biologikum. Und Sie wissen natürlich, bei uns haben wir bei der Riesenzellarthritis mit Tocilizumab, Hoactembra, schon ein Biologikum, was wir einsetzen können, wo wir auch in der Rheumatologie nicht immer wirklich der Meinung sind, wann wir das genau zum Zeitpunkt einsetzen. Und bei der Polymyalgia Rheumatica ist auch ein Interleukin-6-Antagonist seit Februar diesen Jahres in Amerika zugelassen, nämlich das Sarilumab. Und Sarilumab kennen Sie aus der Behandlung der chronischen Polyarthritis, das ist Kevzara, da setzen wir es ja in Europa auch schon lange ein. Und warum soll man das nicht einsetzen, nach Meinung von Robert Spiera? Und er hat einen richtig guten Ruf in Amerika, was die Polymyalgia Rheumatica angeht, weil sein Vater, Harry Spiera, der hat die Polymyalgia Rheumatica den Amerikanern damals nahegebracht. Er hat 60er Jahre viel darüber publiziert. Durch ihn ist das Krankheitsbild eigentlich in Amerika erst bekannt geworden. Und er tritt wirklich in diese Tradition. Das ist schon toll. Nun, er sagt, es gibt gar nicht so viel Evidenz, dass dieses Krankheitsbild wirklich durch Interleukin-6-Antagonisten in seinem Verlauf essentiell irgendwo beeinträchtigt werden kann oder moduliert werden kann, dass die Erkrankung eher zur Ruhe kommt, keine Rezidive auftreten, aber die Entzündung, die wird halt wahnsinnig gut herunterreguliert. Und damit, sagte er, gibt es aber auch einen Nachteil, wir verlieren unseren Biomarker für die Krankheitsaktivität, und das ist ja das CRP. Und Sie kennen alle das Problem, wenn wir Interleukin 6 blockieren, blockieren wir auch CRP, und wir können das nicht mehr sehen, ob die Erkrankung dadurch noch eine Restaktivität zeigt oder nicht. Und auch bakterielle Komplikationen können wir schlecht erkennen. Also, sagt er, und wenn man dann noch die Kosten sieht, er wäre nicht dafür, dass man diese Präparate in erster Front einsetzt. Also no initial treatment, die nur mit Glukokortikoiden alleine. Aber was neu ist in seinen Ausführungen, innerhalb von 6 Monaten auf Null gehen bei der Riesenzellarthritis. 6 Monate auf Null gehen, und für die Patienten, die dann einen Flair kriegen, die dann ein Rezidiv kriegen, dann sollte die Schwelle, einen Interleukin-6-Antagonisten einzusetzen, sehr tief hängen. Also sagte, dann bitte sehr rasch doch einen Interleukin-6-Antagonisten, der ja dafür zugelassen ist, Tocilizumab dann einsetzen, oder wenn wir schon frühzeitig sehen, dass wir eine Glukokortikoid-Intoleranz haben. Und ähnlich sah seine Empfehlung aus für die Polymyalgia Rheumatica, PMR. Nur hier würde er vorschlagen, heute die Glukokortikoide noch schneller zu reduzieren, nach 4 Monaten auf Null gehen. Und die Patienten, die dann darunter wieder ein Flair, also eine Krankheitsaktivität entwickeln, ein Rezidiv, die sollten dann auch relativ rasch mit einem Interleukin-6-Inhibitor behandelt werden.
Und dafür gibt es, wie gesagt, jetzt Sarilumab in Amerika zugelassen seit Februar. Und er würde das dann auch propagieren, weil er hat die Studie über Sarilumab auch publiziert. Und das hat dann auch sein Kontrahent, der Philipp Sio, süffisant gesagt: Mensch, Tochter, du hast doch gerade die Studie publiziert, Mensch, du musst doch für das Präparat reden, dass wir das von Anfang an einsetzen. Weil die Ergebnisse seiner Studie sind auch wirklich toll. Und das ist jetzt im Oktober auch im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden. Also besser geht's ja nicht. Mensch, trau dich, mach das, gib das, hat er gesagt. Und die Ergebnisse der Studie waren zu Woche 52. Die Patienten unter Sarilumab waren zu 28, also fast 30% in anhaltender Remission. Und anhaltende Remission hieß, die haben nur bis zur Woche 14, also 3,5 Monate, Cortison bekommen. Danach kein Cortison mehr und sie waren weiter in Remission unter Sarilumab. Die Patienten, die aber Placebo bekommen haben, nur Glukokortikoide, da waren nur 10% in Remission. Und die Menge an Glukokortikoiden war extrem hoch. Die kriegten 2 Gramm und die anderen hatten nur 770 Milligramm. Also das sind schon erhebliche Unterschiede. Und da kamen wir auf den zweiten Punkt, kam er zu sprechen. Er sagte, nicht nur Biologika funktionieren, wie wir das am Interleukin-6-Blockade sehen, sondern Steroids are bad. Und das war auch eine Kernaussage, da hat er alleine 20 Minuten gebraucht, die ganzen Studien aufzuzählen, um zu zeigen, warum Glukokortikoide eigentlich viel mehr Nebenwirkungen haben, als wir so im Alltag sehen. Und eine Studie hat er dann doch gezeigt, nochmal ausführlich, auch dieses Jahr erschienen, dass auch in kleineren Dosierungen unter 5 Milligramm Glukokortikoide sowohl häufiger Heart Failure, also Herzinsuffizienzen verursachen, häufiger Myokardinfarkte verursachen als Patienten ohne Glukokortikoide, häufiger Aneurysmata machen können und auch jede kardiovaskuläre Events, wenn man die zusammenzählt, auch da sind sie häufiger. Und das in den kleinen Dosen. Und wir sehen auch sehr überzeugend die Dosis-Nebenwirkungsrelation. Das ist schon sehr klassisch. Also Glukokortikoids are bad. Und er sagt, wir müssen als Rheumatologen alles tun, damit wir möglichst kurz, möglichst niedrig dosiert Glukokortikoide nur machen. Und dann kam wieder so eine Folie, but wait. Ja, aber wacht ab, er sagte, ich merke schon, viele im Publikum haben wahrscheinlich doch irgendwie ein unangenehmes Gefühl, wenn sie bei unseren älteren Patienten dann ihre IL-6-Blockade machen sollen. Warum? Man fürchtet vor allem die Komplikation einer Infektion. Wenn man die Infektion dann auch nicht so gut im CRP sehen kann, könnte das gefährlich werden. Aber, sagt er, wait, er sagt, es gibt 2 große Verlaufstudien, sowohl über den Interleukin-6-Blocker Tocilizumab wie auch Sarilumab jetzt, dass über 5 Jahre eigentlich ernsthafte Infektionen im Range nicht höher sind, als wir das von Adalimumab kennen. Und den TNF-Blocker setzen wir ja auch im Alter häufig ein. Er sagte, das ist nicht das Problem, was wir unbedingt erwarten müssten. Also die wirken die Biologika und er sagte, wir werden uns daran gewöhnen, weil es gibt so viele Biologika, die in der Pipeline sind für die Polymyalgia Rheumatica und auch die Riesenzellarthritis. Wir werden alle lernen, gut damit umzugehen, genau wie wir das auch bei der Rheumatoiden Arthritis oder beim Bechtreff gelernt haben. Und eine Studie hat er noch gezeigt, das ist Secukinumab und da ist der Unterschied ja wirklich gewaltig. Und das sind die Patienten, die ereignisfrei, also rezidivfrei waren unter Secukinumab und das sind die Patienten, die kein Secukinumab hatten, nur Steroide alleine. Das ist schon ein großer Unterschied. Also wir werden es lernen. Nun, es gab noch so viel mehr und ich hatte mir so viel mehr vorgenommen. Ich habe es alles gestrichen, damit wir heute einigermaßen in der Zeit bleiben. Aber wenn Sie mehr Interesse haben, Kollege Gaubitz, Daniel Windschall, Peter Korsten und ich werden am 10.01. noch vieles mehr vom ACR Convergence Kongress berichten. Wenn Sie Lust haben, sind Sie herzlich eingeladen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, lieber Michael, danke für den tollen Vortrag. Sehr lebendiges Potpourri an Studien vom ACR aus der großen Debatte und anderen Sessions. Gibt es schnelle Fragen? Frau Suhrmann. Wie kommt ja eigentlich in der Praxis immer auf das Methotrexat zur Kortikoideinsparung? Das Methotrexat noch eine Rolle? Spielt das überhaupt wissenschaftlich noch eine Rolle? Art 1, Art 2? Ich war neulich irritiert, dass ich Patientin auch aus einer neurologischen Klinik übernahm mit einer Arthritis temporalis, wo das JACTA-Protokoll sozusagen als Behandlungsstudie genommen wurde oder als Behandlungsempfehlung. Nach meinem Kenntnisstand handelt es sich dabei um eine Zulassungsstudie und keinesfalls um eine Best-Practice-Behandlungsstudie.
ist das jetzt sozusagen das Kochrezept der Zukunft? Also ich glaube schon, dass das Kochrezept der Zukunft werden wird, weil die Nebenwirkungen durch Glukokortikoide, man muss ja ehrlicherweise sagen, wir sehen die gar nicht immer so bei unseren Patienten, weil die landen dann bei den Kardiologen, die landen dann in der allgemeinen internistischen Klinik und vielleicht haben wir wirklich die Möglichkeit, durch Biologika die auf Dauer besser einzusetzen. Da rede ich nicht nur von IL-6-Blockade, sondern auch von den anderen Biologika. Das wird, glaube ich, mit Macht kommen. Ob Methotrexat eine Rolle spielt, also für Philipp Sio, der hat es gar nicht mal erwähnt als eventuell Glukokortikoid-sparende Therapie, aber wir machen es ja alle nochmal. Ne? Und ich würde es daran festmachen, wenn wir eine milde Aktivität haben und wollen Steroide sparen, dann ist MTX gut. Wenn wir eine hohe Aktivität haben, würde ich auf einen Interleukin-6-Blocker verweisen. Herr Mender hat eine Frage. Kurz, wir haben ja die Sonografie jetzt als Marker, dass wir echoarme Strukturen sehen. Dummerweise haben wir ja tatsächlich wenig Studien, die diesen Marker dann wirklich im Verlauf mal beschrieben haben. Wir haben ja nun viele gemeinsame Patienten, wo wir auch noch nach einem Jahr eigentlich diese echoarmen Strukturen trotz eigentlich klinisch gut eingestellter Patienten immer wieder sehen. Es ist ein Problem. Ne? Ja. Wir haben, wenn wir diese Sachen so sehen, das CRP als Verlaufsparameter eben nicht mehr. Ja. Also sehr gute Frage und zur Ultraschalldiagnostik der Arterien will ich natürlich auf die Fachfrau oder den Fachmann verweisen. Vielleicht kann Frau Dr. Meyer dazu kurz Stellung nehmen. Ja, das bleibt so, genau, Herr Menne. Es entzieht sich unserer Kenntnis, was sich da in dieser echoarmen Wand abspielt. Und wir haben Patienten, die nach einigen Jahren immer noch diese Wandverdickung haben. Ja, das ist dann kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, welche Arterien. Ne? Temporalarterie, da ist es so. Es gab, glaube ich, beim letzten Euler eine Studie aus Portugal, die Ultraschall geguckt haben, dass die Intima Media Dicke der Axillaris im Verlauf abnimmt, dass die besser mit der Remission korreliert als die Temporalarterien. Und aber Frau Kollegin Weyand aus Rochester, die hat natürlich gesagt, es gibt viel häufiger noch Restentzündungen in den Arterien oder Aorta, selbst wenn sie ein normales CRP haben, also auch bei Patienten, die nicht IL-6 blockiert waren. Die sagt, da finden sie immer noch Aktivität. Ich sage, wie finden sie das denn? Ja, sie müssen natürlich biopsieren. Na gut, dann biopsieren wir jetzt alle die Aorta oder wie machen wir das? Also das funktioniert ja so nicht. Herr Menne, ganz kurz nur, weil sonst haben wir hier eine Menne-Asking-Session. Wie immer jedes Jahr das Gleiche. nein, ich habe jetzt wirklich einen Patienten, der hatte 21 tatsächlich hohe Entzündungswerte, aber seitdem unter Cortison nicht, wird von unseren Neurologen regelmäßig geschallt, die dann regelmäßig Flussbeschleunigungen sehen, entsprechend das Cortison erhöhen. Seit 21 eigentlich nie wieder ein CRP, sodass ich mich vor 4 Monaten tatsächlich dann entschlossen habe, jetzt Tocilizumab dazuzugeben. Und aktueller Stand letzte Woche, wir haben wieder eine Flussbeschleunigung. Er geht jetzt wieder hoch mit dem Cortison. Jetzt haben wir natürlich das Problem unter Tozi kein CRP mehr. Das sind diese Grenzbefunde, wo ich mich dann immer frage, was bringt es uns denn jetzt tatsächlich wirklich? Wir können wahrscheinlich auch hier bei diesem rheumatologischen Krankheitsbild nicht alle Fälle komplett in Remission kriegen. Damit müssen wir uns abfinden. Wir sind nicht die Allheiler. Und selbst die 6-Blockade plus Cortison, solche Fälle sind von den Neurologen beschrieben, dass immer noch kleine apoplektische Insulte auftauchen. Und wenn so ein Patient dann mal postmortem leider dann auch in die Pathologie kommt, sah man immer noch Riesenzellarteritis in kleinen Gehirngefäßen. Also wir haben noch keine endgültige Lösung für alles. Aber die Studien laufen, mal gucken, was kommt in den nächsten Jahren. Vielleicht noch eine letzte Frage von Anna Meyer hier vorne. Oder ganz vorne und dann hat hinten auch noch eine Frage und eine wichtige. Erstmal hinten, Publikum. Ja. Ist schon bekannt, wann das Sarilumab zugelassen wird für die PMR? Nee. Vielleicht weiß die Industrie das besser. Ich weiß es leider nicht. Ich habe gestern noch mal im Netz geguckt, habe bei der EMA nichts Richtiges gefunden. Vielleicht war ich auf der falschen Seite. Aber da gibt es eine Antwort. Ja? Na gut, ich habe nicht gefunden. Von der Timeline her Dreivierteljahr. Sprich, Mitte Ende nächsten Jahres, also Q3 2024 ist das bevor. Vielen Dank. Immerhin eine gute Nachricht noch zum Schluss. Frau Meyer, mit einem kurzen Kommentar noch dazu. Ja,
Ja, zu einem anderen Thema, und zwar die Sicherheit von TNF-Alpha-Blockern, weil hier ja nicht nur die Rheumatologen sind, die auf die Registerdaten verfolgen. Für unsere rheumatologischen Patienten kennen wir ja mittlerweile den Effekt der TNF-Alpha-Blocker-Therapie. Es macht weniger Tumorerkrankungen, gerade für die soliden Tumoren wie Leber- oder Mammakarzinome hat man ja einen Rückgang gesehen. Ne? Und ich möchte noch an Daniel Winschall vielleicht mal die Frage richten, ja, dieser Hinweis, der ja immer noch in der Fachinfo von Adalimumab steht, Sicherheitssignale bei Kindern Richtung Malignome. Ist das noch aktuell oder ist es ein alter Hut? Weil die Eltern lesen das. Alle lesen das. Ja, inzwischen gibt es da schon bessere Langzeitdaten auch und man muss sagen, dass die Kinder unter TNF-Alpha-Inhibition eigentlich weniger Malignitäten zeigen als Kinder grundsätzlich mit einer JIA. Nur im Vergleich zur Normalbevölkerung sind die Raten eben auch etwas höher unter Adalimumab, aber grundsätzlich ist das schon eine sehr, sehr sichere Therapie, sodass das eigentlich nicht mehr gilt, auch wenn das angegeben ist und natürlich diese Malignome, die beschrieben wurden, dann auch ausgewertet wurden. So, dann verlegen wir die weitere Diskussion zu diesem spannenden Thema in die Pause und jetzt darf Ludwig Bause den nächsten Vortrag ankündigen. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zum rheumaorthopädischen Part begrüßen und ich sage bewusst guten Morgen, denn bisher habe ich immer guten Tag gesagt, ja, weil der rheumaorthopädische Beitrag immer am Ende war. Aber es ist auch mal schön, mittendrin zu sein. Ja. Und ich bin nur 25 Mal jetzt auf dem Symposium, das ist das 25. Silberjubiläum sozusagen. Ich war ja 4 Jahre in Bad Kreuznach-Oberst, habe ich es schon mal verpasst. Es hat sich ganz viel getan und mit Avi Lütke ist auch noch jemand da aus der ersten Stunde. Und wenn wir jetzt diesen Vortrag über die Schulter 96 gehört hätten, wäre von dem nichts so wie heute. Wir hatten das Thema vor 7, 8 Jahren, schon hat Professor Niemeyer aus Hamburg vorgetragen. Auch dahin hat sich schon wieder ganz, ganz viel getan. Und wir haben zwar kein Efofitimob, aber wir haben neue Prothesenentwicklung der Industrie und wir haben mit Dr. Platter einen sehr breit ausgebildeten Rheumaorthopäden, der sich um die Weiterentwicklung der Endoprothetik an der Schulter sehr verdient gemacht hat. Dafür danke ich ihm. Ansgar, du hast das Wort. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Ludwig. Es wird jetzt etwas blutiger, wie du schon sagtest. Wir wissen, die Schulter ist bei unseren rheumatischen Patienten in 50-90% der Fälle betroffen. Es gilt trotzdem immer noch als das Forgotten Joint. Sonografische Reihenuntersuchungen zeigen frühe Beteiligung, aber es kommt zu einem späten Leinzug der Patienten durch den eher schleichenden Zerstörungsgrad und vor allen Dingen auch durch die geschickte funktionelle Kompensierung unserer Patienten durch Trickbewegungen der Scapula, Ellenbogen und der Handgelenke. Zudem liegt häufig natürlich auch aus guten Gründen der Fokus mehr auf die Gelenke der unteren Extremität, sodass wir in der Regel unsere Patienten sehr, sehr spät mit Problemen an der Schulter vorgestellt bekommen. Was passiert an der Schulter? Naja, wir haben da diese entzündliche Zange. Auf der einen Seite aggressive Bursitiden, dann das aggressive Synovialitiden im Glenohumeralgelenk, die nehmen die Rotatorenmanschette als auch natürlich den Knorpel und den Knochen in die Zange und dadurch kommt es zu teilweise massiven Destruktionen, teilweise zu massiven Herniationen, auch der Bursa subacromialis und subdeltoidea und bei der Beteiligung des AC-Gelenkes auch zu wirklich eindrucksvollen, teilweise kindskosgroven Deformitäten, die wir durchaus auch immer wieder sehen. Zur Diagnostik steht uns klassischerweise das Röntgen, die Sonografie und das MRT zur Verfügung. Allerdings rückt gerade im operativen Bereich das CT doch zunehmend in den Fokus. Gerade bei größeren Zerstörungsgraden brauchen wir das, um mittels dieser Daten präoperativ digital planen zu können. Da komme ich später noch zu. Die Stadienerteilung hat sich nicht geändert. Das ist die Goldstandard Larsen, Dale und Eke. Zur Klassifizierung der glenoidalen Destruktion verwende in der Regel die Klassifikation nach Walch. Wir haben am Glenoid häufige Zerstörung im kranialen und vor allen Dingen dorsalen Anteil. Die Verlaufsform müssen wir wie immer berücksichtigen, als auch natürlich die Krankheitsaktivität. Sprechen wir
von der Endoprothetik an der Schulter, und darum soll es jetzt eigentlich gehen, ist das Stadium 3, so das beginnende Stadium eher 4 bis 5. Vergleicht man die Geschichte der Schulterendoprothetik mit der Entwicklung unseres Stiftes und der erfolgreichen Stiftung hier in Sendorf, so gibt es dort Parallelen. Also im Gründungsjahr unserer Stiftung startete Herr Gluck mit ersten Entwicklungen mit Elfenbeinprothesen an der Schulter. 1993 Herr Perrin und König entwickelten dieses weiter. Der eigentlich richtige, durchgreifende Erfolg zeigte Charles Neer mit seiner Prothese an der Schulter, die zum ersten Mal wirklich auch langfristig gute Ergebnisse zeigte, mit einer noch deutlichen Verbesserung dann in den 70er Jahren und dann mit Herrn Paul Gramont 1985 erstmalig die Idee der heutzutage inversen Prothese, wo die Gelenkpartner, die Umkehrung der Gelenkpartner eine Ermöglichung der Ersatz der Rotatormanschette bietet. Hier im Hause haben wir quasi mit Gründung der Rheuma-Orthopädie seit über 40 Jahren jetzt Erfahrung in der Geschichte, in der Endoprothetik. Harte Zahlen über rheumatische Schulterpatienten zu bekommen, ist schwierig, wie häufig. Aber wir können uns anhand des Endoprothesenregisters unserer Schulterkollegen in Deutschland einmal die Versorgungsrealität ein bisschen vor Augen führen. Insgesamt werden etwa 25.000 Schulterprothesen im Jahr in Deutschland eingesetzt. Das Endoprothesenregister gibt es seit 2006, ist langsam aufgebaut worden. Größtenteils melden 35 spezialisierte Kliniken ihre Daten dorthin. Inzwischen ist bis jetzt etwa 12.000 Patienten dort sehr penibel registriert. Und was sehen wir? In dieser Präsentation aus 22 haben die Kollegen des Registers einmal aufgezeigt, ja, wir sehen eine deutlich steigende Nachfrage nach einem endoprothetischen Ersatz an der Schulter. Und dabei ist das Alter dieser Patienten im Schnitt gleich geblieben. Anatomisch mit 64 Jahren, invers mit 75 Jahren. Wir sehen auch eine deutliche Verschiebung von anatomischen Prothesen zu den inversen Schulterprothesen. Da sieht man schön diese Gabel, die dort in der Aufstellung von 2015 bis 2020 sich darstellt. Und einen Trend zu den klassischen langschäftigen Prothesen, die den gesamten Oberarm teilweise ausgefüllt haben, zu schaftfreien und Kurzschaftimplantaten, sowohl bei den anatomischen als auch inversen. Die Kollegen kommen zu der Schlussfolgerung, ja, wir sehen eine Fallzahlerweiterung ohne relevante Abnahme des Durchschnittsalters. Das heißt, wir haben wirklich eine wachsende Nachfrage älterer Patienten. Der hohe Anspruch oder der funktionelle Anspruch ist deutlich gestiegen, und die auch ältere Patienten wünschen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben mit Schmerzfreiheit, mit Selbstständigkeit. Sie wollen Sport bis ins hohe Alter durchführen, trotz ihrer Defektarthropathien. Und wir sehen von den Kollegen eine zunehmende Akzeptanz der inversen Schulterprothesen aufgrund von einer, ja, gerade in den letzten 10 Jahren doch massiven Weiterentwicklung unserer zur Verfügung stellenden Implantate. Vergleichen wir das mit unseren rheumatischen Patienten, so sehen wir das bei uns in unserer rheumaorthopädischen Welt genauso. Unsere Patienten, das können, denke ich, alle Kollegen bestätigen, denen geht es einfach durch die modernen Immunmodulatoren deutlich besser. Wir sehen, wie unten rechts mal ein Bild einer Arthroskopie am Schultergelenk, sehr, sehr selten diese ganz therapieresistenten Arthritiden. Syndografische Syndovektomien oder offene Syndovektomien kommen nur extrem selten noch im klinischen Alltag vor. Die Patienten haben eine deutlich verbesserte Steigerung in ihrer Lebensqualität, und daher verlangen sie auch jetzt, nee, auch wenn die letzten 10 Jahre die Schulter nicht mehr funktioniert hat, insgesamt geht es mir besser und ich möchte es jetzt besser gehen. Leider sehen wir dann Patienten, die sehr, sehr spät zu uns kommen. Das ist mal, sind 3 Bilder, Röntgenbilder aus Ambulanzen aus diesem Jahr, die uns dann doch immer vor Herausforderungen stellen. Sprechen wir von der Schulterendoprothetik, teilen wir grundsätzlich immer in 2 verschiedene Gruppen ein. Zum einen, die Rotatorenmanschette ist intakt. Dann stehen uns die Oberflächenprothesen, Hemoprothesen oder Vollprothesen oder die anatomische Prothese zur Verfügung. Ist die Rotatorenmanschette defizitär, müssen wir auf dieses Umkehr der Gelenkpartner zurückgreifen, das heißt auf dieses inverse Prothesensystem.
Die Hemiprothese, sie ist eine sehr elegante Möglichkeit der Überkronung des proximalen Humerus. Sie kommt in erster Linie bei Rheumapatienten zur Anwendung, die noch einen guten Bone Stock haben, also eher so sekundär arthrotisch verlaufende Form oder postarthritische Verlaufsform. Ein sehr eleganter Eingriff, mit 30, 40 Minuten hat man dieses System dort mit Zement auf dem Knochen implantiert. Mit sehr, sehr guten Ergebnissen hier. Der Constant Core, ein Score, der die Kraftentfaltung, Schmerzreduzierung, Bewegungsumfang als auch die alltägliche Zufriedenheit beschreibt. Bei den Rheumatikern hier in dieser Studie bei 71, das gilt als gut. Allerdings deutlich schlechter als bei den Arthrosepatienten, die mit sehr gut 91 Punkten abschneiden. Allerdings, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in meinen relativ jungen Jahren sagen muss, diese Prothese gilt als historisch. Wir haben sie mit Arvid Hilker noch sehr, sehr häufig und erfolgreich eingesetzt. Sie wird schlicht ist nicht mehr verfügbar im Rahmen des Medizinproduktegesetzes müssen diese Systeme alle rezertifiziert werden. Und bei diesem speziellen Implantat, was insbesondere für Rheumatiker hervorragend geeignet war, lohnt sich das schlicht einfach nicht. Wir haben die Restbestände aufgekauft, haben sie abgearbeitet und müssen uns jetzt anderweitig umschauen. Das sind quasi die nachfolgenden Modelle, die uns zur Verfügung stehen, die sogenannten schaftlosen Systeme. Sie sind aufgrund der Verankerung, die sich nur in dem proximalen Humerus verankern, mit diesen kleinen Stems oder Korallen beim Rheumatiker sehr, sehr limitiert einzusetzen. Wir haben häufig diese großen Zysten am proximalen Humerus oder auch so große Erosionen, dass wir letztendlich das Lager für solche Prothesen nicht mehr schaffen können. Und das zeigen auch moderne Studien, dass auch beim kurzen Follow-up schon ist bei eindrucksvollen Zahlen zu frühere Lockerung kommt. Dieses System verwenden wir daher nicht. Wir setzen daher jetzt auf diese modernen, modularen, kurzschäftigen Systeme. Das ist das Bild ja, einer Hemiprothese, in diesem Falle noch zementiert. Das war das erste System, was ich einsetzen durfte. Da habe ich diesem System noch nicht getraut, habe gesagt, das kann beim Rheumatiker nicht halten. Das war die einzige Prothese, die ich zementiert habe. Man sieht von der Oberflächengestaltung, hat das eine hohe Rauigkeit und auch der weiche Knochen nimmt dieses Implantat sehr gut an. Es ist anatomisch perfekt geformt, sodass wir da eine gute Stabilität finden. Wir müssen aber immer auch wieder auf das Glenoid Rücksicht nehmen. Wir brauchen natürlich ein knorpelig gut überzogenes Glenoid und einen kräftigen und gesunden Knochen. Der ist beim Rheumatiker natürlich nicht immer da. Und das zeigt, wenn man diese Indikation überzieht, sehen wir über die Jahre hin eine Erosion im Glenoid, die zu Schmerzen führen kann, aber auch dann zu einer frühzeitigen, notwendig werdenden Revisionsoperation. Daher gilt es bei diesen Systemen sehr differenziert zu prüfen, wie sieht das Glenoid aus, nicht nur präoperativ, sondern intraoperativ auch immer einen Plan B zu haben, zu sagen, ich kann auch noch ausweichen. Und wie gesagt, wir brauchen auch auf jeden Fall eine exakte gesunde Rotatorenmanschette, die uns den Humeruskopf zentral in das Glenoid einstellt. Wenn das Glenoid defizitär ist, wir aber trotzdem eine noch gut erhaltene Rotatorenmanschette haben, kann uns die anatomische Prothese helfen. Zu dieser Hemiprothese kommt dann ein in der Regel aus Kunststoff bestehender Gelenkersatz an der glenoidalen Seite zur Anwendung, der zementiert wird. Auch da haben wir gute Ergebnisse, durchaus auch beim Rheumatiker, mit einer 5-Jahre- und 10-Jahres Überlebensrate von 92%. Das ist toll. Wenn es jedoch zu einer frühzeitigen Rotatorenmanschetten-Defektsituation kommt, wandert der Oberarmkopf nach Kranial und dadurch kommt es zu einer exzentrischen Belastung des Glenoids und zu frühzeitigen Lockerungen. Auch da wieder wirklich eine sehr, sehr exakte präoperative und intraoperative Indikationsstellung. Ansonsten ein durchaus erfolgreiches System, was Mimo sagen, hier selten zur Anwendung kommt, weil die Patienten einfach sehr, sehr spät kommen.
kommt es dann zu der Situation, dass die Rotatorenmanschette sich vollständig verabschiedet hat, sehen wir diese eindrucksvollen Bilder wie beim Arthrosepatienten auch, der Defektarthropathie, eine maximale Kranialisierung des Oberarmkopfes unter das Schulterdach mit entsprechenden Schmerzen, Bewegungseinschränkungen bis hin zur Pseudoparese. Und da haben wir durch Herrn Gramont entwickelt die sogenannten inversen Prothesen zur Verfügung. Herr Gramont hatte die Idee, die Gelenkpartner quasi umzukehren, auf das Glenoidienkopf zu setzen, auf den Schaft eine Pfanne zu konstruieren. Wir medialisieren dadurch das Drehzentrum und haben dadurch eine verbesserte Hebelwirkung des Delta-Muskels, der dann die Bewegung übernehmen kann. Und wir haben den Vorteil, dass auch die Scherkräfte am Glenoid deutlich verringert werden, sodass die Haltbarkeit auch durchaus gewährleistet ist. Zusätzlich wird der Humerus distalisiert und wir haben eine gute Vorspannung der Deltafasern und damit eine gute Kraftentfaltung. Dieses Prinzip wird heute noch auch in modernen Prothesen weiterhin verwendet und das funktioniert sehr gut. Das ist eine Studie der Delta-Prothese, letztendlich das Running Horse der letzten 20 Jahre. Wir sehen eine langschaftig zementierte Prothese dort an der Schulter mit sehr, sehr guten 10- und 15-Jahres-Ergebnissen und einer fantastischen Abduktion oder durchschnittlichen Abduktion von 137 Grad, Außenrotation von 53 Grad. Also das sind schon eindrucksvolle Ergebnisse, die mit diesen Systemen erzielt werden können. Zufriedenheit, Constant Core von 22 auf 70, auch das sind tolle Ergebnisse. Guckt man sich das bei den Rheumatikern an und hier ein Beispiel aus unserer Klinik mit diesen moderneren, kurzschäftigen Systemen, zeigt sich, dass auch das bei den Rheumatikern durchaus sehr, sehr gut funktioniert. Und das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen hier in der Klinik. 7-Jahres-Überlebensrate bei einer Studie nur mit Rheumatikern von 96%. Auch da die Abduktion 132 Grad, Außenrotation etwas vermindert. Und der Constant Core auch von 23 auf 90. Also für unsere als Chirurgen fantastische Ergebnisse. Und wir sind manchmal selber überrascht, wie schnell sich diese Bewegungsverbesserung einsetzt. Das geht innerhalb von 4 oder 5 Tagen, wo die Patienten wirklich in die Klinik kommen mit Wackelsteifigkeiten und nach 4, 5 Tagen schon selbstständig den Arm wieder kontrollieren können, in dieser Position halten können, was wirklich erstaunlich ist. Solche Fortschritte haben wir in den letzten 10 Jahren in der Endoprothetik an keinem anderen Gelenk gesehen. Natürlich müssen wir auch über Komplikationen sprechen. Das sind zum einen die Luxationen, die wir Gott sei Dank bisher noch nicht so häufig gesehen haben, aber die glenoidalen Lockerungen, ja, sie waren früher vor allen Dingen bei den alten Systemen ein Problem. Warum? Es gab dieses Scapula Notching, das heißt, der proximale Humerus schlug bei der Adduktion immer so ein bisschen an die Scapula an und dadurch kam es zu Osteolysen und frühzeitigen Lockerungen des Glenoids. Wir hatten Infektionen natürlich mit natürlich erheblicher Konsequenz. Hier immer so eine, ja, wir nennen das die Nikolov-Möhre, weil er die implantiert hat, dass quasi ein Zementplatzhalter zur Beherrschung des Infektes nach Ausbau einer so langschaftigen Prothese. Und wir sehen bei Rheumatikern besonders eine hohe Gefahr natürlich der Ermüdungsfrakturen, insbesondere des Akromions. Durch die hohe Vorspannung des Delta-Muskels kommt da natürlich schon deutlich Stress drauf, sodass wir die vereinzelt schon sehen. Glücklicherweise bedingt das nicht häufig eine Revision, eine operative. Man lässt die Patienten eine gewisse Zeit die Schulter ruhig stellen. Es kommt zu einer Ausheilung dieser Fraktur oder dieses Verschiebens Akromions und die Funktion ist hinterher nicht wesentlich gemindert. Was hat sich bei den modernen Prothesensystemen, die wir jetzt seit 10 Jahren etwa verwenden, geändert? Nun, in erster Linie ist der große Unterschied,
vor allen Dingen der Neck schafft Angel. Auf der linken Seite sehen Sie die älteren, damals noch langschäftigen Prothesen mit einem Winkel von etwa 155 Grad. Wir gehen jetzt eher auf die 135 oder 134 Grad mit einer zusätzlich etwas vermehrten Lateralisierung, auch durch einen Aufbau hier am Glenoid. Wir erweitern dadurch das Offset und haben dann das Notching, dieses Anschlagen des Schaftes dort eigentlich gut im Griff. Ja, wir reduzieren natürlich, wenn wir jetzt von dem eigentlichen Prinzip der Medialisierung des Drehtrains ausgehen, ein wenig den Hebelarm, den wir ja vorher genutzt haben. Aber es hat sich gezeigt, dass dadurch durch das vermehrte Offset Muskelfasern sich zusätzlich rekrutieren lassen, insbesondere auch im anterioren und posterioren Anteil, die deutlich dann eine Verbesserung auch für die Rotationsbewegung verantwortlich sein sollen, um die alltäglichen Bewegungen besser durchzuführen. Und ja, das Delta Shaping, wie sich neudeutsch heißt, die Natur, die Gelenk- oder die Schulterkontur zeigt sich etwas natürlicher als bei diesen sonst etwas früher sich flacher darstellenden Schultersystem. So sehen diese modernen, modularen, kurzschäftigen Systeme aus. Wir haben die Möglichkeit, auch bei einem Versagen einer Hebi oder einer anatomischen Prothese problemlos auf ein inverses System zu wechseln. Das ist ein Beispiel aus unserer Klinik jetzt vor 2 Wochen, habe ich das erstmals machen dürfen. Das funktioniert sehr gut. Das heißt, wir können den knöchern integrierten Schaft dort belassen. Das heißt natürlich viel, viel weniger Trauma und Aufwand. Wir haben aber auch nicht nur auf der humeralen Seite diese Modularität, sondern auch im Bereich des Glenoids. Das heißt, wir haben verschiedene glenoidale Modelle zur Verfügung, um Defektsituationen mit metallischen Augmenten auszugleichen und um mit der Medialisierung und Lateralisierung zu spielen. Und natürlich hat auch moderne Technik im rheumaorthopädischen Saal Einzug gehalten. Die unteren beiden Bilder zeigen eine präoperative digitale Planung. Wir kennen über ein CT Millimeter genau einen Prothesensitz dort planen. Insbesondere auf der glenoidalen Seite, die heute häufig defizitär ist, ist das eine erhebliche Erleichterung und manchmal auch ohne eine solche Planung gar nicht möglich. Zusätzlich haben wir Möglichkeiten, über spezielle Guides, die wir dann von der Firma bestellen, die wir dann intraoperativ auf den knöchernen Situs halten, unsere Führungsdrähte, die wir zum Einsetzen brauchen, exakt dann auch umzusetzen. Ich hoffe, dass wir ab dem nächsten Jahr auch diese Virtual Reality Brille zur Verfügung haben. Das ist so der nächste Schritt, dass wir quasi unsere präoperative Planung mit der Brille auf den operativen Situs quasi matchen und damit unsere Planung sehr, sehr exakt intraoperativ durchführen. Das wurde jetzt im Oktober auf dem Orthopädenkongress dargestellt und quasi gelauncht. Und das ist auch vom finanziellen Aufwand eigentlich sehr, sehr überschaubar. Und ich hoffe, dass es unser Haus es ermöglicht, das uns zu nutzen. Wir haben also mit diesen modernen Implantaten schon viele, viele Probleme gelöst und können Patienten damit wirklich deutlich helfen. Das sind in erster Linie diese Kissing-Stems-Probleme, die wir früher mit diesen langschäftigen Systemen hatten. Denn wir müssen als Rheumaorthopäden natürlich immer an die angrenzenden Gelenke denken. In diesem Fall das Ellenbogengelenk, was möglicherweise auch endoprothetisch versorgt werden muss. Und da kommen wir mit diesen langen Schäften natürlich irgendwo an Grenzen. Und wenn da mal irgendwo was bricht oder was sich infiziert, dann sind wir halt bei solchen totalen Oberarmersätzen. Solche Probleme können wir auch mit unserem kurzschäftigen System nicht so einfach lösen. Auch da stoßen wir irgendwo mal an unsere orthopädischen und chirurgischen Grenzen. Die große Rückzugmöglichkeit ist eigentlich immer dann die sogenannte Großkopfprothese, wenn wir auf der Seite des Glenoids kein System mehr verankern können, dann wird quasi der Defekt
der dort entstanden ist, mit einem großvolumigen Kopf aufgefüllt, sodass die Patienten zumindest eine gute Schmerzfreiheit bekommen oder Schmerzzufriedenheit mit einer mäßig verbesserten Beweglichkeit. Also da steht vor allen Dingen der Schmerz im Vordergrund. In diesem Fall hat das mit dem Schmerz gut funktioniert. Die Patientin hatte jedoch ein etwas anderes Problem, das darf ich noch erzählen. Sie kam irgendwann mit uns in die Ambulanz und erzählte von immer wiederkehrenden Ohnmachtszuständen, die aufgetreten sind, die dann neurologisch und alles abgeklärt wurde, bis wir mal gemerkt haben, naja, weil bestimmt diese Ohnmachtsanfälle kamen durchaus immer mit bestimmten Bewegungen in zeitlicher Beziehung. Da war dieser Großkopf bei bestimmten Bewegungen quasi immer Richtung Halswirbelsäule ausgerutscht und drückte auf die Gefäße und daher kam es zu diesen Ohnmachtsanfällen. Also auch da muss man mal dran denken, das Problem ließ sich Gott sei Dank relativ einfach lösen. Dieser Großkopf wurde entfernt, sodass zumindest die Ohnmachtsanfälle damit behoben werden konnten. Ich fasse also zusammen, wir haben auch bei uns in der Rheumaorthopädie eine durchaus auffällige vermehrte Nachfrage nach schulterendoprothetischer Versorgung. Wir haben unsere Zahlen in den letzten Jahren fast immer in jedem Jahr um ein Drittel vermehrt. Wir sind jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich bei etwa 55 Schulterprothesen im Jahr, nur beim Rheumatiker. Wir können mit unseren modernen Systemen auch defizitäre Schultergelenke durchaus schon sehr zufriedenstellend versorgen, mit eindrucksvollen Ergebnissen. Die Modularität ermöglicht uns auch von anatomischen, auch auf inverse Systemen sehr unkompliziert und atraumatisch zu konvertieren. Die Langzeitergebnisse müssen natürlich zeigen, dass diese ersten Jahre, mit denen man mit diesen Systemen arbeitet, das auch bestätigt wird. Und man sollte, und das ist immer unsere Bitte, und da müssen wir uns auch immer an die eigene Schulternase fassen, guckt mal einfach zwischendurch auf das Schultergelenk, dass man vielleicht dann auch mal vorher den Patienten zu einem Chirurgen schickt und dass wir nicht mit dem Rücken an der Wand stehen und sagen, na, jetzt geht gar nichts mehr. Damit komme ich zur letzten Frage, damit wir unsere Pause auch verdient haben. Ja, wie heißt denn das Prinzip der inversen Schulterendoprothetik? Bei der Umkehrung der Gelenkpartner ist es das Grammy-Prinzip, das Gremlins-Prinzip, Gramont-Prinzip oder das Gibbon-Prinzip? Gucken wir mal. Ich denke, wir können auflösen. Na wunderbar. Dann haben wir alles richtig gemacht. Dann haben wir unsere Pause jetzt gleich verdient. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Ansgar. Man sieht also, es gibt nicht nur bei den Biologikern und bei der medikamentösen Therapie Fortschritte, sondern auch auf diesem Gebiet. Man muss dazu sagen, wir waren früher davon abgeschreckt, diese ganz langen Schäfte einzubauen. Und seitdem sich das alles gewandelt hat, kann man natürlich jetzt ganz anders vorgehen. Aber da hat sich viel getan. Fragen? Michael. Sind ja Schmerz und Beweglichkeit sehr wichtige Erfolgskriterien der Endoprothetik. Ist denn gelegentlich auch mal die Belastbarkeit gefragt? Und wenn ja, wie kann man die messen? Die Belastbarkeit, ja, wir schränken das quasi nicht wirklich ein, was die Belastung angeht, aber das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was bei der Indikationsstellung immer wieder auch mal in den Fokus gerät, gerade wenn die Patienten teilweise rollstuhlpflichtig sind, Rollatoren tragen oder ähnliches, muss man dieses Problem ansprechen. Ich sehe das am Ellenbogen kritischer, an der Schulter eher weniger. Also da hätte ich weniger Bedenken. Also wenn man mal, vor allen Dingen, wenn man mal so eine Schulter dort eingeschlagen hat oder einen Glenoid verschraubt hat, das ist schon richtig stabil. Ja, also da hat man schon ein gutes Gefühl und wir sind es gewohnt, durchaus mit osteopodischem Knochen zu arbeiten. Aber dieses metallische Augment, was dort ist und diese Rauigkeit, das frisst sich so gut in diesen Knochen rein. Also Lockerungen habe ich an der Schulter als Komplikation noch nicht wirklich gesehen. Das war immer unsere große Sorge, als wir damit anfingen. Ja, aber ja, das hat sich nicht bestätigt. Und man muss ja auch eins sagen, wenn wir zum Beispiel ein Hüftgelenk implantieren und jemand stolpert, hat er beim Stolpern das 9-fache Körpergewicht auf dieser Prothese. Das passiert bei Schulter natürlich nicht. Ja. Da ist das Körpergewicht nicht drauf. Das war bei den früheren
früheren Kappenprothesen dann doch ein bisschen anders mit den Lockerungen, oder nicht? Eigentlich nicht. Nee. Nein, eigentlich nicht. Das war das Problem der Kappen, war, dass dann sekundär die Rotatormanschette defekt wurde und die dann höher waren, dann auch die Kaffarthropathie entwickelt haben. Das war der Grund. Sonst, ich kenne immer noch genug Patienten, die noch zur Kontrolle kommen wegen anderer Geschichten, die haben diese Kappenprothesen bestens zufrieden. Ja, teilweise auch mit gerissener Rotatormanschette. Das ist auch sehr individuell unterschiedlich, muss man sagen. Aber ich sage mal, dadurch, dass es jetzt so gut funktioniert, ja, gibt es eigentlich keinen Grund, die anderen noch zu nehmen, obwohl ich sie sehr gerne implantiert habe, muss ich sagen. Ansgar, stößt du gelegentlich auf Probleme bei der Implantation der Gliosphäre aufgrund von Osteoporose, beziehungsweise musst du gelegentlich von der Planung Abstand nehmen aufgrund befürchteter Probleme? Also, ja, klar. Dadurch, dass wir meistens CT haben, haben wir schon immer eine relativ gute, einen relativ guten Einblick darüber, was erwartet uns da. Wir haben bei den, ich würde wirklich jetzt sagen mal 55 bis 60 Prothesen in inverser Form allein einmal wirklich auf diesen Großkopf umschwenken müssen. Wir hatten sogar einen Guide bestellt, weil wir gewusst haben, es wird schwierig, aber wo der Knochen es nicht gehalten hat. Aber natürlich, die Erfahrung wächst schon und die Ingenieure helfen uns dann auch dann dabei, wenn wir mal so einen Guide bestellen, die schauen sich das CT auch nochmal an und sagen, da kommt er an eure Grenzen. Man ist da schon sehr, sehr gut vorbereitet. Aber man muss, das ist klar, das haben wir von euch gelernt, immer einen Plan B haben. Ne? Also beim Rheumatiker muss man immer irgendwie auch einen zweiten Weg finden. Ich muss das Wort Guide vielleicht nochmal erklären. Guide ist eine individuelle Schablone, die individuell aus Kunststoff hergestellt wird, die quasi den Weg leitet. Die wird auf den Defekt gesetzt und man weiß genau, wo man das hin zu platzieren hat. Ja? Das haben wir beim Sprunggelenk, beim Sprunggelenksprothesen inzwischen auch. Ja, aber das ist eine große Hilfe. Welchen Zeitraum überblicken Sie der Schulterendoprothetik? Wie lange machen Sie das schon hier im Haus? Wie gesagt, 40 Jahre. Also das ist seit der Gründung der Rheumaorthopädie wird das regelmäßig gemacht. Dadurch die seit 40 Jahren werden Schultern ja, natürlich. 1803, was war es? Seit 40 Jahren, natürlich. Seit der Existenz darüber. Also eine Kappenprothesen, das ist ein ganz, ganz altes Prinzip. Diese inversen Systeme, die sind jetzt erst in den letzten 20, 30 Jahren so richtig in den Fokus gekommen. Bei uns war immer die große Sorge, diese langschäftigen Systeme, zementiert bei einem Rheumatiker mit Immodulation, Infektanfälligkeit und ähnliches reinzugehen. Ja. Da hat man Bauchschmerzen. Dadurch haben wir sehr, sehr viel Erfahrung mit diesen Kappenprothesen, die unglaublich gut funktioniert haben. Wir haben sie auch gerade bei jüngeren Patienten, 40, 50-jährigen Patienten eingesetzt, teilweise noch mit einer defizitären Rotatormanschette. Also das darf man sich vorstellen, nicht, da ist hervorragend Muskulatur, das ist teils vernarbt, musste das ein bisschen rekonstruieren, aber die haben unglaublich gute Beweglichkeiten hinterher gezeigt, wo man selber wüsste, eigentlich dürfte das anatomisch gar nicht funktionieren. Aber man hat halt wenig Erfahrung. Diese Systeme sind jetzt seit 10 Jahren etwa da und wir haben jetzt seit 6, 7 Jahren da intensive Erfahrungen mit und haben ganz, ganz neue Möglichkeiten. Die Schulterspezialisten bei den Arthrosepatienten haben das auch so und das wundert mich. Allerdings auch, wir haben ja hier in Münster einen Schulterexperten, Herrn Steinbeck mit seiner Praxis, der fast europaweit die meisten Schulterprothesen implantiert. Auch da geht diese Entwicklung auf invers maximal. Also nagel sich nicht fest auf Zahlen, aber das sind 80% inverse Systeme und der Rest ist anatomisch, weil es einfach so gut funktioniert. Aber man muss natürlich ganz junge Patienten, 30, 35, also man muss die Grenze finden. Natürlich, der Delta-Muskel ist dafür nicht anatomisch konstruiert. Und irgendwann kommt es schon auch zu einer gewissen Ermüdung dieses Muskels. Das darf man nicht außer Acht lassen. Man sagt so zwischen 8 und 10 Jahre, einige Studien sagen 12 Jahre. Die meisten Studien berichten aber auch, dass die Patienten wirklich merken. Das ist nicht so, dass das von jetzt auf gleich aufhört, sondern man hat einen gewissen Kraftverlust, der aber auch noch gut kompensiert werden kann. Aber das muss man mit dem Patienten natürlich gut besprechen. Ich habe eine Patientin jetzt mit 55 Jahren, katastrophale Schulterschmerzen, die aus diesem Grund sich das nicht traut, weil sie sagt, mit meiner Lebenserwartung,
Und da möchte ich das noch nicht. Und die muss man dann eng führen, wo wir dann irgendwann jährliche Kontrollen machen und einfach nur sagen, lasst uns ein Röntgenbild machen, dass wir nicht die Möglichkeit irgendwie versagen, dass wir sagen, jetzt geht gar nichts mehr aufgrund der Destruierung, sondern wir schieben das nach hinten, solange die Patientin das toleriert, versuchen die Mobilität der Schulter passiv auch zu fördern und dann irgendwann den Zeitpunkt zu finden. Das ist eigentlich die Prämisse aller unserer Operationen, ne? So weit wie möglich konservativ. Noch eine Frage? Kurze Frage, was kommt nach der inversen Schulterprothese? Ja, das ist es genau. Man hat schon Möglichkeiten, über aufwendige Latissimus Dorsi-Plastiken oder Ähnlichen dann sowas zu konstruieren. Aber das sind extrem aufwendige Operationen, auch mit nicht immer guten Ergebnissen. Also da steht man dann mit Rücken an der Wand. Das ist die Grenze, die wir haben. Ja. Aber man muss auch sagen, Schmerzen haben die Patienten zumindest keine. Ob sie das dann nicht mehr machen können, ja. Mein Ziel ist es immer, sie dahin zu kriegen auf jeden Fall, dass sie das noch gut machen können. Aber deswegen, das muss gut besprochen werden. Ja. Andere Alternativen gibt es leider wenige. Die Schulterarthrodese ist schwer durchzuführen, wird meist nicht und ist funktionell schwierig. Ja, und es gibt natürlich noch die Sine-Sine-Situation, das heißt ohne Prothese, macht manchmal sogar ganz gute Ergebnisse, ja, was man das einfach nicht ansieht, aber ist natürlich nicht unser Ziel. Aber trotzdem sind wir als Rheumorthopäden natürlich bei jeder Operation, die wir durchführen, immer schon mit dem Gedanken dabei, was passiert, wenn das System jetzt mal gewechselt werden muss. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, Sie haben Ihre Pause verdient. Besuchen Sie bitte auch die Industrie. Ich wünsche angenehme Diskussionen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Sie haben den Sendenhorster Kaffee und das Gebäck genossen. Sehr liebevoll alles zubereitet. Ich freue mich, Daniel Winschall ankündigen zu dürfen. Er ist Chefarzt der Kinderrheumatologie hier, länger hier im Haus als ich. Aber wir haben festgestellt, dass wir viele gemeinsame Interessen haben, Ultraschallprojekte, auch uns mehr über die Transition noch verstärkt zusammen kümmern wollen, einige Ideen haben, wie wir tatsächlich Myositis-Patientinnen und Patienten, gerade im Kindes- und Jugendlichenalter, gemeinsam auch in der Übergangsphase betreuen können, vielleicht auch Studienideen zusammen umsetzen können. Freue mich jetzt auf deinen Vortrag zum Thema, was gibt es Neues in der Kinderrheumatologie. Die Kinderrheumatologie hängt ja immer etwas hinterher und da sind wir ganz gespannt, was es da gibt. Ja, danke, lieber Peter. Danke auch Michael für die hervorragende Organisation des 28. Adventssymposiums. Ich bin jetzt heute zum, ich glaube, 5. Mal sogar schon dabei. Ich bin zwar erst seit 4 Jahren hier, aber ich war einmal zuvor schon von Gerd damals eingeladen worden. Und es ist doch immer eine ganz besondere Veranstaltung. Und für mich persönlich ist das auch mit einem der ersten Besuche hier in Sendenhorst verbunden. Und ich freue mich immer wieder auf das Adventssymposium. Ja, es geht jetzt um Medikamente. Es geht jetzt nicht grundsätzlich um die Kinderrheumatologie. Ich werde Ihnen zunächst mal nach einer kurzen Einführung den aktuellen Stand vorstellen, den wir momentan haben, welche Zulassungen aktuell bestehen. Dann werde ich im zweiten Teil auch nochmal auf Kollagenosen eingehen, die juvenile Dermatomyositis und den Lupus, für die wir auch jetzt aktuell neue Therapieoptionen erhalten werden. Und dann nochmal zu einem Medikament, was jetzt auch zuletzt in Deutschland sogar erstmals erfolgreich beim Makrophagenaktivierungssyndrom eingesetzt wurde. Ja, das letzte Jahr hat uns, wie auch schon das Jahr davor eigentlich, vor große Herausforderungen gestellt in der Kinderrheumatologie. Auch Sie leiden natürlich in der internistischen Rheumatologie unter dem Defizit von Triamcinolon-Hexacetonid. Aber gerade bei unseren Patienten, bei denen ja häufig nur ein Kniegelenk oder zum Beispiel ein Sprunggelenk betroffen ist, macht sich das natürlich sehr bemerkbar, dass uns dieses Medikament fehlt aktuell bei den intraartikulären Injektionen. Es gab dazu auch schon mal 2 Studien, also Vergleichsstudien, die damals Triamcinolon mit Triamcinolon-Hexacetonid verglichen
hatten und gezeigt hatten, dass hier doch eine geringere Wirksamkeit nach Injektion besteht. Und das ist leider auch das, was wir momentan bei unseren Kindern beobachten können, dass die viel früher wieder zur Injektion kommen müssen bei einer Oligoarthritis. Deshalb hatten wir von der GKJR hier auch mal diesen Artikel verfasst, der war in der Frankfurter Allgemein und auch im Deutschen Ärzteblatt, um auf diese Thematik aufmerksam zu machen. Aber leider ist da aktuell noch nicht so richtig Land in Sicht. Ich hatte jetzt gestern erfahren, dass es wohl in der Türkei wieder möglicherweise diesen Wirkstoff gibt und dass man ihn dort beziehen kann. Wir hatten ja hier in Sendenhorst jetzt aus Großbritannien und zuletzt aus Frankreich Triamcinolon-Hexacetonid bezogen, aber das ist leider im Augenblick für uns nicht verfügbar. Ja, die zweite Herausforderung, die wir bei unseren Kindern immer wieder erkennen können, und das werden Sie auch gleich hier miterleben, ist, dass wir mit unseren Medikamenten und den Zulassungen immer etwas hinterherhängen. Und einige der Medikamente, die teilweise bei Ihnen schon seit 10 Jahren in der internistischen Rheumatologie im Einsatz sind, die werden jetzt gerade erst für die Kinder zugelassen, sodass wir sehr häufig Off-Label-Anträge beim MDK und bei den Kassen stellen müssen und die Therapie begründen müssen. Und da gab es jetzt beim ACR in San Diego auch eine sehr interessante Debatte. Da ging es um das Thema Kinder in Erwachsenenstudien, und da wurde eben Pro und Kontras vorgestellt. Ich kann das hier gar nicht insgesamt, weil das eine sehr interessante und sehr weitreichende Diskussion war, alles zusammenfassen. Aber man sollte vielleicht schon mal überlegen, ob man das vielleicht in Zukunft auch ein bisschen aufbrechen sollte. Wir haben ja gerade, wenn wir auch die Zulassungsstudien betrachten, immer diese Einschlusskriterien von 0 oder einem Jahr bis 18 Jahren. Und vielleicht würde es in Zukunft doch mal Sinn machen, eine Studie mit zum Beispiel Jugendlichen ab dem Alter von 14 Jahren dann zusammen mit Erwachsenen aufzulegen, um solche Zulassungen vielleicht doch etwas früher, zumindest für einen Teil oder für die jugendlichen Patienten zu bekommen. Und ich denke, da kann man sicher drüber diskutieren. Natürlich sind Kinder keine kleinen Erwachsenen. Wir haben ganz andere Gegebenheiten, einen viel größeren Extrazellularraum, gerade bei den kleinen Kindern. Wir haben eine ganz andere Kreatinin-Clearance. Da gibt es viele Unterschiede, die wir beachten müssen bei diesen Studien. Aber gerade im Jugendbereich würde das sicher in Zukunft auch Sinn machen, da noch mehr zusammenzuarbeiten, interdisziplinär, und solche Studien aufzulegen. Ja, kommen wir zum aktuellen Stand. Wir hatten das ja heute auch schon gehört. Spielt MTX überhaupt noch eine Rolle bei der Behandlung unserer Patienten? Und bei den Kindern sehen Sie, dass sich da selbst in der Biologica-Ära eigentlich nicht sehr viel geändert hat. MTX ist weiterhin mit 41% ein sehr wichtiges Medikament bei unseren Patienten, was wir auch bei fast allen Unterformen der JTA einsetzen. Aber natürlich sind seit 2000 die Biologica dazugekommen. Und Sie sehen hier, je nach Zulassung hat eben der Anteil der Patienten auch zugenommen mit der Therapie von zum Beispiel Etanercept, Adalimumab, zuletzt auch den Interleukin-1-Inhibitoren, Golimumab, und es kommen weitere dazu, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Ja, für uns ist es immer auch eine Herausforderung, die unterschiedlichen Subtypen der JTA zu behandeln. Und wir wissen inzwischen auch aufgrund der zunehmenden Aufschlüsselung der Pathophysiologie, dass bestimmte Unterformen der JTA zum Beispiel besser auf eine Interleukin-1 oder Interleukin-6-Inhibition ansprechen, wie die SJTA, die ja eigentlich eine autoinflammatorische Erkrankung darstellt. Die polyartikulären Formen, die können wir sehr gut mit TNF-Alpha-Inhibition oder Interleukin-6-Blockade behandeln. Und bei der Enthesitis-assoziierten Arthritis oder Psoriasis-Arthritis sind in den letzten Jahren eben die Interleukin-17-Inhibitoren auch mit sehr gutem Erfolg bei den Kindern dazugekommen, sodass wir da jetzt auch deutlich mehr Therapieoptionen haben. Und diese Folie zeigt Ihnen mal den Zustand, den wir vor dem Jahr 2000 in der Kinderrheumatologie hatten. Da hatten wir doch wenige Präparate. Gerd kennt natürlich diese Zeit noch sehr gut. Methotrexat, Sulfasalazin, was damals bei der Enthesitis-assoziierten Arthritis vor allem eingesetzt wurde, und dann noch Hydroxychloroquin, was auch für verschiedene Unterformen
eingesetzt wurde, aber die Einführung der Biologika hat die Therapie natürlich revolutioniert. Und Sie sehen hier die inzwischen zugelassenen Biologika für die Kinderrheumatologie und für die unterschiedlichen Unterformen. Jedes Medikament ist auch fast einzeln nochmal für die einzelnen Unterformen zugelassen. Und in den letzten Jahren sind da eben neue Stoffe dazugekommen, die Small Molecules, die JAK-Inhibitoren. Und Sie sehen, dass hier also sich einige noch in klinischer Prüfung befinden. Das sind die roten hier für verschiedene Unterformen, zum Beispiel Tofacitinib für die SJDA wird gerade in einer Studie untersucht. Aber wir haben auch schon die ersten zugelassenen JAK-Inhibitoren und jetzt ganz kürzlich im Oktober zugelassen Baricitinib für die Enthesitis-assoziierte Arthritis, die Psoriasis-Arthritis und die polyartikuläre Arthritis bei Kindern, was schon einen tollen Erfolg auch darstellt, weil sich das Repertoire eben deutlich verbessert. Und bei der Psoriasis-Arthritis, da haben wir eben auch noch die Interleukin-17-Inhibitoren mit Secukinumab und Ixekizumab, was sich auch noch in klinischer Prüfung aktuell befindet. Also diese Folie ist eigentlich schon der Vortrag, aber ich möchte mit Ihnen natürlich noch mal ein bisschen tiefer auf die einzelnen, vor allem neuen Medikamente und Substanzen eingehen. Hier sehen Sie noch mal Daten aus der Zulassungsstudie für Tofacitinib. Tofacitinib ist ja ein JAK 1, 2 und 3 Hemmer, also ein Pan-Kinase-Hemmer, kann man sagen, der hier in dieser Zulassungsstudie eben einen sehr guten Erfolg bei über 200 Kindern gezeigt hat mit Enthesitis-assoziierter Arthritis, Psoriasis-Arthritis und polyartikuläre Arthritis. Die Daten für die Enthesitis-assoziierte Arthritis waren in dieser Studie aber nicht ganz so überzeugend wie die für die polyartikuläre Arthritis, sodass Tofacitinib nicht für die Enthesitis-assoziierte Arthritis in Europa zugelassen wurde. Hier sehen Sie die Verbesserungsdaten, da müssen wir jetzt gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen, aber sehr hohe und sehr gute Ansprechraten bei den Kindern mit polyartikulärer Arthritis. Und auch die hier in dieser doppelblinden Teil der Studie, also im Vergleich zu Placebo, sah man hier bei den Tofacitinib-behandelten Patienten deutlich längere Intervalle bis zum Auftreten eines erneuten Krankheitsschubes, also sehr gute Daten hier im Vergleich zu Placebo. Ja, was die Zulassung angeht, wurde Tofacitinib dann als erster Januskinase-Inhibitor für die Kinderrheumatologie Ende 2021 zugelassen. Sie sehen hier die unterschiedlichen Dosierungen für die Gewichte der Kinder. Und gerade für die kleinen Kinder, und das ist ein Vorteil dieser Substanz, gibt es auch eine Lösung, die wir eben oral applizieren können. Und das ist für viele Kinder, insbesondere die ja auch einen großen Vorbehalt vor Injektionen oder Spritzen haben, schon manchmal auch ein großer Vorteil beim Einsatz in der Kinderrheumatologie. Hier sehen Sie das Studienprogramm von Tofacitinib. Aktuell wird noch eine Studie zur SJDA durchgeführt. Ich darf nur so viel verraten, dass sich hier auch ein ganz guter Effekt von Tofacitinib gezeigt hat. Inwieweit hier eine Zulassung anstehen wird, ist noch ein bisschen offen, muss man sagen. Und es gibt noch eine Studie, die alle vorher in der Studie befindlichen Patienten gemeinsam über längere Zeit verfolgen soll. Das ist das Programm von Pfizer bezüglich der SJDA und JDA. Ja, dann kommen wir zu Baricitinib. Baricitinib wurde jetzt in diesem Jahr groß publiziert im Lancet, auch die Zulassungsstudie letztlich mit über 220 Patienten. Auch hier wurden Kinder mit polyartikulärer Arthritis, Enthesitis-assoziierter Arthritis und Psoriasis-Arthritis eingeschlossen. Eigentlich ein ganz ähnliches Studiendesign wie bei Tofacitinib. Und man muss auch sagen, dass die Ansprechraten ganz ähnlich waren. Auch die Sicherheitsdaten, das sehen Sie hier nochmal, die Ansprechraten. Hier auch wieder im Vergleich zu Placebo ein signifikanter Unterschied. Und das hat letztlich dann zu der Zulassung auch für Baricitinib geführt, die jetzt im Oktober erfolgt ist.
Und hier wurde aber aufgrund der überzeugenden Daten auch Baricitinib für die Enthesitis-assoziierte Arthritis zugelassen. Sodass wir jetzt erstmals in der Kinderrheumatologie auch einen Januskinase-Inhibitoren für die Enthesitis-assoziierte Arthritis haben. Und das ist bei dieser Unterform dann auch eben nochmal eine ganz gute Alternative. Hier die Sicherheitsdaten, die waren auch relativ überzeugend, muss man sagen. Es traten hier etwas häufiger Harnwegsinfekte auf in dieser Studie, aber keine schweren Infektionen und auch natürlich keine Todesfälle, das ist ganz klar. Und hier sehen Sie die Applikationsform von Baricitinib. Baricitinib wird nur einmal täglich gegeben. Und hier gibt es eigentlich nur zwei Dosierungen, also von 10 bis 30 Kilogramm 2 Milligramm. Das ist eine Tablette, die aber auch in Wasser aufgelöst werden kann, sodass man das auch in flüssiger Form applizieren kann und ab dem Gewicht von 30 Kilogramm dann eine 4 Milligramm Tablette. Hier sehen Sie das Programm, was für Baricitinib noch geplant ist. Das ist sicher auch etwas ganz Spannendes, weil wir ja einige Kinder haben mit einer Uveitis, also einer Augenbeteiligung beim kindlichen Rheuma. Und da scheinen diese Januskinase-Inhibitoren auch sehr effektiv zu sein. Wir haben das jetzt auch mit Professor Heiligenhaus schon bei mehreren Patienten durchgeführt, teilweise mit Tofacitinib, aber auch schon mit Baricitinib. Und da scheinen die Januskinase-Inhibitoren wirklich erfolgsversprechend zu sein, wenn man so die ersten Daten und Kohorten sieht. Also möglicherweise auch nochmal eine ganz wichtige Alternative. Ja, dann kommen wir zum letzten Januskinase-Inhibitoren, der in vielleicht unmittelbarer Zeit auch zugelassen werden wird für die Therapie der JTA. Da gibt es bis jetzt nur eine Phase-1-Studie in drei Teilen. Die ersten Teile waren eher so eine Dosisfindungsstudie. Und jetzt ist dieser dritte Teil begonnen worden. Da sind wir auch Studienzentrum. Das heißt, da werden vor allem aber Kinder mit polyartikulärer Arthritis behandelt, nicht mit Enthesitis-assoziierter Arthritis oder Psoriasis-Arthritis. Und auch da zeigen sich bisher sehr gute Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten. Aber diese Studie wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, sodass da die Zulassung vielleicht frühestens für 2025 zu erwarten ist. Hier sehen Sie nochmal diese Sicherheitsdaten für die Upadacitinib-Studie. Und das Einzige, was hier so ein bisschen auffällt, ist, dass bei den älteren Kindern in diesem zweiten und dritten Teil der Studie etwas mehr Nebenwirkungen zu verzeichnen waren. Das sind sicherlich auch etwas kränkere Kinder in dieser Studie gewesen. Und dasselbe spiegelt sich eigentlich auch bei den Wirksamkeitsdaten wieder. Sie sehen hier, dass die älteren Kinder, das ist diese blaue Gruppe, dass die etwas schlechter angesprochen haben. Wenn man sich den ACR70 anschaut, sogar signifikant schlechter als die jüngeren Kinder. Das heißt, da scheint Upadacitinib möglicherweise auch besser zu wirken, wenn es bei medikamentennaiveren Patienten eingesetzt wird in einem früheren Stadium. Das können wir ja auch für andere Medikamente und Biologika bei den Kindern beobachten. Und ich habe das mal hier verglichen mit den Daten aus der Zulassungsstudie. Das sind natürlich keine Head-to-Head-Daten und man muss hier berücksichtigen, dass Upadacitinib hier auch wesentlich weniger Patienten beinhaltet, wenn man das vergleicht. Aber wenn man das so sieht, dann sind die ACR30 und ACR70 Ansprechraten tatsächlich bei den Upadacitinib-Patienten noch etwas höher. Also das sieht erstmal ganz vielversprechend aus, aber man muss natürlich auf die Phase-3-Studie warten, ob tatsächlich dieser selektive Januskinase-1-Hämmer den anderen überlegen sein wird. Das ist noch sehr offen, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter weg von der JTA zu den kindlichen Kollagenosen. Auch da spielen diese neuen Substanzen inzwischen eine möglicherweise potenziell sehr, sehr wichtige Rolle. Und wir hatten das heute ja schon mal ganz kurz angesprochen, das Thema Autoinflammation und Autoimmunerkrankungen. Inzwischen diskutiert man ja dieses Kontinuum zwischen Autoinflammation und Autoimmunerkrankungen. Man sieht, dass Patienten mit autoinflammatorischen Erkrankungen
auch teilweise sehr viele Autoimmunphänomene aufweisen. Und aktuell untersuchen auch Kollegen von mir in der Kinderrheumatologie, ob auch bei den Autoimmunerkrankungen, den klassischen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel der JIA, auch autoinflammatorische Biomarker zu finden sind oder Anzeichen in der Pathophysiologie, die möglicherweise in Zukunft auch Targets für die Therapie darstellen. Und was man gesehen hat, insbesondere bei den Typ-1-Interferonopathien, das ist eine bestimmte Untergruppe der Autoinflammationserkrankungen, ist, dass da natürlich das Typ-1-Interferon hochstimuliert ist. Und das verhält sich ganz ähnlich wie zum Beispiel bei der MDR5 antikörperpositiven juvenilen Dermatomyositis. Also da sieht man durchaus ähnliche Symptome und ähnliche Autoimmunphänomene. Und eines, was diese beiden Erkrankungen auch aufweisen, sind hohe Interferonsignaturen. Und Interferon ist ja ein Angriffsort auch der Januskinase-Inhibitoren. Und so hat man dann eben vor einigen Jahren auch versucht, Kinder mit juveniler Dermatomyositis und auch natürlich im Erwachsenenbereich mit den Januskinase-Inhibitoren zu behandeln. Und insbesondere bei diesen Patienten mit MDR5-Antikörpern scheint das eine relativ erfolgsversprechende Therapie zu sein, weil die in der Regel etwas höhere Interferonsignaturen zeigen. Und hier sehen Sie nochmal diese unterschiedlichen Verläufe. Bei der juvenilen Dermatomyositis, da gibt es scheinbar auch Unterschiede zur erwachsenen Dermatomyositis. Das ist ganz spannend. Und das waren so die ersten Kohorten, die damals 2020 von Hannah Kim aus den USA vorgestellt wurden. Das waren damals hier vier Patienten mit einer juvenilen Dermatomyositis, die mit Baricitinib behandelt wurden. Und das waren doch sagen wir mal, erfolgsversprechende Ergebnisse bei diesen ersten Patienten, die sich hier darunter gebessert hatten. Und dann gab es auch mal eine ganz kleine Kohorte hier nur von zwei Patienten mit MDR5-Antikörpern. Das waren die ersten Patienten auch aus dem Kinderbereich, die damals mit Tofacitinib behandelt wurden. Und auch hier sah man ein ganz gutes Ansprechen und eine Stabilisation der Kalzinosis, was ja auch eine schwere, unerwünschte Wirkung dieses Krankheitsbildes ist. Und wir haben jetzt hier in Sendenhorst eine durchaus überschaubare und kleine Kohorte von therapierefraktären Patienten mit einer juvenilen Dermatomyositis mit Januskinase-Inhibitoren behandelt. Aber das haben wir jetzt mal zusammengestellt und möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz zeigen. Das waren insgesamt hier sechs Patienten, bei denen wir auch diese Interferon-Signaturen zu Beginn gemessen hatten, die eigentlich bei fast allen Patienten erhöht waren, bis auf bei einer Patientin, die schon seit über vielen, vielen Jahren behandelt wurde. Das sind die Signaturen, die wir bei Beginn der Januskinase-Therapie gemessen hatten. Und Sie sehen, das sind sehr unterschiedliche Patienten. Also drei dieser Patienten waren MDR5-Antikörper-positiv. Hier sehen Sie noch diese anderen Antikörper, die wir bei den Patienten nachwiesen. Und wir hatten hier teilweise Patienten mit schwerer Kalzinosis dabei, mit kutaner Manifestation, mit teilweise aber auch Vaskulitis. Das war bei einer Patientin sehr stark ausgeprägt und nur ein Patient hatte auch eine schwere Lungenbeteiligung zu Beginn der Januskinase-Inhibitoren-Therapie. Und hier sehen Sie mal Bilder oder Eindrücke dieser Patienten. Also das ist hier ein Ultraschallbild dieser Patientin, die eine schwerste Kalzinosis hatte. Die Patientin lebt wirklich in so einem Kalkpanzer aktuell. Die wurde auch schon in mehreren Zentren in Deutschland behandelt. Dann sehen Sie hier diese Patientin mit MDR5-Antikörpern, die eine schwere Vaskulitis im Bereich der Akren aufwies. Teilweise hier schon mit Nekrosen. Und dann teilweise auch Patienten mit einer sehr starken Hautbeteiligung. Und wir haben dann diese Interferonsignaturen unter der Januskinase-Inhibition versucht zu messen mit den Kollegen aus Münster zusammen. Und Sie sehen, dass sich diese Interferonsignaturen hier bei den Patienten deutlich gebessert haben. Und insgesamt muss man sagen, haben zunächst auch tatsächlich alle sechs Patienten sehr gut auf die Therapie angesprochen.
bei zwei Patienten, die nicht MDR5-Antikörper positiv waren, mussten wir die Therapie inzwischen aber ändern. Und hier zeige ich Ihnen mal nur so diese ganz groben Daten aus dem Beginn der ersten Therapie bis zum 18. Monat. Und das waren diese Interferonsignaturen, die scheinbar einen sehr guten Biomarker darstellen, auch um das Ansprechen der Therapie bei den Patienten mit juveniler Dermatomyositis zu verfolgen. Und insgesamt hatten sich die Patienten hier auch deutlich gebessert. Aber wir müssen auch sagen, insgesamt waren es vor allem die Patienten mit MDR5-Antikörpern, die hier sehr, sehr gut angesprochen hatten. Und bei der Patientin, die diese schwerste Kalzinosis aufwies, da hat sich tatsächlich inzwischen eine Stabilisation der Kalzinosis gezeigt, teilweise sogar eine Besserung. Und ich war jetzt vor zwei Wochen auf dem indischen Kinderrheuma-Kongress. Da hatten die eine sehr, sehr große Kohorte von 14 Patienten mit schwerster Kalzinosis und hatten die alle mit Tofacitinib behandelt und auch wirklich bei 90% mit sehr, sehr gutem Erfolg. Also möglicherweise scheint das doch eine Therapieoption bei diesen Patienten zu sein. Man scheint nur sehr lange warten zu müssen, bis sich das wirklich zeigt und zu verfolgen ist. Ja, dann komme ich zum Schluss noch zum juvenilen Lupus. Da haben wir ja seit zwei Jahren das Belimumab mit dem Einsatz, auch mit sehr gutem Erfolg. Das wird inzwischen auch in dem deutschen Biker-Register mit erfasst. Das ist dieser Anti-Bliss-Antikörper, der bei den Kindern aktuell aber nur als Infusionstherapie zugelassen ist. Das heißt, die Kinder müssen dann alle vier Wochen eben zum Kinderrheumatologen kommen, um sich das Medikament zu holen. Aber die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Das war hier noch die Zulassungsstudie, die Hermine Brunner vorgestellt hatte. Also damit besteht zumindest auch noch mal eine zugelassene Option für Kinder mit Lupus, weil wir uns vorher eben in diesem Bereich von B-Zell-Hemmung mit Rituximab oder auch mit Mycophenolat, Mofetil immer im Off-Label-Bereich befunden haben. Das heißt, hier mussten wir sehr viele Anträge immer stellen, um hier eine adäquate Therapie bei den Patienten durchführen zu können. Und ein neuer Wirkstoff, der sicher auch möglicherweise eine sehr gute Option für den Lupus in Zukunft darstellen wird, könnten die monoklonalen Antikörper gegen Interferon Alpha sein, das Anifrolumab, für das ist jetzt auch eine Studie aufgelegt worden, also eine Phase-3-Studie. Das Ziel ist sicherlich auch die Zulassung. Die Studie beginnt aktuell und man nimmt aber an, dass diese Studie erst im Jahr 2029 abgeschlossen sein wird. Also da muss man noch ein bisschen Geduld haben und abwarten. Trotzdem werden wir möglicherweise dieses Medikament dann auch im Off-Label-Bereich schon einsetzen. Und das allerletzte Medikament versprochen, was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist Emapalumab. Das ist ein Interferon-Gamma-Antikörper. Hier sehen Sie diese größere Studie oder Kohorte von 14 Patienten, die von De Benedetti in den letzten Jahren publiziert wurde und in der eben alle Patienten, die hier mit diesem Antikörper mit einem therapierefraktären Makrophagen-Aktivierungssyndrom behandelt wurden, in Remission geführt hat. Das Medikament wird aktuell noch ein bisschen kontrovers diskutiert, ist auch extrem teuer, schwierig zu bekommen. Also das ist in Bremen jetzt einmal eingesetzt worden, allerdings erfolgreich bei einem Patienten mit Makrophagenaktivierungssyndrom. Das stellt ja immer noch eine sehr schwere und manchmal auch letal verlaufende Komplikation bei Patienten mit Morbus Still dar. Also das könnte sich auch ein bisschen etablieren, aber da muss man sicher auch noch mal ein bisschen abwarten, wenn noch mehr Patienten damit behandelt wurden. Und hier diese Studie, die beinhaltete insgesamt 13 Patienten mit SJDA und einen Patienten auch mit adultem Still-Syndrom. Und das ist auch ein Beispiel für eine Studie, die mit Erwachsenen und Kindern durchgeführt wurde. Also trotz allem ganz, ganz spannende Daten erstmal. Ja, und damit komme ich zum Abschluss meines Vortrages. Sie haben gesehen, also wir haben jetzt zwei Januskinase-Inhibitoren, die zugelassen sind für verschiedene Unterformen
bei der JIA für die Kollagenosen, insbesondere die juvenile Dermatomyositis, stellen die Januskinasen-Inhibitoren sicher eine sehr, sehr gute Option in Zukunft dar. Auch für den Lupus wird sich einiges tun, aber wir müssen diese neuen Substanzen natürlich auch in Langzeitregistern erfassen und auf Nebenwirkungen auch in Langzeithinsicht überprüfen. Das ist sicher eine wichtige Aufgabe auch für die Kinderrheumatologie in den nächsten Jahren. Ja, und jetzt komme ich schon zur ersten Quizfrage. Hier gibt es aber nur eine einzige Antwort. Und zwar möchte ich Sie fragen, wer über 28 Jahre mit großer Ausdauer, Perfektion und Treffsicherheit für die richtigen Themen das Sennenhorster Adventssymposium organisiert und etabliert hat. Und ich glaube, das wissen Sie alle. Also da haben wir sicher 100% hier bei dieser Frage. Und damit ja, möchte ich Ihnen für die Aufmerksamkeit danken. Und dir natürlich, lieber Michael, dein Handicap ist wahrscheinlich sogar noch besser als 28. Das ist schon eine tolle Leistung und würde uns natürlich sehr freuen. Und ich glaube, da spreche ich auch für Peter, wenn du auch das 29. und dann das 30. Noch mit dabei sein wirst. Also herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung. Und wir haben sogar noch 4 Quizfragen, die wir jetzt mit Ihnen durchführen wollen. Ah ja, da kommen die schon. Okay. Ja, welcher Januskinase-Inhibitor ist für Kinder mit einer Enthesitis-assoziierten Arthritis zugelassen? Sicher, das ist leicht zu beantworten. Den hier habe ich nicht vorgestellt. Da weiß ich nicht, ob der noch mal kommt hier. Ich glaube, wir können es auflösen. Ah ja, okay. Baricitinib ist tatsächlich zugelassen worden. Die Daten für Tofa waren nicht ganz so überzeugend. Deshalb tatsächlich aktuell nur Baricitinib seit Oktober zugelassen für die Enthesitis-assoziierte Arthritis. Meine nächste Frage für die Behandlung der SJIA ist, welches Medikament zugelassen? Da haben wir gesehen, dass die Interleukin-1-Inhibition sehr erfolgreich wirkt, aber auch ein anderes Interleukin. Genau, ich glaube, wir können das auflösen. Genau, Tocilizumab ist richtig, also Interleukin-6-Inhibition ist zugelassen für die SJIA. Tofa wird aktuell in Studien untersucht, das könnte eventuell kommen, aber ist aktuell noch nicht zugelassen für die SJIA. Dann die dritte Frage, vorletzte Frage, welches Medikament ist erst ab dem Alter von 5 Jahren zugelassen? Ich weiß gar nicht, ob ich das so explizit erwähnt hatte. Die meisten Medikamente sind ab 2 Jahren zugelassen, aber ein Medikament ist erst ab dem Alter von 5 Jahren für eine bestimmte Kollagenose zugelassen, um die Beantwortung ein bisschen zu erleichtern. Gut, dann lösen wir das mal auf. Genau, Belimumab ist ab dem Alter von 5 Jahren zugelassen, also 5 bis 18 Jahren für den Lupus bei Therapie refraktärem Verlauf. Und dann die letzte Frage noch, welches Medikament zur Gelenkinjektion bei Kindern ist aktuell leider nicht verfügbar. Wir hoffen, das ändert sich. Sicher die 4, genau. Und ich glaube, das können wir schon auflösen. Da möchte ich jetzt 100% eigentlich sehen, aber genau. Aber Triamcinolon Acetonid geht natürlich auch. Das verwenden wir aktuell und ich hoffe nicht mehr so lange, aber das ist aktuell das Medikament der Wahl. Und damit, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, sehr schön, lieber Daniel. Toller Vortrag, toller Überblick über die Medikamente. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Das ist nicht der Fall aktuell. Es zucken noch die ein oder anderen. Da, Herr Menne, ja, verlässlicher Frager. Ja. Bitte.
Also das war eigentlich in dieser ersten Phase, also als diese Dosisfindung war, da konnte man eigentlich sehen, dass es keinen Unterschied gab mit dieser etwas niedrigeren Dosis und höheren Dosis bei allen Altersgruppen. Also man nimmt an oder kann mutmaßen, dass es eher diese ja, eher therapierefraktäreren Verläufe bei den älteren Kindern schon sind. Das heißt, Kinder, die schon mit vielleicht vier verschiedenen Biologika vorbehandelt wurden und dann letztlich auf Upadacitinib schlechter angesprochen hatten. Wir sehen das auch jetzt aktuell bei Tofacitinib. Da gibt es die ersten sozusagen Real-World-Daten aus dem Biker-Register. Und da scheint das auch eben nicht das ganz große Heilmittel für alle Patienten zu sein, sondern man sieht da schon, dass Kinder, die vorher auch schon therapierefraktärere Verläufe hatten, leider auch auf Tofacitinib nicht so gut ansprechen. Und ich denke, das ist auch dieser Effekt da bei diesen UPA-Daten. Ich habe vielleicht noch eine Frage zu dem Emapalumab, der letzten Substanz für das Makrophagenaktivierungssyndrom. Es gibt ja da den Unterschied sekundäre HLH oder Makrophagenaktivierungssyndrom und bei Kindern ja primäre HLA-Formen auch mit Perforindefekten und dergleichen. Wäre das ein Wirkprinzip, was dort auch wirken würde oder würde man das eher nicht erwarten? Ja, das wird auch aktuell diskutiert, auch von den Kinder-Onkologen. Die sind aber davon nicht so überzeugt. Und da waren auch, also es ist schon eingesetzt worden, auch bei primärer HLH. Das war aber nicht so überzeugend. Und die Kinder-Onkologen haben da auch sehr große Sorge vor schweren Infektionen. Also das ist wahrscheinlich wirklich ein Antikörper, der eher für die für das sekundäre Makrophagenaktivierungssyndrom bei Morbus Still dann in Frage kommt. Ja. Also die bevorzugen eher noch eine andere Therapie bei der primären Form. Okay, angesichts der fortgeschrittenen Zeit nochmal vielen Dank, Daniel, für die spannenden Daten. Dann darf ich gleich überleiten zu Anna Meyer, leitende Oberärztin aus unserer Klinik, die sich ja sonst bekannt gemacht hat für Themen, die sich eher um Gendermedizin und Frauen drehen. Ja, aber heute freue ich mich dann umso mehr, dass du dir mal das Thema Osteoporose bei Männern ausgesucht hast. Das ist ja auch eine therapeutische, manchmal diagnostische Herausforderung ein bisschen mehr. Da bin ich ganz gespannt, was du uns darüber zu erzählen hast. Vielen Dank. Ja, genau. Daniel macht ein Foto von mir. Ja, auch von mir. Wunderschönen guten Tag. Wie viele von Ihnen haben schon Männer mit Osteoporose behandelt? Ja, und wie viele von Ihnen kennen mindestens einen Mann, dessen Gesundheit ihm am Herzen liegt? Echt? Hey, so wenige? Also ich meine, ihr seid ja die heftige Männer. Also, das Thema Osteoporose, das ist immer noch nicht die aktuelle Version, aber arbeitet dran, okay. Also, das Thema Osteoporose kann sehr kompliziert sein. Die neue Leitlinie, frisch erschienen im Jahre 2023, macht es uns auch nicht leichter. Sie werden aber in den nächsten 25 Minuten sehen, dass das Thema wirklich Spaß macht und dass Sie, wenn Sie so die wichtigsten Punkte mitnehmen, sehen, dass das Thema Spaß macht und dass sie schneller zu Therapieentscheidungen kommen und auch ja, für sie selbst oder für ihre Familienmitglieder, Freunde eine gute Strategie entwickeln. Ja, mein Name ist Anna Meyer, ich beschäftige mich mit diesem Thema Rheumatologie, Osteologie seit anderthalb Jahren. Jahrzehnten und wir sind nicht nur die Klinik für die Rheumatologie und Immunologie, sondern wir sind ein DVO Osteoporose Schwerpunktzentrum. Die Kriterien sind nicht so einfach zu erfüllen, aber wir im Stift, wir haben es geschafft. Ja, meine Interessenskonflikte und ich möchte mit Ihnen drei Blöcke besprechen, gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen der Osteoporose der Frau und des Mannes? Was gibt es da Besonderes und was gibt es Neues? Na, die Leitlinie, die erste Leitlinie im Jahr 2005, wer kann sich noch an sie erinnern? 2005, Herr Menne, wissen Sie, wie die noch ausgesehen hat?
so vom Volumen her. Ich helfe Ihnen. Das war eine DIN A5-Seite, beidseits bedruckt. Die Kittelversion aktuell ist 15 Seiten und die Vollversion 420. Ja, wir arbeiten das jetzt gerade durch und zum Heiligabend sind wir fertig. Nein, so schlimm wird es jetzt nicht, aber Sie werden Folgendes sehen. Die Osteoporose des Mannes ist nach wie vor unterdiagnostiziert und 40% aller Osteoporose-Frakturen passieren bei Männern, obwohl die Osteoporose ja bei Frauen eigentlich häufiger vorkommt. Und wenn Männer eine osteoporotische Fraktur erleiden, sterben sie häufiger dran. Und diese drei Punkte, ne, die dürfen wir irgendwie so gemeinschaftlich hier bearbeiten und dass Sie das in Ihren Alltag mitnehmen. Genau. Also, Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau. Also Männer generell haben ja mehr Muskulatur, aber hier in dem Fall, hinten Leute sehen das nicht. Ich lese das vor, Papst Johannes II., Josef Ratzinger ist hier. Aber ne, dort der Herr, der war 83 Jahre alt. Und vielleicht erkennen Sie eine gewisse Sarkopenie. Ja, er hatte eine Parkinson-Erkrankung als ein hohes Risiko für die Osteoporose. Und er hat hier nach seinem Erscheinungsbild auch schon eine Gebrechlichkeit mit einer Osteoporose. Soweit zu den Männern. Und es gibt auch solche Frauen. Johanna Quaas, wenn Sie wirklich Zeit haben, eine faszinierende Frau, ist hier 88 Jahre alt. Die gute Dame ist jetzt 98 Jahre alt. Sie lebt in Halle an der Saale und sie turnt immer noch und sie hat eine Kniearthrose, sonst würden sie auf dem Barren immer noch herumhüpfen. Ne? Auch solche Frauen, also Sie sehen, es ist nicht automatisch immer eine Frauenkrankheit. Es gibt durchaus Männer mit einer Osteoporose, die prominent sind. So, und jetzt, das ist die Tabelle schon mittlerweile mit dem historischen Wert aus der letzten Leitlinie. In der neuen Leitlinie kommt sie nicht vor. Trotzdem dürfen wir sie benutzen, weil wir, naja, hier, Sie können mir sagen, ja, da sind aber viele Kästchen, wie soll ich mir das merken? Ja, die neue Leitlinie hat 6 davon und für Mann und Frau getrennt. Aber hier ist die Trennung zwischen Mann und Frau folgendermaßen. Sie sehen, dass Frauen mit 10 Jahren jünger dran sind, was die Diagnose oder das diagnostische Schritte und später auch die Therapiekonsequenzen darstellt. Ist das so recht? Warum ist das so gemacht? Das gucken wir uns jetzt so an. Also Frauen tatsächlich sind früher dran, an der Osteoporose zu erkranken. Deswegen gibt es insgesamt auch mehr Frauen, die an Osteoporose erkrankt sind. Und Frauen werden auch älter als Männer. Zwar unwesentlich, aber das macht sozusagen die Prävalenz der Osteoporose in der Bevölkerung höher bei Frauen als bei Männern. Und ja, hier, wenn wir uns jetzt so die ersten Unterschiede mal angucken. Bei den Frauen ist es so, dass wenn man sich die Gesamtzahl der Osteoporosefälle anschaut, ist die primäre Osteoporose deutlich häufiger. Das heißt, mit dem Einsetzen der Wechseljahre, der Menopause schwindet der Östrogenspiegel, der Testosteronspiegel auch und das führt zu Osteoporose. Das heißt, dieser primäre Mangel an Hormonen nennen wir auch die primäre Osteoporose. Ne? Und die Frauen sind insgesamt älter, die Osteoporose haben. Und bei den Männern ist das nämlich anders. Die häufigsten Ursachen so über das Alter sind, nein, die häufigsten nicht, aber gerade bei jüngeren Männern bis zum Beweis des Gegenteils ist das immer eine sekundäre Osteoporose. Und ja, wenn uns in der Sprechstunde Männer begegnen, also ich rede jetzt nicht von den Bewohnern der Pflegeeinrichtungen, die zu uns auch viel zu selten kommen, dann ist unserem Patienten gut Männer, da müssen wir wirklich nach einer sekundären Ursache der Osteoporose suchen. Ne? Und ja,
insgesamt ist sie so bis zu 70%, wird sie geschätzt. Welche sind das? Ja, da darf auch ein Internist immer so sein Gehirn ein bisschen spielen lassen. Das sind oft endokrinologische Ursachen. Hier sind auch die Hausärzte gefragt, die uns hier unterstützen. Und vom Hypogonadismus auch Hyperkortikolismus, Hyperparathyroidismus, Hyperthyreose und Wachstumshormonmangel. Die sind zum Teil genetisch bedingt, zum Teil aber sind das endokrinologische Erkrankungen, Akromegalie zählt dazu. Und natürlich alles, was das innere Lehrbuch hergibt. Die Liste ist unvollständig. Das wäre dann ein ganzes DIN A4-Blatt kleingedruckter Buchstaben. Das erspare ich Ihnen jetzt. Aber das, was uns auch häufig unterkommt, von Diabetes, von der COPD, Rheuma natürlich auch mit dabei, Parkinson, multiples Myelom, Medikamente, Antiepileptika zählen dazu, Antidepressiva und in unserer Gesellschaft, die immer übergewichtiger wird und die bariatrischen Operationen immer mehr eine Therapieoption werden, die bariatrischen Operationen sind auch ein sehr häufiges Risiko und da ich weiß nicht, wer schon mal Patienten in die bariatrischen Zentren geschickt hat, die sind da immer sehr gut aufgestellt, die passen drauf auf, wir müssen das nur so auf dem Schirm haben. Wer eine bariatrische Operation hat, der ist ein Risikokandidat für eine Mangelernährung und für eine Osteoporose. Es sei denn, er kehrt zu seinen alten Essgewohnheiten zurück. So, das sind jetzt zwei interessante Kurven. Die rote ist die untere, ist für Frauen und die obere grüne ist für Männer. Und ich möchte diese Kurve etwas genauer jetzt betrachten. Worum geht es? Es geht um die Knochenmasse und wie sie im Lauf des Lebens, das ist die X-Achse da unten, aufgebaut wird. Das heißt, wenn wir etwa 30 Jahre alt sind, erreichen wir die maximale Knochenmasse, die wir überhaupt zur Verfügung gestellt bekommen, von Natur aus. Das heißt, für jeden von uns, der mit Kindern zu tun hat, Kinderrheumatologe oder eigene Kinder hat oder Enkelkinder, in der Kindheit steigt die Knochenmasse, die wir aufbauen können mit der richtigen Ernährung. Dazu gehört auch, dass ich nicht zu viele Softdrinks konsumiere und Fertigprodukte und dass ich als Kind draußen spielen darf und nicht nur so vor beleuchteten Bildschirmen sitze. Ja, dann Sport gehört auch dazu. Und ungefähr ab dem 30., 32. Lebensjahr verliert der Mensch seine Knochenmasse. Und Sie sehen bei Frauen die rote untere Kurve. Irgendwann geht sie viel, viel steiler runter. Und Frauen verlieren pro Jahr dann nach den Wechseljahren bis zu 4% der Knochenmasse. Ja. Die Männer verlieren es weniger, 1%. Und dann haben wir uns immer noch die Frage nicht beantwortet, warum brechen denn die Männer sich trotzdem mehr Knochen? Dann geht hier noch nicht daraus hervor. Schauen wir uns gleich an. Irgendwann hat man die Frakturschwelle erreicht und wie gesagt, die Männer, wenn sie frakturieren, sterben häufiger dran. Das ist die große Bedeutung. Na, so, jetzt kommen wir zu den Besonderheiten und da kann man das Ganze, nochmal die Kurve, die Sie schon kennengelernt haben, in drei Bereiche aufteilen. Weil in diesen Bereichen, und ich habe ja gesagt, das sind ja jüngere Männer dann, die zu uns kommen, im Vergleich zu allen Osteoporose-Frauen, dürfen wir uns etwas differenzierter Gedanken darüber machen. Und zwar in diesem ersten Frakturrisikobereich sind die Ursachen anders als in den späteren Lebensjahren. Ne? Nochmal so mit etwa 30 Jahren wirkt die sogenannte Peak Bone Mass, also die größte Knochenmasse, die der Mensch aufbauen kann. Die erreicht man da. Und wie erreicht man sie nicht? Primär nicht, zum Beispiel durch genetische Störungen, Nebennierenrinnenerkrankungen. Kennen die Kinderärzte, Kinderrheumatologen. Ne? Durch die Inaktivität, deswegen gehören die Kinder nach draußen. Und nicht auf Sofa und gar nicht schon vor kleine Bildschirme. Ne? Malnutrition, ja, das können chronisch entzündliche Erkrankungen sein. Das kann die Zöliakie sein. Aber wie gesagt, die Kinderärzte, wenn man die Vorträge der Kinderärzte aus den Knochenambulanzen, Stoffwechselambulanzen auf den Osteologiekongressen hört,
Am besten möchte man aufstehen, rausgehen, weil die Ernährungsgewohnheiten, die wir unseren Kindern angedeihen lassen, oft wirklich sehr knochenfeindlich, naja, und gehirnfeindlich sind sie auch. Ne? Also alles, was wirklich dieses Fastfood-mäßige angeht, wie heute schon bei Martin Kriegel angeklungen ist, ne? Alles, was viel gesättigte Fette enthält, Zucker enthält, das ist die Nahrung, die nicht nur das Rheuma macht, sondern auch unsere Knochenmasse knabbert. Ne? Und die Konservierungsstoffe und die Phosphate in den Fertigprodukten gehören auch dazu. So, Alkoholismus und Rauchen ist ein sehr starker Faktor für jegliche Osteoporoseform. Und Männer konsumieren mehr Alkohol, auch schon in den jüngeren Jahren. Und auch das ist ein Risikofaktor. Das Wort Hypogonadismus habe ich mit einem Ausrufungszeichen hier versehen, weil nämlich Männer mit einem geringen Level an Testosteron gehören substituiert. Also das kann man nicht wegessen, sondern das Testosteron kann man sehr einfach substituieren. In Gelform unter Umgehung des Leberkreislaufs wird das auf die Haut aufgetragen. Und bei Männern, bei denen diese Ursache ja da ist, die sollte man natürlich eben nicht vorenthalten. Ne? Genau. Und damit Sie sehen, dass es nicht so ganz einfach ist, möchte ich Sie an dieser Stelle so in die Begeisterung mitnehmen, wie ist so der Stoffwechsel des Knochens. Der Knochen ist zwar hart, aber Sie wissen, das ist ein lebendiges Gewebe und der Unterschied zwischen Mädchen und Jung, der beginnt schon in der Pubertät. Und da wissen wir, dass der Knochenausbau bei beiden Geschlechtern sehr unterschiedlich verläuft. Und zwar bei Mädchen durch die Östrogene. Hier wächst der Knochen mehr endostal, so nach innen sozusagen. Und bei Jungs wächst der periostal und die Knochen werden insgesamt breiter und länger. Das ist der Unterschied. Genau, und das geschieht unter der Wirkung von Östrogen und Testosteron, also von den Geschlechtshormonen. Ne? Genau, in der zweiten Lebensphase, das ist so zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr, passieren im Körper auch bei einem Mann, bei den Frauen genauso, gewisse Veränderungen, die man ja Somatopause oder Andropause nennt, wobei sich da die urologische Welt, da kann uns vielleicht Norbert was in der Pause sagen, ob es das gibt, die Andropause des Mannes. Also wenn man die Urologen hört, die einen sagen ja, die anderen nein. Genau, wenn man an Prominente denkt, die noch mit 70 Kinder bekommen, also Väter werden, da denkt man, okay, da kann gar keine Andropause sein, wie auch immer. Auf jeden Fall entwickelt sich da was im Körper. Und zwar die Produktion an Wachstumshormonen wird weniger, ne? Und der Anteil vom Fettgewebe nimmt zu. Also der Bauchumfang ab 40 auf die Bevölkerung gesehen nimmt zu und der Anteil der fettfreien Körpermasse sinkt. Und das Fettgewebe ist auch ein sehr hormonaktives Gewebe und da geschehen so Sachen, dass auch da die Wachstumshormonproduktion geringer ist. Und was dann noch passiert, da findet ja die Aromatisierung statt von Sexualhormonen in der Fettmasse. Ne, das heißt, was passiert da? Das ist jetzt, dass es nicht nur von Testosteron und Östrogen abhängig ist, geschlechtergetrennt, möchte ich Ihnen hier zeigen, weil die Untersuchung bei Männern mit Osteoporosen haben Folgendes gezeigt, dass von drei großen Markern abhängt, ob die Knochenmasse erhalten bleibt oder ob sie verloren geht. Und zum einen ja, der Klassiker, das ist das Testosteron, das obere. Dann können wir im Blut noch das sexualhormonbindendes Protein, der Begriff ist abgeschnitten, bestimmen. Und bei Männern kann man auch das Östrogen messen. Ne? Das Testosteron wird zum Östrogen bei Männern aromatisiert. Und auch da gibt es manchmal
Defekte von diesem Enzym oder aufgrund von verschiedener Störung kommt das dazu. Und man weiß, dass wenn das Niveau der, von diesem Sexualbindungsprotein hoch ist und Testosteron niedrig, bekommen sie die Osteoporose. Und was auch interessant ist, dass wenn die Männer ein niedriges Östrogenniveau haben, dann ist es auch mit einer Osteoporose assoziiert. Ne? Das also höchste Risiko und gerade für nichtvertebrale Frakturen bei Männern, das ist so ein Begriff aus der Osteologie, nichtvertebrale Fraktur bedeutet, nicht an der Wirbelsäule frakturiert etwa, sondern wir haben eine Schenkelhalsfraktur, die mit einer hohen Mortalität zusammenhängt oder eine proximale Oberarmfraktur. Ne? Also nicht nur ein hohes Testosteron ist nötig, um die Knochenmasse aufrechtzuerhalten, sondern Östrogene. Genau. Und was das Besondere noch in den Studien zu Osteoporose ist, schauen Sie mal, wie sie gepowert ist. Fast 2000 Patienten, das ist eine kleine Studie. Also in der Rheumatologie haben wir ja ganz andere Zahlen. Wir haben manchmal N von 18 bei seltenen Erkrankungen. Hier sind die Studien anders gepowert. Ne? Genau. Auch das ist bekannt. Ich habe ja gesagt, niedriges Testosteron, niedrige Knochendichte. Frakturrisiko, auch hier ist das bestätigt. Die rote, die untere Linie beim Prostatakarzinom zeigt uns, dass wenn die Männer orchiektomiert werden, dass sie eine Osteoporose entwickeln. Und wohlgemerkt, das waren Männer ohne Knochenmetastase. Na? Also weil ja Knochenmetastasen auch zu Frakturen führen. Genau. So. Und der letzte, dritte Bereich, das ist der Knochenverlust durch unsere Krankheiten, die wiederum im, ja, in der weiteren Lebenshälfte oder im letzteren Lebensdrittel kumulieren, internistische Erkrankungen aller Art, Mobilitätsverlust, die führen dazu, dass hier die Männer, wenn die hier angekommen sind, schon mehr Komorbiditäten haben. Also die haben per se schon, ja, wenn Sie eine Fraktur haben, ein höheres Risiko hier für die, an einer Fraktur zu versterben. Und auch die Knochenstruktur bei Männern, die geht anders verloren als bei Frauen. Bei Frauen werden die Trabekel, das ist ja diese hier, ne, worauf der Knochen besteht, bei Frauen werden die löcheriger und bei Männern schwindet die Anzahl von den Trabekeln, ne, in dieser Lebensphase. Und Sie sehen Komorbiditäten aller Art, Alkohol immer noch und Rauchen gehört dazu. Genau. Und hier kommen große Besonderheiten nochmal, so als Take-Home-Messages, warum die Osteoporose bei Männern so unterdiagnostiziert ist, ne? Obwohl ja nur jeder fünfte Osteoporose-Patient ein Mann ist. Erleiden sie häufiger Femurfrakturen, da gibt es ganz viele Daten. Und was auch besonders ist, wir machen ja sehr oft die Knochendichtemessung und die neue Leitlinie, die nimmt die Rolle der Knochendichtemessung ein bisschen zurück, die orientiert sich so an den Risiken. Und bei Männern sind die Daten zu Knochendichtemessung und wie sie mit Frakturen assoziiert ist, ist sehr inhomogen. Und wir wissen, dass bei allen Männern, die eine Femurfraktur erleiden, an der sie ja potenziell sterben können, nur 12% davon in der Knochendichtemessung eine Osteoporose haben. Ne? Und dann in gleichen hohen Anteilen haben welche eine Osteopenie und fast eine Hälfte hat sogar eine gute Knochendichtemessung. Und trotzdem haben sie eine schwere Osteoporose-Fraktur, die nennt man Major Osteoporotic Fracture, also diese großen Frakturen, die dazu führen, dass dann die Sterblichkeit kommen kann. Und je nach Untersuchung ist die Sterblichkeit tatsächlich 2- bis 3-fach höher als bei Frauen, wenn ein Mann, hochbetagter Mann, stürzt und sich eine Femurfraktur zuzieht. Genau. Was gibt es Neues? Jetzt konzentriere ich mich mehr wieder auf die Leitlinie, die jetzt frisch rausgekommen ist. Ne? Und
Genau, da waren viele Fachgesellschaften beteiligt, auch unsere Gesellschaft für die Rheumatologie, aber und das ist die heißt ja DVO-Leitlinie und das D hat nichts mit Deutschland zu tun, sondern das ist der Dachverband, da oben steht das Dachverband der Osteologie und da sind drei Länder drin, ne? Deutschland, Österreich und die Schweiz. So entsteht diese Leitlinie. So, und der neue Begriff, der dort eingeführt wurde, ist das sogenannte immanente Frakturrisiko. Da musste ich am Anfang auch immer, imminentes Frakturrisiko, sehen Sie, ich habe es schon wieder falsch ausgesprochen. Genau, ich musste erst mal nachschlagen, wovon sprechen Sie da? Also imminent bedeutet sich anbahnend und drohend. Das heißt, wir machen nicht die Knochenmessung, Dichtemessung, sagen, oh, da steht der Punkt, alles in Ordnung. Nein, sondern wir überlegen uns für jeden konkreten Menschen, wie ist sein Frakturrisiko? Und wenn er ein imminentes Frakturrisiko hat, behandle ich anders, als wenn jemand ein geringes Frakturrisiko hat. Ne? Davon hängt das ab. So, und wie orientiert man sich nach dem Risiko? Da guckt man immer, was ist die 10-Jahres-Wahrscheinlichkeit in Prozent? Und jetzt zeige ich Ihnen ein großes Bild, nicht erschrecken. Aber was Sie erkennen, ist ein Ampelsystem. Ja, das heißt, das Risiko wird in das ja, grüne, gelbe oder rote Bereich eingeteilt und da haben wir die Therapieschwellen, ob wir eine medikamentöse Therapie anfangen oder nicht. Und das, was Sie schon immer aus der Leitlinie kennen und aus Ihrer Praxis, diese Grundtherapien wie gute Ernährung, Sport, also kalziumreiche Ernährung, eiweißreiche Ernährung, die sind da auch enthalten. Und was zum Beispiel dann noch enthalten ist, dass ältere Menschen zu einem Augenarzt geschickt werden. Ne? Dass die Mobilität, also dieses Time Rise and Go und was wir da alles für Tests machen zur Überprüfung der Mobilität, die sind da auch nochmal angehoben worden. Ne? Und dass zum Beispiel das Sehvermögen getestet wird, das war in der früheren Linie nicht enthalten. Ne? Genau. Und ja, noch ein Schema. Also man hat nochmal wirklich die Therapie so ein bisschen umgekrempelt und gesagt, und das kennen wir schon aus der Therapie zum Beispiel der Vaskulitiden, da oben entwickelt sich die Krankheit, ne? Osteoporose, und dann macht man erst, also was heißt, manifeste Osteoporose, jemand hat sie und er leidet Frakturen. Dann brauchen wir nicht irgendwie hier mit Ernährung und Alendronat, wir brauchen die sogenannte Rescue-Therapie da oben. Das ist vergleichbar mit einer Induktionstherapie in der Onkologie oder bei beiden Vaskulitiden. Und wenn das geschehen ist, habe ich eine Konsolidation, die 5 bis 10 Jahre geht und wie es danach geht, ja, das wissen wir noch nicht. Also hier ist die Krankheit und der Bruch, ne, Frakturen, dann mache ich eine kräftige Therapie, danach die Erhaltungstherapie, ne, und danach reevaluiere ich. Und zu einer Rescue-Therapie bei einer schweren manifesten Osteoporose gehört die Osteoanabole-Therapie. Und zwei Substanzen haben wir ja zur Verfügung, das ist das Romosozumab und das Tereparatit. Ne? Und es ist auch neu, dass wir von einer Sequenztherapie sprechen. Also wir geben nicht nur eine Substanz, sondern wir denken in Sequenzen. Und das ist ja hier eine schwere Osteoporose beim Mann. Bei Frauen kommt wieder nochmal die Rolle der Hormonersatztherapie nach den Wechseljahren, ne? In der Postmenopause dazu. Ne? Also ganz wichtig. So, und für den Mann, welche Substanzen sind denn da zugelassen überhaupt? Ja, die Liste ist kleiner als bei Frauen und das ist Alendronat 10 Milligramm täglich. Ich habe in meinen 15 Jahren einen Mann gesehen, der das wirklich nimmt, 10 Milligramm. Sie wissen, die Einnahmevorschriften sind schon nicht ohne. Ne? Also auf nüchtern Magen keine Mineralwasser, Wässer mit Kohlensäure. Keine Milchprodukte, ich darf mich nicht hinlegen und nicht bücken. Na, das sind alles Verhaltensweisen, die wir nur schwierig dem Patienten vermitteln können. Einmal in der Woche geht das noch, aber täglich. Aber so ist der Zulassungsstatus. Zolendronat ist ein IV-Präparat, einmal im Jahr. Und Denosumab ist sehr elegant,
alle 6 Monate unter die Haut, hat wirklich kaum Nebenwirkung. Es ist eine elegante Methode, ist ein monoklonaler Antikörper. Und Teriparatid ist das osteoanabole Medikament, das heißt, das stärkt den Knochenaufbau, während die anderen 4, die oberen, die bremsen den Knochenabbau. Ne? Und Teriparatid gebe ich subkutan täglich. Na, ist auch zwar recht aufwendig, aber wenn die Osteoporose schwer ist, ist es eine gute, gute Therapieoption. Und hier sehen wir nochmal, warum ist denn diese Rescue-Strategie bei einer schweren Osteoporose eine orale Therapie nicht geeignet ist. Ja, weil sie erst nach 12 Monaten wirkt. Und eigentlich die volle Wirkung von oralen Medikamenten entwickelt sich erst nach 2 Jahren. Das heißt, wenn ich da mit Alendronat therapiere, habe ich wahrscheinlich 5 weitere Wirbelfrakturen dazu. Ja, ich genau, bekomme das Zeichen. Genau. Deswegen, ne, Substanzen, die osteoanabol wirken, die sind bei der schweren Osteoporose. Osteoanabol first heißt das jetzt bei einem imminenten Frakturrisiko. Genau. So, nochmal kurz, ist in Deutschland noch nicht. Das ist ein englisches Instrument, das wir jetzt schon alle lange benutzen und immer mehr soll jetzt zu neuen Dach, also in deutscher Sprache Leitlinie dazukommen. Das ist das, was ich hier an Risiken eingeben kann und bekomme da das Ergebnis, ob ich therapieren soll oder nicht. Ne? Nennt sich Frax, ist ein englisches Instrument. Das überspringe ich, die Problematik des Zahnarztes. Und ja, das ist das, warum ich eigentlich für Frauengesundheit unterwegs bin, aber für Männer auch sehr gerne. Also, Sie nehmen bitte mit, an die Osteoporose denken wir viel zu selten, an die Osteoporose des Mannes. Ja, wenn Männer eine Fraktur bekommen, sterben sie deutlich häufiger und auf die Knochendichte-Messung können wir uns nicht so verlassen, wie wir uns so vorstellen. Und mit diesen 3 Botschaften möchte ich Sie dann noch in den letzten Vortrag entlassen. Ja, danke schön für dieses wichtige Thema Osteoporose des Mannes. Gibt es ganz drängende Fragen? Herr Menne? Nein? Hallo? Ja. Nein, ich habe die Hyperkalziurie nicht erwähnt. Die gehört in diese lange, die kleingedruckte DIN A4-Liste. Ich habe sehr viel nicht erwähnt, weil sonst würden wir noch weitere 15 Minuten hier sitzen. Also es gibt noch viel, viel mehr, und das, weil das eine seltene Erkrankung ist. Also das ist... Ja, genau. Und es gibt so ein sehr gutes Paper, wo das alles aufgeführt ist. Ich habe dir da so klein erwähnt, dass es so ein zwar narratives Review, kein richtig großes Review, aber da sind alle Sachen gut aufgeführt. Sehr schön. Genau. Vielen Dank. Da ist noch eine Frage. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Das war sehr zusammen schön gefasst. Mal eine Frage, jetzt kommt ein Patient mit erster Manifestation einer pathologischen Fraktur, wäre das Wirbelkörper, Femurfraktur, Tibiafraktur, und zwar ein Mann in der Sprechstunde. Dann werden Sie ja in dem Fall tatsächlich den Denosumab oder Tetraparatid empfehlen und nicht mehr den Alendronsäure oder sowas in der Richtung. Stimmt das? Genau, na, weil das ist das Risiko. Also von Anfang an. Ja, und da ist, genau, also nee, die Antwort ist ja, mit der Alendronsäure bei einer manifesten Fraktur können wir nicht behandeln. Okay. Bei einem Mann, bei einer Frau genauso. Auch. Ja, okay. Und da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema, wird immer wieder bei uns in den Qualitätszirkeln diskutiert. Das ist die neue Leitlinie. Okay. Die Realität sieht noch ganz anders aus. Genau, das heißt, die ganze Patienten, die halt auf der Wirbelsäule sind, die jetzt momentan sitzen, die mit den pathologischen Frakturen, die muss man ja eigentlich mit dem Denosumab anfangen. Genau, das schreiben wir auch, die Befunde. Ja, ja. Also letzter, die Alendronsäule. Ja. Genau.
Ja, genau. Also auch dieser Punkt wird diskutiert in der Leitlinie. Das kostenbewusste Handeln ist da, nur auf der anderen Seite, das ist ja eine S3-Leitlinien-Facharztstandard. Und wenn jemand mit drei gebrochenen Wirbeln auf Alendronat eingestellt wird, das ist nicht mehr zeitgemäß, weil Alendronat erst nach 2 Jahren vollwirkt. Frau Bödecker möchte noch was fragen und dann ist das die letzte Frage, genau. Ich will da nur eine kurze Anmerkung zu machen. Wir haben vor kurzem einen Vortrag dazu gehalten, vor Orthopäden und Wirbelsäulenchirurgen überwiegend. Die größte Behandlungslücke besteht zwischen der Versorgung der Fraktur und der Einleitung einer Therapie. Mhm. 80% der versorgten Frakturen, osteoporotischen Frakturen, werden nicht mal einer Diagnostik zugeführt. Genau. Und da besteht eine Milliardenlücke. Ne? Das Versorgen von osteoporotischen Frakturen bringt ungefähr oder nimmt ungefähr 43 Milliarden Euro jedes Jahr in Deutschland, setzt es ein, und davon sind die Kosten sind maximal 250 Millionen für Therapie, und da ist das Teriparatid bereits drin. Mhm, genau. Wenn die Lücke geschlossen werden würde, wären wir viel besser aufgestellt. Richtig. In den Ländern, wo das Gesundheitssystem und das Renten- und Pflegesystem alles aus einem Topf finanziert werden, wissen wir, dass auch selbst die teuren Therapien, gilt ja für die immunmodulierenden Therapien bei Rheuma genauso, ne? Dass es für die Gesellschaft deutlich kosteneffektiver ist. Gut, wir stellen fest, wir haben ein tolles Thema mit viel Diskussionsbedarf gefunden. Wir müssen es nur leider in die Mittagspause verlegen. Und für den letzten Vortrag darf ich Daniel nochmal bitten für die Ankündigung von Herrn Ostendorf. Ja, wir freuen uns auf den letzten Vortrag. Herr Dr. Ostendorf ist unser wichtiger Kooperationspartner in Münster, Leiter der Labormedizin am Franziskus-Hospital. Er ist Spezialist für Hämostasiologie und er wird jetzt etwas zum Eisenmangel und zur Entzündung oder zu beidem berichten. Also das spielt auch bei uns in der Kinderrheumatologie immer eine wichtige Rolle, wenn wir eine mikrozytische Anämie sehen. Ist das der Eisenmangel, ist das alimentär bedingt, ist das durch die Entzündung bedingt? Das sind wichtige Fragestellungen und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Ja, schönen Dank. Guten Tag auch nochmal von mir und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mal zu einem Publikum spreche, was ich jetzt nicht so gewohnt bin. Ich interessiere mich aber sehr für Rheumatologie schon lange und bin ja auch, wie gesagt, in der ASV Mitglied und darf da auch Laborwerte für Sie messen. So. Das geht hier wie immer, nehme ich an. Ja, das ist zumindest der längste Titel des Vormittags. Das ist das, was ich Ihnen erzählen möchte. So. Ich werde mich auch beeilen, damit Sie dann zum Mittagessen können. Aber ich hoffe, ich kann noch mal ein bisschen Interesse wecken. Ich persönlich finde das sehr spannend, alles, was ich erzähle. Ja, und ich habe mal Vortragshonorare bekommen, das ist aber auch schon alles. Und dann starten wir jetzt. Also ich habe mich ein bisschen in das Ganze einlesen müssen, weil der Zusammenhang ist jetzt auch nicht so mein Tagesgeschäft und habe entdeckt, das Thema ist brandaktuell, ist nämlich 70 Jahre alt. Ne, da hat man also schon hier, wo ist die Lampe? Da hat man also hier 1948 schon sich Gedanken gemacht, warum hier die Leute eine mikrozytäre hypochrome Anämie haben und dass man die mit der Krankheitsaktivität korrelieren kann. Inzwischen sind wir natürlich ein bisschen weiter, was die Ursachen von diesen Anämien angeht. Das ist jetzt ein ziemlich aktuelles Paper von einem Kollegen, Herrn Ort aus Stuttgart. Der hat mal geguckt, wie ist denn so das diagnostische Verhalten der Einsender. Also der Herr Ort ist Laborarzt und hat da geguckt. Er hatte bei 70.000 Blutbildern 20.000 Anämiepatienten und in 2.000 etwas Fällen wurde ein sogenannter Eisenstatus gemacht. Das Eisenstatus ist in diesem Zusammenhang ein Schema, was der Professor Thomas, ich weiß nicht, den noch jemand kennt, der Thomas stand früher in jedem Arztzimmer, so ein grünes Büchlein, ne? Gibt es jetzt online. Thomas 2020 gratis online. Kann man googeln, ne? Das ist das Geschenk von Professor Thomas an die Welt. Und ich finde es immer noch ein bisschen unübersichtlich, aber hat ja eine Suchfunktion. Gut, und also dieser Eisenstatus nach Thomas wurde selten angefordert und von diesen 10%, also das sind dann ja ungefähr 200, waren 70% der Einsender Nephrologen und nur 10%, nein, 7% Rheumatologen. Also da haben sie noch Luft nach oben bei der intensivierten Diagnostik zumindest.
Und wenn wir, ich mache das jetzt mal so kurz als Erinnerung, ne, wenn man jetzt die Anämie vom Mikrozytär und Makrozytär aufzieht, das ist eigentlich die häufigste Variante, dann haben wir halt die mikrozytäre hypochrome Anämie, Eisenmangel, dann sind wir schon bei der Entzündungsanämie, Tumoren und nicht zu vergessen Thalassämien, Hämoglobinopathien, die sind auch gerade im Migrationszeitalter gar nicht so selten. Also da sehe ich jede Woche ein, zwei, drei Blutbilder, wo ich sagen würde, das ist bestimmt eine Thalassämie. Ja, und die makrozytären Vitamin B12 Folsäuremangel. Jeder weiß, dass Alkoholismus ein hohes MCV macht. Das sind immer die beiden Sachen, auf die man guckt, Gamma-GT, MCV. Hämolysen machen ein hohes, also machen große Erythrozyten, weil sie den Umsatz steigern und weil die frisch gebildeten Erythrozyten größer sind, dann steigt auch das Volumen. Und die normalen, ja, die führen nicht so richtig irgendwo hin. Die einfachste Lösung ist eine akute Blutung, wo einfach das Blut bei einem ansonsten normalen System rausläuft und der Körper dann auch keine Zeit gehabt hat, darauf zu reagieren. Renale Anämien können das machen und ja, die sind eigentlich am undankbarsten. Warum gibt es keine mikrozytäre hyperchrome Anämie? Macht der Körper nicht. Also die sind immer entweder mikrozytär hypochrom oder umgekehrt makrozytär hyperchrom. Weil das MCHC, das habe ich von einem Hämatologen gelernt, das kann man auch als Plausibilitätsfaktor für seine Blutbildmessung betrachten. Wenn das ordentlich rausläuft, dann ist das Gerät kaputt. Das MCHC ist so eine gewisse Naturkonstante. Wenn kein Eisen mehr da ist, dann macht der Körper die Zellen kleiner. So, das ist das Blutbildgerät von innen. Sieht also ganz einfach aus und das zeige ich nur mal, um Sie ein bisschen zu beeindrucken. Und wir lernen ja alle im Studium, MCV ist Hämatokrit durch Erythrozytenzahl und MCH ist Hämoglobin durch Erythrozytenzahl. Das ist natürlich auch immer noch richtig, wird aber schon lange nicht mehr so gemessen, sondern wir messen die Zellen direkt ab. Also in diesem Gerät steckt da oben ein Laser, das ist das gelbe Warnschild, dass man nicht reingucken soll. Und der misst so 40.000 bis 50.000 Zellen. Das dauert auch ziemlich lange, so 30 Sekunden ungefähr. Und dann werden diese Zellen einzeln ausgemessen. Und dann kriegt man so ein Schema raus, dass diese Darstellung, die kriegen Sie nicht zu sehen, die kriegt nur ich zu sehen auf der Software von dem Gerät, wenn ich da mal was nachgucken möchte. Und die ist auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Alle Hersteller werben mit so ein paar anderen Features, aber letztlich, also die Basics sind eigentlich gleich. Und man kann jetzt hier sagen, ne, hier sind, also das ist ungefähr ein normaler Erythrozytenpool. Beim Eisenmangel gehen die schön diagonal nach unten, MCV und MCH sinken gleichmäßig und also in diese Richtung gibt es nichts. Eigentlich sollte es da auch nichts geben, da habe ich auch schon mal mit dem Hersteller dieser Grafik drüber gesprochen, da wollte der aber nicht so richtig dran. Eigentlich müsste das nach meinem Dafürhalten hier vorne weiter nach rechts gezogen werden. Ja, und die Thalassämien, die ja auch viele mikrozytäre hypochrome Anämien ausmachen, vor allem wenn das HB normal ist, dann sollte man da schon mal dran denken. Die machen sich tatsächlich dadurch bemerkbar, dass die Zellen viel kleiner werden, aber nicht besonders hypochrom sind. Das kann man auch zur Diagnostik benutzen. Ist aber jetzt nicht unser Thema. Genau, wenn ich die einzelnen Zellen angucke, kann ich die Retikulozyten von den Erythrozyten schön separieren und kann mir dann das Hämoglobin in den Retikulozyten angucken, was ja im Prinzip dann später das MCH wird. Und das ist nicht immer verbreitet, also dass, wenn Sie mal irgendwie einen Reti-Befund sehen, müssen Sie mal gucken, ob Hämoglobin der Retikulozyten da drauf steht. Häufig tut es das nicht, also Medizin arbeitet ja langsam, der Parameter ist erst seit 1995 auf dem Markt, also bis der mal weitgehend so durchgelaufen ist, dauert es vielleicht noch ein bisschen und es sind häufig diese Firmenbezeichnungen da, also CHR heißt Content Hemoglobin Reticulocyte und RET-HE heißt Retikulozyten-Hämoglobin-Äquivalent, die stehen manchmal auch auf dem Befund. Ja, kann man auch nehmen. Ich habe mal auf meinem Befund steht MRH, mittleres Retikulozytenhämoglobin, weil das der Vorläufer vom MCH ist. Gut. Und was bringt mir das? Im Grunde ist das ja jetzt nichts fundamental Neues. Das MCH kenne ich ja auch schon. Der Riesenvorteil ist halt, alle Änderungen an der Erythropoese sehen Sie erst 3 Monate später, wenn der ganze Erythrozytenpool umgewälzt ist.
Und an den Retis sehe ich das innerhalb von 2 bis 3 Tagen. Also einfaches Beispiel, Patient erleidet einen Unfall, was weiß ich, Beckenfraktur, verliert 1,5 Liter Blut, damit auch das da drin enthaltene Eisen. Das Knochenmark springt an, stellt fest, ups, ich habe gar kein Eisen mehr. Und dann sind alle Retikulozyten eisenarm. Und das sehen Sie am MCH nach 6, 8, 10 Wochen. Und an den Retikulozyten sehen Sie es am 2., 3. Tag. Und deshalb finde ich, müsste man mal zu so einer Sprachregelung kommen, wo man nicht sagt, der hat ein mikrozytäres, hypochromes Blutbild, sondern der hat hypochrome Iris. Oder Hyperchrome gibt es natürlich auch. Das ist jetzt so eine Grafik auch von unserem Gerät. Nur, dass man sich es mal vorstellen kann. Die Erythrozyten sind dieser blaue Klecks. Das sind 99%. Das hier sind 1%. Die Fläche gibt das nicht so richtig wieder, weil hier jede Menge Punkte aufeinander gestapelt sind. Da unten sind noch die Thrombos. Und diese Einfärbung stammt von der Maschine. Und da, wo es hier von blau nach violett wechselt, das wird als Reti gezählt, das nicht. Und das ist jetzt ein Eisenmangel, der angefangen hat. Also man kann das sehr schön sehen, wie das so runterläuft. Das ist jetzt, da sind noch jede Menge alte Iris, die sind noch normal. Und hier unten sind die Retikulozyten und man sieht, wie sie hier unten einen neuen Eripool anfangen zu bilden. Und das ist einer mit einem riesen, also ein niedriges MCV und MCH. Das sieht man aber an dem Retikulozytenhämoglobin sofort. Und dann, das ist jetzt full-blown Eisenmangel. Hier oben ist gar nichts mehr, die Eris sind alle ganz klein. Die kleinsten Eris sind größer, kleiner als die größten Thrombos, wenn man das hier so als Größenachse betrachtet. Und es gibt eine große Erythrozytenverteilungsbreite. Das ist nämlich die Anisozytose, ist auch ein Marker des Eisenmangels, der leider nicht so auf dem Schirm ist. Ja, und wenn man jetzt das Schema etwas anders aufzieht, dann kriege ich einmal die Mangelanämien, hyporegenerativ und die hyperregenerativen Anämien. Und dann gucke ich mir das Retikulozytenhämoglobin an und dann kriege ich niedriges Retikulozytenhämoglobin, bin beim Eisenmangel Entzündung und erhöht wäre Vitamin B12 Folsäuremangel. Wenn ich eine hyperregenerative Anämie habe, die mikrozytär hypochrom ist, ist es meistens eine Thalassämie. Und wenn es erhöht ist, sind das häufig autoimmunhemolytische Anämien, MDS und ähnliche Sachen. So, und jetzt kommen wir zum Eisenmangel. Das ist ein großer Review-Artikel, CME bepunktet im Ärzteblatt vor 1,5 Jahren oder so ähnlich. Und das sind so die typischen Parameter, die man da so machen kann. HB, gut, das ist diese berühmte WHO-Grenze. MCV, MCH kennen wir jetzt. Und da ist das Retikulozytenhämoglobin und da ist das Ferritin. Und das, was ich an dieser Stelle ärgerlich finde, und ich habe den Herrn dann auch einen Leserbrief darauf geschrieben, da gibt es jetzt die Gendermedizin, ne? Anderes Thema. Frauen 15 unterer Grenzwert, Männer 30. Das halte ich für überholt und unsinnig, weil das ist auch relativ einfach zu erklären. Der Punkt ist, dass in alle diese Referenzwertestudien, da gehen ja apparently healthy people ein. Und die Frauen haben halt im Alter zwischen irgendwas 15 und 40 alle einen Eisenmangel oder ganz viele. Und die ziehen diesen Referenzwert runter. Und in neuen Richtlinien wird eigentlich immer allgemein von einem Grenzwert von 30 gesprochen. Ja. Und meine Herangehensweise ist Blutungsanamnese, ist das Allerwichtigste. Alle Leute, die bluten, haben Eisenmangel. Das hängt einfach mit dem Stoffwechsel zusammen. Wir nehmen viel zu wenig Eisen auf. Das reicht normalerweise gerade so, um das aufrecht zu erhalten. Und also Frauen, die eine etwas verstärkte Regelblutung haben, Hypermenorrhoe, ähnliches, oder Männer, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, wo darüber Blut verloren geht, haben eigentlich alle einen Eisenmangel. Also das ist das Allerwichtigste. Wenn Ihnen jemand sagt, ich bin gerade operiert worden und habe, weiß ich was, einen riesen Eingriff, hat er wahrscheinlich auch einen Eisenmangel. Und Ferritin kleiner 30, damit haben sie eigentlich schon alles abgebügelt. Und wenn man, und es bürgert sich jetzt allmählich so ein, wenn man eine akute Phase hat, CRP erhöht ist, dann würde man den Grenzwert für das Ferritin auf 100 setzen. Das ist viel höher, als auf ihren Laborzetteln steht. Da stehen gerne noch mal so Grenzwerte für 12 bei Frauen oder ähnliches. Das setzt sich nur sehr langsam durch. Ich habe mich auch schon mit Kollegen darüber unterhalten, die haben mir dann erzählt, ja wieso? Natürlich haben Frauen einen anderen Stoffwechsel als Männer und die, ne? So menschliche 3-Liter-Autos.
Ja, und dann gibt es also, was der Professor Thomas viel propagiert hat, der lösliche Transferinrezeptor und das Hepzidin sind sehr teuer. Beim Hepzidin muss man sich ein Labor suchen, was das überhaupt misst. Also ich habe mal eins gesucht, weil ich das wirklich mal wissen wollte. Habe dann die Probe am Ende nach Bayern verschickt. Und woran man auch denken muss, ist, also Eisenmangel gibt es auch ohne Anämie. Es gibt auch jede Menge Leute, die mit niedrigem Ferritin rumlaufen und am Blutbild sieht man es noch nicht. So, das ist dann die erste TED-Frage. So, jetzt bin ich sehr gespannt tatsächlich. Ja, sehr gut. Besser als ich dachte. Tatsächlich ist das Eisen im Serum nicht auszurotten, ne? Aber ich sehe, das Wissen ist schon ganz weit verbreitet. Eisen im Serum korreliert sehr schlecht zum Körpereisenbestand und ich sehe immer Befunde, also bei den Kollegen, die das immer noch anfordern, Ferritin niedrig, Eisen im Serum ist völlig normal oder umgekehrt, Eisen ist niedrig, Ferritin ist 250, also kann ich wirklich nicht empfehlen. Das ist jetzt ein Musterbefund, wie so ein typischer Eisenmangel dann aussieht. Also HB niedrig, MCV niedrig, MCH niedrig. Hier steht immer mein Standardkommentar. Der ist jetzt nicht da drauf, aber da steht dann immer mikrozytäre hypochrome Anämie, wie bei Eisenmangel. Was hier ist, dass diese Erythrozytenverteilungsbreite ist erhöht. Das ist diese große Breite der Erythrozytenwolke, die ich da gerade gezeigt habe. Und was viele Leute auch nicht wissen, die haben oft eine Thrombozytose. Das hängt damit zusammen, dass die alle ein hohes EPO haben und das EPO sozusagen in einem Nebenschluss auch die Thrombozytose ankurbeln kann. Ja, dann haben wir hier ein Ferritin von 18, also für Frauen normal. Nach der alten Lesart, ich finde das zu niedrig. Transferinsättigung 3,5% passt dazu, bräuchte ich aber eigentlich nicht. Ne? Mit einem niedrigen Ferritin bin ich eigentlich schon im Eisenmangel gut angekommen. Und hier sieht man, das ist jetzt das Retikulozytenhämoglobin, das ist 19,7 und das MCH ist 22,4. Und daran sehen Sie, da ist der Boden noch nicht erreicht. Also diese Patientin, die fällt noch mit dem Eisenstoffwechsel. Die jetzt aktuell auf die Welt gekommenen Eris sind noch eisenärmer als die, die noch unterwegs sind. Ja, das ist eine Übersichtsarbeit gewesen. Da hat mal jemand zusammengestellt, was denn so für Normwerte-Studien zum Eisenmangel existieren. Die zeige ich nur mal so, um sie zu verschrecken, weil also hier zum Beispiel Chinesinnen, Female 3,3 Ferritin. Ne, also mit 3,4 sind dann gesund. Und Frauen in Saudi-Arabien hier unten 1,6. Also das soll eigentlich nur zeigen, wie verbreitet der Eisenmangel ist, wenn man zu solchen Normwertepopulationen kommt. Und bei Kindern sieht es genauso aus. Das ist aus der Caliper-Datenbank. Die kann ich empfehlen, wenn man mal einen Kindernormwert braucht. Und da ist, hier sieht man auch, ne, Frauen, Männer, das ist hier alles dasselbe. Und da Mädchen 9, Jungen 47. Auch das meiner Meinung nach eigentlich mehr eine Folge des Eisenverlustes, wenn die Regelblutung eintritt. Und das ist auch populärwissenschaftlich durchaus bekannt. Das war jetzt gerade, das passte wunderschön jetzt hier in das Thema, in der New York Times, gerade frisch rausgekommen, über ein Drittel aller Frauen unter 50, sprich welche eine Regelblutung haben, sind eisendefizient. Ich fand dieses Bild so hübsch, das wollte ich Ihnen nochmal zeigen. Das, ja, und die Gynäkologen-Weltvereinigung empfiehlt deswegen jetzt bei allen Frauen ein jährliches Screening auf Eisenmangel. Also nicht nur vor Schwangerschaft oder wenn der HB niedrig ist. Das sind Ferritinwerte aus meiner Datenbank von einem Jahr. Da habe ich also nur alle Werte, wo der HB größer 12 ist. Also wenn es Frauen wären, hätten sie keine Anämie, Männer vielleicht. Und man sieht also, dass ungefähr 10% ein Ferritin kleiner 30 haben, was man dann finden würde, wenn man auch bei normalem HB einen Ferritin macht.
Ja, dann kommt das Kapitel Anämie bei chronischer Erkrankung. Und da fand ich ganz schön, dass ich heute schon mal das IL-6 gehört habe. Da steckt es. Also was man schon länger weiß inzwischen, ist, dass es ein Regelprotein gibt, das Hepzidin, was den Eisenstoffwechsel maximal steuert. Das Hepzidin hemmt die Eisenausschleusung hier, das soll eine Darmzelle sein mit Zotten und aus den Makrophagen, die ja das Hämoglobin recyceln. Das wird vom Hepzidin gehemmt. Deshalb können Sie auch zum Beispiel durch orale Eisentherapie eine Anämie bei Entzündung nicht gut behandeln, weil das einfach nicht aufgenommen wird. Und die Entzündungsmediatoren, die führen zu einem hohen Hepzidin. Und wenn Sie einen Eisenmangel haben, dann wird das Hepzidin runterreguliert und dadurch werden dann sozusagen die Pforten geöffnet und die Eisenaufnahme wird verbessert. Das finde ich ganz interessant, dass das auf der Aufnahmeseite sozusagen geregelt wird, nicht auf der Verbrauchseite. Da könnte man natürlich jetzt auf bestimmte Ideen zur Therapie kommen. Ja. Und die Anämie bei chronischer Erkrankung ist deswegen, weil sie eigentlich auch eine Eisenmangelanämie ist, aber nur Eisen in der Zirkulation, nicht Gesamtkörpereisen. Also die Eisenspeicher sind normalerweise oder müssen nicht vermindert sein. Sieht deswegen so ähnlich aus, meist mikrozytär hypochrom. Es gibt massenhaft Studien zu dem Thema bei Niereninsuffizienten und Dialysepatienten. Es gibt auch welche bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Da ist inzwischen eine Eisentherapie auch in den Leitlinien drin. Zu Rheuma gibt es eigentlich nicht viel. Das könnte man ja dann nochmal nachholen. Und es gibt außer diesem, dass das Eisen nicht mehr in der Blutbahn ankommt, gibt es noch weitere Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Also zum Beispiel wird weniger Erythropoietin gebildet. Es gibt auch eine Theorie, dass über Makrophagenaktivierung die Erythrozyten früher abgeräumt werden, also die dann deswegen also weniger überbleiben. Ja, und warum nennen wir das Anämie bei chronischer Entzündung? Das finde ich nämlich jetzt einen guten Gesichtspunkt, den ich Ihnen hier mal verkaufen möchte. Das liegt daran, dass die Entzündung erstmal ein paar Wochen vorhanden sein muss, bis die alten Erythrozyten, die noch normal produziert wurden, weg sind. Und wenn Sie nämlich auf das Retikulozytenhämoglobin gucken, dann kriegen Sie eine Anämie bei akuter Entzündung. Das wird inzwischen in der Intensivmedizin als Sepsisparameter ausprobiert. Da gibt es auch Studien zu. Das heißt, die sagen zum Beispiel, wenn ich einen Patienten mit einer bakteriellen Infektion suffizient behandle, dann kann ich das am Retikulozytenhämoglobin am nächsten Tag sehen. Das ist vermindert und wenn also das Antibiotikum wirkt, da sind wir dann bei Antibiotikatherapien auch ein großes Thema, dann sehe ich praktisch, das Retikulozytenhämoglobin geht hoch. Und das habe ich bei ein paar Fällen, so Staph aureus Sepsis und Ähnlichem, ausprobiert. Das funktioniert nicht ganz so gut wie in der Werbung, aber im Prinzip funktioniert es. So, dann habe ich noch eine TED-Frage. Gut, okay. Tatsächlich ist 3 auch so ein bisschen richtig, weil nämlich das Eisen, was die Enterozyten aufnehmen, aber nicht in die Blutbahn ausschleusen können, geht am Ende tatsächlich verloren durch die Mauserung der Darmschleimhaut. Das aber ausgeschieden in dem Sinne wird es nicht. Wir haben ja keinen Ausscheidungsmechanismus für Eisen. So, das kann ich eigentlich kurz halten. Das ist eigentlich nochmal dasselbe Bild wie vorhin, nur hier ist Ferritin 32. Aber CRP ist erhöht, damit würde jetzt die kleine 100-Regel greifen und dann habe ich immer noch einen ordentlichen Eisenmangel. Ja, was kann man noch an diagnostischen Sachen machen? Also der lösliche Transferinrezeptor, der weiß nicht, kennen Sie den alle? Schon mal von gehört? Ja, gut. Und damit kann man mit Ferritin und dem kann man dann einen Index berechnen. Man kann das Hepzidin noch messen, also wenn man ein Labor findet. Und die Retikulozytenzahl, das ist meine präferierte Methode. Ich finde die eigentlich am elegantesten und geht auch am schnellsten. Und das ist hier
ein Paper 1997 erschienen. Das war sozusagen die Geburtsstunde dieses Ferritin-Index, also dieses hier löslicher Transferinrezeptor durch den Logarithmus von Ferritin. Die haben sich eigentlich genau mit dem Thema beschäftigt. Also hier gibt es IDA, Iron Deficiency Anemia, Anemia of Chronic Disease und also Kombi, wie auch immer man, ich glaube, die haben sogar Knochenmark punktiert. Das war keine große Studie, waren irgendwie 30, 50 Leute. Aber man hat, also dass die Frage, ist der jetzt eisenarm, hat man wirklich aggressiv beantwortet. Und das ist das Ferritin. Und ich finde den, also der löst, dieser Index hat tatsächlich einen AUROC, also Kurve unter der Fläche unter der ROC-Kurve von 1. Also hier sehen Sie auch, hier überlappt nichts. Ja? Der Eisen, also wenn man jetzt die Fragestellung Eisenmangel gegen beides oder ACD betrachtet. Aber ich finde, das Ferritin ist jetzt so schlecht auch nicht. Also die Fläche unter der ROC-Kurve war 0,96. Da wären wir ja bei vielen Parametern froh und glücklich, wenn die so gut trennen würden. Ne? Also mit diesem Transferin-Index, da kriegen Sie noch ein bisschen was raus. Aber eigentlich, wenn man das Ferritin betrachtet und den Grenzwert so ein bisschen locker nimmt, sagen wir mal so hier im 50er bis 100er Bereich, ist das eigentlich ausreichend für meinen Geschmack. Ja, das ist dann das diagnostische Schema, wo man hinkommt. Also im Grunde genommen, also Anämie sollte nicht makrozytär hyperchrom sein. Und wenn Sie ein Ferritin unter 30 haben, ist es eigentlich gelutscht, der Drops. Bei einem Ferritin über 100, es gibt auch Leute, die sagen über 200. Da würde ich mich jetzt nicht so festlegen. Ich finde eigentlich noch mehr auf der 100-Seite. Aber ich habe ja vorhin da auf einer Folie gesehen, Sie sind ja mehr so im 500er bis 1000er Bereich unterwegs. Ist es eher kein Eisenmangel und dazwischen kann man sich hiermit behelfen. Also wenn das Ferritin zwischen 30 und 100 bei erhöhtem CRP ist und das Retikulozytenhemoglobin vermindert und dann, wenn man das will, kann man auch noch die Transferinsättigung ausrechnen. Also meiner Meinung nach, ich habe das auch mal, habe da mal ein bisschen so Statistik zugemacht, sind diese beiden Parameter ziemlich gleichwertig, weil das Retikulozytenhemoglobin ist das Ergebnis des Eisenverkehrs im Blut und die Transferinsättigung bildet den auch ab. Also das sind im Grunde genommen zwei Namen für dasselbe Phänomen. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Wie kriegt man jetzt das Eisen in die Patienten rein? Natürlich können die Tabletten nehmen. Ist auch sehr günstig. Meistens machen sie es gar nicht, weil es also Magenschmerzen, dunkler Stuhl, Verstopfung und so weiter. Und wenn sie parallelen Blutverlust haben oder chronische entzündliche Darmerkrankung, kommt man im Grunde gegen den Verlust nicht an. Deshalb, wenn man also wirklich was reißen will, würde man auf intravenöse Präparate umsteigen, die einen Vorteil und einen Nachteil haben. Der Vorteil ist, die modernen Mittel sind praktisch 1A verträglich. Also früher hat man ja Eisen-IV gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Da gab es die heftigsten Nebenwirkungen, anaphylaktischen Schock und weiß ich was. Das ist eigentlich vom Tisch, leider aber nicht in den Köpfen vieler Ärzte. Der Marktführer ist das Ferinject. Eisencarboxymaltose. Es gibt inzwischen auch ein paar andere Präparate, die liegen aber preislich alle so im Bereich 100 Euro für ein Gramm und aufwärts. Aber man kann wirklich mit einer Infusion eine halbe Stunde FUP ein Gramm Eisen in den Patienten rein befördern. Woran ich dann noch erinnern würde, wäre, wenn ich dem Knochenmark jetzt so viel Eisen zu arbeiten gebe und das einmal so richtig hoch geht, und das kann es, dann braucht man möglicherweise auch Vitamin B12 und Folsäure. Das kann dann in der initialen Messung normal sein und wenn die Erythropoiese richtig anfängt zu marschieren, dann fällt das. So, das ist ein heroischer Selbstversuch. Ja, so sieht das aus. Eisen-IV im Abstellraum des Labors. Kein Ambu-Beutel und Tubus in Sicht. Ja, N gleich 1 wurde gut vertragen. Ja, und ein Tipp von meiner Seite, wenn man wissen will, ob Eisen hilft, dann kann man dem Patienten auch einfach Eisen geben. Unter der Prämisse, das ist eigentlich super verträglich, ich muss da keine große Angst mehr vorhaben, außer vor akutem Geldmangel, kann ich einfach ein bisschen Eisen in den Patienten reintun und gucken, ob das Knochenmark darauf reagiert. Und das würde ich als Therapiekontrolle, würde ich Retikulozyten und Retikulozytenhemoglobin benutzen. Da würde ich nicht Ferritin oder sonst irgendwas
Weil da sehen Sie, ob es ankommt. Und da habe ich hier noch ein schönes Beispiel dazu. Das ist also so ein, wieder so ein full-blown Eisenmangel. Ja, die Eris sind alle klein, die Retis sind, haben wenig Hämoglobin hier, 17. Ne, das ist ungefähr Steady State. Also das Einzige, was daran ein bisschen merkwürdig ist, dass da noch so viele Retis sind. Aber das anderes Thema, sollte eigentlich weniger sein. Jetzt kriegt die Patientin 500 Milligramm Eisen IV und dann sieht man, wie das drei Tage später geht, sind die Retis schon hier oben. Das ist gestiegen, aber nicht in den Normbereich, weil 500 Milligramm Eisen reichen normalerweise gerade, um den entleerten Speicher aufzufüllen bei so normalgewichtigen Menschen. Und da, das ist jetzt noch einen Tag später, da sieht man, dass das hier schon wieder runtergeht. Das heißt, diese 500 Milligramm, die sind verpufft. Aber das kann man wie an dem Retikulozytenhämoglobin 1a monitoren. So, und das ist dann die letzte TED-Frage. Ja, sehr gut. Jetzt weiß ich, das ist das Ende, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Dr. Ostendorf, Sie sehen hier beide, werden Sie es schon in die Mitte nehmen. Das, ja, also das ist, wenn Sie Retikulozyten anfordern, ist das da drin. Automatisch im großen Blutbild oder Blutbild, also Retikulozyten, HB kostet nichts und gibt eine gute Aussage. Also was mir jetzt beim Nachdenken über dieses Thema noch eingefallen ist, wenn man jetzt da sagt, der Eisenmangel entsteht ja auf der Angebotsseite, also es wird nicht genug Eisen aufgenommen, dann könnte man ja so auf so eine Idee kommen, wir geben dem Patienten jetzt immer mal so ein ganz kleines bisschen Eisen IV. Ja? Also dann, um sozusagen die Blockade durch das Hepzidin zu überspringen. Das, aber ich weiß auch nicht, ob ich einem Patienten mit einem Ferritin von 800 oder 1000 Eisen geben möchte. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist Uncharted Territory, wie es so schön heißt. Also ganz herzlichen Dank. Die Fragen werden wir vielleicht noch bei dem Nachtisch bitte nehmen, auch gleich, Ludwig, weil wir doch ein klein bisschen übertrieben haben mit der Zeit. Und ja, die Küche wartet schon, Sie dürften sich gleich stärken und noch gerne austauschen. Und das Schlusswort soll nun Peter Korsten gehören. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, fürs Durchhalten, für 28, 27 Adventssymposium ohne mich, eins mit mir. Mal sehen, wie viele es noch werden. Vielen Dank für dein ganzes Engagement, die Organisation auch von meiner Seite und das gute Vorleben und Einleben hier in Sendenhorst. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Sie müssen gar nicht jetzt die ganze Zeit warten. Advent, es hat ja immer was mit Warten zu tun. Wir warten bis Weihnachten, aber Sie müssen nicht sehr lange bis zur nächsten Fortbildung warten. Wir haben nämlich im Januar ein ACR-Update, zu dem wir Sie auch alle herzlich einladen. Und damit wünsche ich Ihnen eine frohe Weihnachtszeit, eine gesegnete Adventszeit für Sie und Ihre Familien. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Auf Wiedersehen.